Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Ja, und einen wunderschönen guten Abend. 20 Uhr haben wir es heute am 15. Juli 2090. Herzlich willkommen im interaktiven Redesprachportal von Okitoki. Ja, mitreden. Da kann man doch die Welt vielleicht besser beeinflussen und zumindest auf Ergebnisse kommen, warum die Welt so geschaffen ist, wie sie heute ist. Und oft sind wir am Resignieren und die einen sagen, man kann nichts ändern. Nein, ich denke, wir können eine ganze Menge ändern oder verbessern, so sagen wir einfach mal, in die Lösung zu denken. Das ist uns sehr, sehr, sehr wichtig. Zu Gast ist heute Harald Thiers. Der Kampf hinter den Kulissen. Bevor ich ihn Harald begrüße, möchte ich noch mal kurz auf den Sendetext bei Okitoki eingehen, den er uns zukommen lassen hat. Der Kampf hinter den Kulissen. Die aktuelle Situation. Was geschieht derzeit vielfach noch hinter den Kulissen auf allerhöchster Ebene? Wann kommen die sehnlichst erwarteten Veränderungen endlich bei uns Menschen an? Das Internet ist voll von Berichten über Außerirdische, über UFOs, über ein neues Zeitalter, Schwingungserhöhung, Aufstieg, Absetzbewegung und vieles, vieles mehr. Doch erfahren wir dort wirklich etwas über die wahren Verhältnisse auf Erden, über eine Vergangenheit, die weitaus älter ist als gerade mal jene 2000 Jahre, auf die man unseren Blick zu fokussieren versucht? Nach Aussage bestens informierter Kreise ist auch die alternative Szene zu weit mehr als 90% unterwandert, womit es nur sehr wenige Menschen gelingt, diesen Dschungel an Desinformation und Halbwahrheiten erfolgreich zu durchdringen und bei der tatsächlichen Wahrheit anzukommen. Sofern Sie Interesse haben, die wahren Hintergründe eines sehr realen Krieges hinter den Kulissen zu verstehen sowie zu erfahren, warum die dunklen Mächte Asiens und der USA mit den Rücken jetzt komplett an der Wand stehen, weshalb sie der gesamten Welt am 3. Juni 2019 den Krieg erklärt haben, welche weitere Länder besetzt werden sollen, warum wir darüber nichts in den Massenmedien erfahren, warum bzw. wie das dunkle System auf Erden in den nächsten 2 bis 3 Monaten komplett kollabieren wird und was man noch rechtzeitig tun sollte, denn dann sind Sie bei diesem Vortrag hier heute Abend genau richtig. harald.thiers@gmail.com ist die Kontaktadresse, wo ihr ihn dann auch privat anschreiben könnt, oder ihr geht auf die okitoki.com-Seite unter der Rubrik Artikel. Da habe ich das gerade vorgelesen und dort gibt es auch die Kommentarfunktion und ihr dürft da gerne schreiben. Und heute Abend sind wir interaktiv, das heißt, ihr dürft uns anrufen mit dem österreichischen Festnetztelefon, mit der Landesvorwahl 0043 für Österreich 720 518 19 und die 7. Und der Chat ist geöffnet, auch für euch. Habt ihr kein Konto, richtet euch oben eins ein. Wunschname, E-Mail-Adresse, mehr Daten erheben wir nicht. Und ihr könnt hier live mitchatten zu der heutigen Sendung. Ja, die einen kennen Harald Thiers, die anderen kennen ihn nicht. Und Harald Thiers ist mir schon über den Weg gelaufen und wir haben schon viel, viel reden dürfen. Ich kenne ihn persönlich und ich freue mich auch, diesen Menschen kennenzulernen. Unsere Medien dürft ihr glauben, könnt ihr glauben, braucht sie nicht glauben. Recherchieren können wir alle selber. Unsere Medien sind gänzlich ohne Gewähr. Jedoch, wenn ihr sagt, der Mensch gefällt mir nicht, kommt auf Okitoki. Wir freuen uns auf eure Sendung, denn wir wollen alle Seiten anleuchten und beleuchten. So, genug geredet von meiner Seite aus und jetzt sage ich erstmal einen wunderschönen guten Abend, lieber Harald. Du bist heute bei uns Gast und das freut mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Ja, recht schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier dabei zu sein und ja, sowohl dich zu begrüßen als auch die ganzen Zuhörer. Ja, das sagen wir auch. Und hallo nochmal da draußen an die Zuhörer natürlich. Heute im Studio ist hier auch der liebe Roman Reuter von Krypto TV und sagt guten Abend. Ja, hallo, grüß euch alle miteinander. Guten Abend, danke für die Einladung heute. Schön, dass ich heute mal den Herrn Harald Thiers mal endlich live erleben darf. Er bringt immer so schöne Puzzleteile zusammen.
Interessiere mich so sehr für die Geschichte und für das Weltgeschehen in der Gegenwart natürlich. Und heute wurden sie ja sogar versprochen, dass wir was komplett Neues hören werden. Und da bin ich schon sehr gespannt und freue mich auf ein sehr interessantes Gespräch. Und hallo, lieber Harald. Ja, hallo, lieber Roman, alles Gute und schönen guten Abend. Ja, bis dann. Und ich denke, ich werde dich nicht enttäuschen mit diesen Informationen, die es heute gibt. Wunderbar. Harald, für die Menschen, die dich kennen, aber auch für die, die ich nicht kenne, vielleicht magst du noch mal ein ganz kurzes Update geben und ein bisschen über dich erzählen, wer du bist, was du tust, warum du das machst, was du heute bist. Ja, ich habe ganz normale schulische Laufbahn gemacht, ganz normal Maschinenbau mal studiert, bin in Sachsen groß geworden, war dann ja in leitende Funktion. Als die Wende kam, bin ich 2 Jahre in die Vereinigten Arabischen Emiraten gegangen, habe dort als Bauleiter gearbeitet, anschließend wieder nach Deutschland zurück, technischer Direktor für eine große Fabrik, die auf der grünen Wiese gebaut wurde. Viel Stress, Gesundheit, war dadurch im Keller gegangen. Ich habe noch nebenbei Haus gebaut, Familie gehabt, ein Studium in englischer Sprache, Auslandsstudium, MBA absolviert, solche Dinge. Also es kam immer mehr und mehr dazu. Fazit, Burnout, Energielosigkeit, Gesundheit im Keller, Schwermetalle ohne Ende, Regulation, ging überhaupt nichts mehr im Körper, Allergien und so weiter, so dass ich mich dann sehr intensiv mit Gesundheit befasst habe. Ja, die letzten 20 Jahre eigentlich nur geforscht, recherchiert, habe dann mit meinem Sohn gemeinsam sehr interessante Geräte entwickelt, die mit freier Energie arbeiten, Lebensenergiefelder aufbauen, ein komplettes Lichtspektrum abgeben, ja, heilendes Energiefeld. Also die wirken so, als ob man beim Geistheiler quasi unter den Händen liegt und behandelt wird, nur dass man so ein Gerät halt im Raum stehen hat und das wirkt für 24 Stunden, 365 Tage, Jahrzehnt für Jahrzehnt, kann also den Menschen halt schützen, gesund machen, ja, oder helfen, gesund zu werden. Und genau, das habe ich mit meinem Sohn 10 Jahre gemacht. Anschließend habe ich dann eine eigene Firma gegründet und ja, berate die Leute in Sachen Gesundheit, aber auch in anderen Themen, weil ich bin ja dann immer mehr und mehr in die Tiefe eingedrungen, als ich merkte, dass das ganze Gesundheitswesen ja, von A bis Z ein großer Schwindel ist, wie die wahren Zusammenhänge sind. Ich habe das bei mir ausprobiert, habe meine Gesundheit wiederhergestellt und bin dann den Hintergrund auf den Grund gegangen, habe weiter gesucht, versucht herauszufinden, was da läuft, was auf der Erde überhaupt los ist, warum das gemacht wird, und bin immer tiefer und tiefer in dieses Rattenloch eingedrungen, auf Jan van Helsing gestoßen, ja, im Internet natürlich viele Recherchen, bin dann zur ganzen Thematik Fälschung der Geschichte gekommen, ja, UFOs und all die Sachen, ja, was so im Internet natürlich kursiert, was man sich dann mal anschaut mit den Themen, mit denen man sich befasst. Aber ich habe versucht, mir aus all diesen Dingen die Quintessenz herauszuholen und merkte, mehr und mehr bekommt man diese Puzzleteile zusammen. Ja, es ist ja sehr, sehr viel Desinformation unterwegs, aber auch die Wahrheit ist halt zu finden. Das Problem ist nur, dass das 1% Wahrheit oder ja, vielleicht ein bisschen mehr mit irgendwo 99% Lügen, Ablenkung, Desinformation und Kratzen an der Oberfläche überlagert wird. Und dass die meisten Menschen nicht dort durchdringen. Ja, aber je mehr man ein vollständiges Bild dann selber hat, je mehr das gesichert, abgesichert oder durch eigene Erlebnisse, durch eigenes Erkennen von großen Zusammenhängen immer dichter und dichter wird, dieses komplette Puzzlebild, umso mehr versteht man dann, wo es lang geht in Sachen Wahrheit. Ja, ich bin bei den Katarern dann weitergekommen mit Frankreich, wusste dann, dass in Frankreich tatsächlich der Sitz der dunklen Kräfte ist, ja, aufgrund der Rechtssituation, weil dort die Katarer besiegt wurden. Ja, und dann bin ich mehr und mehr, nachdem dieses Puzzle vollständig war, ja, 20 Jahre Forschung rund waren, bis hin Fälschung der Geschichte und ganze Geldsystem, Politik, Mensch, Person und all diese Dinge, dann bin ich auf einen Mann gestoßen im Internet, über den ich heute noch ausführlicher sprechen werde, und habe bei ihm genau die gleichen Dinge gefunden, die gleichen Antworten, die gleichen Sichtweisen, die ich also selber recherchiert, erforscht oder auch großteils selber erlebt habe, und merkte, hoppla, hier ist jemand, der ganz genau dasselbe berichtet, da gibt keinen Millimeter Abweichung. Ja, und darüber wollte ich euch berichten, weil das ist so gigantisch spannend, so weitreichend, dass die Menschen überhaupt keine Vorstellung davon haben,
was hier läuft. Ja, und das wird halt auch von seiner Seite aus erster Hand berichtet. Und das ist wirklich eine ganz, ganz interessante Thematik, die jeden Menschen hier auf der Erde betrifft. Und nicht nur die Erde, sondern das Sonnensystem und die bis hin zur ganzen Galaxie. Ja, es hat also massivste Auswirkungen auf uns alle. Und die Veränderungen, die hier laufen, sind schon zum ganz, ganz großen Teil durch. Ja, darüber können wir dann näher noch sprechen. Ja, wunderbar. Da hast du jetzt so viel angesprochen. Mal meine Frage direkt. Kennst du David Icke auch? Ja, selbstverständlich. David Icke war ja auch einer der Vorreiter, der halt über die nichtmenschlichen Wesen spricht, über Gestaltswandler, über die englische Königin, dass dort halt eine andere Wesenheit dahinter steckt. Selbst bei der Königin auf der Webseite war ja ein Artikel, als viele Menschen sie mal in einer Sendung als nichtmenschliches Wesen wahrnehmen konnten, wo sich da Hunderttausende gemeldet hatten. Ja, und dann tauchte plötzlich bei der Königin auf der Webseite eine Information auf, ja, obwohl sie halt eine andere Gestalt hat, als ein normaler Mensch, ist sie trotzdem die alle liebende, liebende Königin und möchte es auch weiter bleiben. Und ja, das hat nichts zu sagen, dass da was passiert war und. Ja, also alles auf der offiziellen Webseite der Queen. Ja, dort erfahren wir also eine ganze Menge und David Icke berichtet ja schon seit langem drüber. Aber über die Dinge, über die ich nähere Informationen bekommen habe, hat meines Wissens David Icke noch nicht berichtet, ja, die also noch viel, viel weiter gehen und vor allen Dingen aktueller sind. Ja, er berichtet halt nur über diese Wesenheiten und solche Dinge, auch über größere Zusammenhänge sicher schon. Aber das, was jetzt hier auf Erden läuft, dieser Wandel, dass die Erde mittlerweile übernommen wurde von den positiven Kräften, dass das alles durch ist, ja, darüber, ja, habe ich bei ihm jetzt in letzter Zeit erstmal nichts wahrnehmen können. Ja, möchte ich mal einsteigen. Ja, die Zeiten so haben sich ja mittlerweile geändert. Viele Menschen bekommen das auch mit. Und ich frage dich aber auch mal, weil du ja auch ein anderes Insiderwissen hast andere Infos. Was ist eigentlich momentan im Gange, die aktuelle Situation auf der Erde? Hast du da vielleicht uns ein Update zu geben? Naja, wir können ja wahrnehmen, dass es an allen Ecken und Enden klemmt. Ja, die Menschen, die beispielsweise in der BRD leben oder ja auch in anderen deutschsprachigen Ländern oder auch weltweit, merken ja, dass irgendwas faul ist. Ja, dass man mehr und mehr zur Willkür übergeht, die Gesetze, die eigenen Gesetze missachtet. Ja, diese Gesetze oftmals überhaupt keine Gesetze sind, sondern AGBs von Firmen, weil die Staaten ja letztendlich nur Firmen sind. Ja, wir erinnern uns einfach an den Papsterlass vom Juli 2013, als er sämtlichen Politikern, sämtlichen Richtern, sämtlichen Behörden jeglicher Autorität entzogen hat. Ja, hat er alles platt gemacht mit seiner päpstlichen Bulle damals, soweit ich mich erinnere, zum 1. September 2013. Und man hat dann angefangen, die Dinge alles in Firmen umzuwandeln. Ja, das lief halt seinerzeit über OPPT und über die Registrierung im UCC, ja, wo man ja heutzutage jedes Landratsamt in Deutschland, jede Polizeieinheit und all diese Dinge halt findet. Ja, der Landrat als Geschäftsführer seiner Firma genannt und so weiter. So, dort merkt man also, dass da schon eine ganze Menge halt schief läuft und viele Menschen wundern sich halt, warum diese Situation ist und wo das herkommt. Ja, warum die ganze Welt zu einer Firma gemacht wurde. So, und wenn man da tiefer und tiefer gräbt, merkt man halt, dass über allem der freie Wille der Menschen steht. Ja, die Menschen haben einen freien Willen vom Schöpfer. So, und der ist unantastbar. Das Problem ist nur, wenn wir Menschen frei sind, dann können uns gewisse Kreise, die die Macht halt über die Erde erobert haben, nicht mehr kontrollieren. Das heißt, man muss versuchen, den freien Willen zu hintergehen, ihn zu umgehen, zu brechen. Ja, und das hat man gemacht, indem wir Menschen freiwillig, in Anführungszeichen, in eine Firma BRD oder eine Firma Österreich oder wie es auch immer sie heißen mag, gelockt wurden. Ja, man hat uns quasi den Eltern, die wurden konditioniert, du musst eine Geburtsurkunde bei der Firma sowieso beantragen, ja, bei dem Land Österreich oder bei dem Land BRD. In Wirklichkeit halt alles nur eine Firma. Ja, deswegen haben wir einen Personalausweis, weil wir nur Firmenangestellte sind. So, und sobald man halt für sein Kind eine Geburtsurkunde beantragt, ja, überschreibt man quasi das Kind mehr oder weniger dem Staat oder dieser Firma. Und wenn dann das Kind halt ein gewisses Alter erreicht, muss es einen Personalausweis beantragen. Ja, wird uns natürlich klar gemacht, dass wir das tun müssen und dass wir uns strafbar machen, wenn wir uns nicht ausweisen können und all diese Dinge. Ja, damit holt man jeden betreffenden Menschen
sozusagen freiwillig in Anführungszeichen ins System, in diese Firma. So, und damit ist der freie Wille umgangen. Ja, weil in der Firma kann der Firmenchef die Gesetze machen, er kann seine AGBs jeden Tag ändern, er kann die drakonischsten Maßnahmen ergreifen, Menschen zum Tode verurteilen, was auch immer, für welche Tat auch immer. Ja, und damit sozusagen den Schutz des freien Willens, den wir vor Gott haben, umgehen. Ja, das heißt, wir müssen schauen, wie wir aus der Firma rauskommen. Viele Menschen haben das gemacht mit Lebenserklärung, aber auch da gibt es viele Hürden und so weiter. So, und ich bin immer tiefer und tiefer gegangen und habe halt über den Tommy Williams erfahren, dass diese ganzen Veränderungen, die hier anstehen, ein Rechtssystem, was wir seit vielen tausenden Jahren jetzt haben, was seit vielen tausenden Jahren aufgebaut wurde, dass das jetzt komplett über den Haufen geschmissen wurde. Und zwar durch einen gänzlich neuen Vertrag, der im September 2016 abgeschlossen wurde. Das ist ein Friedensvertrag, der einen Kriegszustand auf der Erde von 16.500 Jahren beendet hat. So, und dort finden wir auch das Thema Souveränität wieder, ja, weil nämlich der oberste Chef für die Erde, ja, diese Souveränitätsrechte besitzt oder schon immer besaß, aber er sie natürlich nur seinen Helfershelfern gegeben hat und man versucht hat, uns Menschen halt zur toten Sache zu machen, ja, und uns sozusagen als lebende Menschen zu ignorieren und uns in Form einer toten Sache halt zu besitzen. Ja, und damit alles machen zu können. So, und das ist halt jetzt vorbei. Und darüber habe ich halt in den alternativen Medien bislang wenig entdeckt. Bis auf, wie gesagt, diesen einen Mann, Tommy Williams heißt er. Und er berichtet seit vielen, vielen Jahren, also 3 Jahren, jede Woche in einer 3-stündigen Sendung über diese ganzen Ereignisse, die sich auf der Erde zutragen, wo diese Veränderungen langgehen, was passiert ist und wie es zu diesem ganzen Friedensvertrag und so weiter gekommen ist. Ja, Harald, einen Punkt möchte ich hier ansprechen. Es ist ja bekannt in Österreich, die Monika Unger, die ja wegen Volksverhetzung 14 Jahre Haft bekommen hat. Und sie hat sich auch darauf berufen mit den UPIC-Einträgen. Was mir immer aufstößt ist, und diese Argumente zumindest habe ich bis heute noch nicht klar verstehen können, dürfen, wie auch immer, die UPIC, diese Firmeneinträge kann jeder tun. Und jetzt ist die Frage, was ist jetzt hier anerkannt, was ist nicht anerkannt? Und wenn es jeder tun kann, ich könnte jetzt einfach einen Firmeneintrag machen auf der UPIC und sagen, Harald, hier ist die Firma XY. Also damit möchte ich sagen, wenn jeder Zugriff hat, ist das vermischt geltend, sage ich jetzt mal. Der Staat Österreich hat jetzt eine Monika Unger, die ja den Staatenbund Österreich ausgerufen hatte. Natürlich hat sie auch noch andere Fehler gemacht. Ich habe auch vor dieser Frau gewarnt aufgrund ihrer Fehler, die sie getan hat. Wurde sie zu 14 Jahre Haft wegen Volksverhetzung in Österreich verknackt. Was sagst du zum Thema UPIC und jeder kann Einträge machen? Die Frage ist ja, wie wird die Beziehung hergestellt zwischen einem UPIC-Eintrag einer Firma und dem lebenden Menschen? Und wenn wir lebende Menschen sind, haben wir eigentlich... Da haben wir eigentlich, und dann warst du weg. Ja, hat es geklingelt. Wenn wir lebende Menschen sind, haben wir eigentlich nichts mit der Firma zu tun. Ja, jeder kann ja für die Firma irgendwelche Einträge machen, das geht ja alles. Ja, kann jede Firma anlegen und so weiter. Im Handelsrecht ist ja alles möglich. Aber letztendlich sind wir lebende Menschen. Ja, darum geht's. Und als lebende Menschen dürfen wir uns halt nicht, sagen wir mal, in diese Firmenkonstrukte reinziehen lassen, müssen uns auf unsere ursprünglichen Rechte berufen, ja, oder aus diesen Firmenkonstrukten aussteigen, ja, und erfolgreich machen das natürlich die ganzen indigenen Völker auf der Erde, ja, die Aborigines und so weiter, die brauchen halt keinen Führerschein. Die können halt auch so Auto fahren, ja, weil sie halt nicht diesem anderen Rechtssystemen der sogenannten Staaten unterliegen. Genau. Ja, aber wie gesagt, es geht alles mit Souveränitätsrechten. Dort beginnt es. In der bisherigen Weltordnung, die hier auf Erden existiert hat, war es so, dass es einen Herrscher über die Welt gab, einen sogenannten König. Ja, und dieser König hatte den Namen Marduk. So, und dort kommen wir eigentlich zu der ganzen tieferen Ebene, denn Marduk war einer von den Anunnakis, ja, über die ja der Zacharia Sitchin in seinen Büchern, ja, der 12. Planet und so weiter berichtet hat.
Ja, und der oberste Chef der Anunnaki, der sogenannte Lord, war der Anu. Ja, auch bezeichnet als Adonai oder Baal. Ja, das ist der, der ja irgendwo über die Bibel angebetet wurde, ja, oder in der Bibel als Lord, als der Boss da oben sozusagen immer genannt wurde oder gemeint war. So ein Anu hatte einen Sohn oder zwei Söhne, Enlil und Enki, und Enki hatte einen Sohn, das war der Marduk. Und Marduk war der Herrscher über die Erde, ja, über ewig lange Zeiträume, weil diese Anunnaki sind ja Wesen, die halt einen menschlichen Körper haben und einen tierischen Kopf. Ja, einige der höheren Anunnaki sogar Flügel. Und sie haben eine Lebenserwartung von mehreren tausend Jahren. Ja, wir kennen das aus alten ägyptischen Zeiten, wo auch viele der alten Götter, bevor der menschliche Pharaonen eingesetzt wurden, gab es ja also tierische Herrscher. Ja, wir kennen das von Thoth und so weiter, menschlicher Körper, tierischer Kopf, der halt irgendwo 50.000 Jahre gelebt hat. Ja, die haben also ganz andere Lebenserwartungen, ganz andere Regentschaftszeiten. So, und ähnlich war das halt hier bei Marduk. Und Marduk hatte die Erde regiert mit einem Trust. Ja, ein Trust. So, und das ist eine juristische Einheit, die nicht auf dieser Erde angesiedelt ist, sondern in der Galaxie. So, und von dort ging alles los. Ja, von dort kamen die Souveränitätsrechte über die Erde. Es gab vor 16.500 Jahren einen Friedensvertrag, ja, wo damals halt die Menschen auch eingewilligt haben, die indigenen Völker auf Erden, zum Beispiel die von den Fidschi-Inseln, die waren damals mit dabei und sicher auch viele andere noch. So, und dort wurde auch vereinbart, dass die Menschen im Galaktischen Rat, in der Regierung unserer Galaxie keinerlei Stimme mehr haben, nicht mehr vertreten sind. Ja, und die dunklen Kräfte, die die Galaxie erobert haben, nichtmenschliche Wesen, Reptowesen, Anunnaki, die ja also eine Mischung aus Drachen, Schlangenwesen und ja, mit Genmanipulation dann auch menschliche Form angenommen. Diese ganzen Wesen haben wir die Erde beherrscht, die ganze Galaxie beherrscht und haben zur Beherrschung diesen Trust benutzt. Der Trust war also sozusagen die oberste Regierungsebene. Dort waren in der Vergangenheit etwa 1500 Trustees, ja, unter anderem halt solche Namen wie der jetzige Papst Bergoglio, der Präsident von Philippinen, Marcos, selbst der Nelson Mandela von Südafrika, Dalai Lama und so weiter, also alle möglichen, auch Putin, ja, war Mitglied in diesem Trust. So, und dieser Trust hatte quasi das ganze wirtschaftliche Ergebnis der Welt eingesammelt. Ja, auch Rothschild war ja Mitglied im Trust, Rockefeller, also all diese namhaften Größen. 1500 Mann insgesamt, einschließlich auch viele nichtmenschliche Wesen, Reptowesen, Drachen, Schlangenwesen und so weiter. So, und die haben sich quasi den Reichtum, der dort erarbeitet wurde, ja, angeeignet, beziehungsweise in den Trust erstmal eingebracht. Und für alle Transaktionen, die der Trust dann vorgenommen hat, haben diese 1500 Mann dann eine Vergütung bekommen. Und die Vergütung für alle Trustees gemeinsam war immer 2% des Wertes, der dort von dem Trust bewegt wurde. Den Trust gibt es seit vielen tausenden Jahren. Ja, und die Eliten, die ja auch nur Handlanger, die sogenannten Eliten, die auch nur Handlanger vom Marduk waren, ja, der die alle am Strippenband kontrolliert hat, die mussten selber im Prinzip mehr oder weniger wie als Sklaven arbeiten, den Reichtum, den die Menschheit erarbeitet hat, dem Marduk über den Trust halt zuführen, ja, haben dafür das Recht gegeben bekommen, wieder so und so viel Geld zu drucken und ja, wieder wertlose Papierscheinchen auszugeben und so weiter. Und haben natürlich eine Dividende bekommen und von der sie natürlich ganz gut leben konnten. Aber letztendlich war das ganze Spiel zu Ende, als der Marduk im Jahre 2007 mehr oder weniger den gesamten Reichtum der Welt unter sich hatte. Das heißt, alle Grund- und Bodenrechte, alle Eigentumsrechte, alle Besitzrechte, alle Firmen, auch den Besitz an Menschen, alles, was es auf der Erde gab, unzählige wertvollste Patente, Erfindungen, ja, alles, was halt die Eliten in Anführungszeichen zu Geld machen wollten, alles, was irgendwo einen Wert hatte, haben sie also dem Trust eingebracht. Ja, auch Rothschild hat er sein Gold nicht im Garten vergraben oder unterm Kopfkissen verstanden.
steckt, sondern es musste alles abgeliefert werden. Ja, alles gehörte letztendlich Marduk und man hat sozusagen eine Vergütung halt in Höhe dieser 2% dann bekommen und konnte damit natürlich trotzdem noch ein fantastisches Leben führen. Aber wie gesagt, 2007 war alles vorbei, denn dieser Vertrag, der vor 16.500 Jahren begonnen hatte, der endete im Jahre 2012. Im September 2012 sollte dieser Vertrag zu Ende sein. Und Marduk hatte also 2007 sozusagen die Reißleine gezogen und auch Rothschild und Konsorten den Teppich unter den Füßen weggenommen, indem er dieses ganze erwirtschaftete Kapital sich angeeignet hat. Ja, und damit quasi von dannen machen wollte, ja, die Erde ja komplett dann platt machen wollte und die Menschheit, die ja in der Vergangenheit nur dazu diente, diese Schätze zu erarbeiten, diesen Reichtum, diese Bodenschätze zu fördern. Ja, Marduk hat damit interstellaren Handel getrieben, muss man sich vorstellen, Menschen zu anderen Planeten verkauft und. Also da liefen atemberaubende Dinge. So, und das. Und jetzt war es halt dran, die Menschheit zu vernichten. Ja, denn die Technik ist mittlerweile so weit, dass man alles, was auf Erden benötigt wird, über Computer, über Roboter und so weiter herstellen kann. Ja, es gibt also vollautomatische Fabriken und so weiter. Das gibt es alles. Und insofern war der große Plan dieser dunklen Mächte, die also unsere ganze Erde, unser Sonnensystem, die Galaxie erobert haben. Ja, zu 87% war unsere Galaxie vollkommen in der Hand dieser dunklen Kräfte. Ja, die haben also gesagt, jetzt braucht man die Menschen nicht mehr. Ja, die Menschen waren gut genug, unterirdische Städte zu bauen und auf der Erdoberfläche alles zu schaffen, die entsprechenden Robotertechniken und so weiter zu entwickeln. Ja, und dann war halt der Plan, die Menschen zu vernichten. So, und das sollte halt laufen über das Mittel zum Zweck, über das Geld. Ja, das Geld ist nur Mittel zum Zweck. Fazit, es ging ja darum, Geld dann abzuschaffen, bargeldlos mit irgendwelchen Karten und immer mehr und mehr Karten, dass man dann sagen kann, okay, mit den Karten ist es unbequem, kann man verlieren, wir machen alles auf einen Chip, einen Mikrochip, und damit der nicht von den ganz bösen Dieben dann geklaut werden kann, der Mikrochip, oder entwendet oder irgendwie sonst was kann, muss man den am besten im Körper implantieren, damit also das ganze Ding sicher ist. Fazit, jeder Mensch, der einen Chip im Körper hat, kann von demjenigen, der am Bedienpult für diese Chip sitzt, krank gemacht werden, umgebracht werden und so weiter. Alles möglich, weil mit Frequenzen funktioniert unser ganzes Leben. Mit Frequenzen kann man Leben zerstören. So, und das funktioniert ja schon über unseren Personalausweis, der auch mit Mikrochip und Skalarwellen arbeitet, wo man also Frequenzen den Menschen schicken kann. Und die vollendete Form war der Mikrochip. Deswegen gab es ja auch jahrelang immer wieder diese Diskussion um Zwangsimpfungen und jedes Jahr irgendeine andere Vogelgrippe oder Schweinegrippe oder sonst was für eine neue Grippe oder H5N1-Grippe und immer wieder eine neue Erfindung, um diese Agenda immer weiter durchzuziehen. Das war der Plan und Marduk hatte dann einen Auftrag gegeben 2007, als dieser Reichtum beisammen war, die Menschheit zu vernichten. 5 Jahre lang wurden den Eliten die Möglichkeit gegeben, aber der ganze Plan hat versagt. Und daraufhin lief dann der Vertrag, den also die Anunnaki hatten, Ende 2012 aus. Ja, und damit standen diese Jungs mit dem Rücken an der Wand. Ja, letztendlich wurde uns ja alles entgegengesetzt von den sogenannten Eliten verkauft. Man hat uns gesagt, ja, es kommt eine neue Zeit, ein neues Zeitalter und ganz prima. Und alles bis Ende 2012 und so weiter, dann geht's richtig los und nur noch positiv. Ja, aber in Wirklichkeit sollte bis dahin die neue Weltordnung komplett fertig sein, die Menschheit vernichtet sein und der Job seitens der dunklen Kräfte erledigt. Ja, da das aber schief ging, wurde von höherer Ebene dann eingegriffen. Ja, oberhalb der Galaxie gibt es halt dann noch den Rat vom Universum und von dort gibt es auch militärische Einheiten, die seit Ewigkeiten in unserer Galaxie unterwegs sind. Ja, der Dieter Bröers hat da sein Buch geschrieben, Transformation der Erde. In einem Dutzend Fotos drin zu sehen, wo man Raumschiffe sieht mit einem Durchmesser von etwa 40.000 Kilometern. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die sind also seit tausenden Jahren hier im Universum. Ja, wir haben vor 100 Jahren mit Lilienthal und Flugzeugen angefangen. Ja, und dort gibt es Raumschiffe, die also diese Größe haben, größer als Planeten sind und sich mit freier Energie und sonst was bewegen können. Hochtechnologien vom Feinsten. Ja, und diese höheren Ebenen haben sich eingeschalten und haben halt dann festgelegt, dass hier also auf Erden jetzt ein Wandel passieren muss und dass die Lichtkräfte jetzt es durchsetzen werden, dass die Erde wieder ihren wahren Eigentümern, den Menschen, übergeben wird. Ja,
Ich höre einiges raus. RFID-Chips, wo wir schon vor Jahren drüber gesprochen haben, und auch den Transhumanismus. Ja, da kann ich dir schon zustimmen, dass da so Gedanken kommen. Aber wie erklären wir unseren Zuhörern, Harald, du hast gerade Außerirdische angesprochen. Wir haben sie noch nicht gesehen, so viele nicht. Einige haben angeblich was gesehen. Und wie kriegen wir die Zuhörer dazu, dass das, was du jetzt erzählt hast, Außerirdische, ich habe noch nie einen gesehen. Was erzählst du denn da, lieber Harald? Wie können wir diese Botschaft denn so rüberbringen, dass das glaubwürdig ist? Wir brauchen uns ja bloß mal die Mühe machen, entweder nachts zum Himmel zu schauen oder durch ein Fernrohr. Ja, und wenn wir ein Fernrohr benutzen, dann sehen wir halt auch entferntere Galaxien. Und eine Galaxie, die besteht halt aus Trilliarden Sternen. Und jeder dieser Sterne kann auch ein eigenes Sonnensystem haben. Also nochmal Billionen mehr an Planeten und was da alles möglich ist. Es sind also unvorstellbare Zahlen an Möglichkeiten, wo Leben existieren kann. Ja, und ich bin ja, sagen wir mal, ein Mensch mit gesundem Menschenverstand. Ja, als Ingenieur hat man einen gesunden Menschenverstand, dann fragt man sich natürlich, soll man denn diese Hypothese, die uns ja eingeimpft wird, wir sind irgendwo die Einzigen und man muss jetzt irgendwelche Raumschiffe starten, um zu anderen Zivilisationen Kontakt aufzunehmen, wie das ja auch gemacht wurde mit einer Raumsonde, die das Sonnensystem bereits verlassen hat vor vielen Jahren, die Ende der 60er oder 70er Jahre gestartet wurde. Ja, also so abergläubisch oder so gutgläubig bin ich da nicht, dass ich also darauf hereinfalle. Für mich ist das gesamte Weltall von A bis Z bewohnt, besiedelt, belebt an unzähligsten Stellen. Ja, unzählige Möglichkeiten gibt es. Ja, es gibt unzählige Planeten, wo die klimatischen Bedingungen oder auch die Voraussetzungen gegeben sind, dass dort Leben existieren kann. Ja, es, für Leben ist ja nichts weiter erforderlich als Wasser. Ja, Wasser ist ja immer die Grundlage des Lebens, weil hexagonales Wasser Elektronen erzeugt. Und nur dort, wo Elektronen sind, kann Leben existieren. Jedes Lebewesen hat eine Biophotonabstrahlung, was nichts weiter als Elektronen sind. Jede Pflanze, jeder Mensch, jedes Tier. Wenn man also Leben irgendwo anders sucht, sucht man deswegen immer zuerst nach der Frage, beantwortet man die Frage, gibt es dort Wasser oder nicht? Ja, nur wenn es Wasser gibt, kann es dort Leben geben. So, Fazit, allein aus mathematischen Gründen ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir alleine sind, sehr, sehr gering. Ja, aber aus den Quellen, die ich also jetzt nutze, von Tommy Williams, ist halt zu erfahren, dass das gesamte Universum voll ist, randvoll mit Leben. So, und dann gibt es auch Berichte aus den USA, wo 1954 Präsident Eisenhower in die Nähe von Palm Springs oder so gereist war, zu einem angeblichen Zahnarzttermin oder sowas. Ja, und er war dann aber auf diese Militärbasis, die dort in der Nähe ist, hingebracht worden und hat dort Außerirdische getroffen. Ja, und dort haben wir ja, dort sind Verträge entstanden. Es sind ja auch viele Dinge im Internet zu finden, sogar einige Videos, wo Kontakte mit Außerirdischen da waren. Ja, selbst die Russen berichten darüber. Ja, der Medvedev hat mal das Thema Außerirdische angesprochen, dass ihm da also bestimmte Unterlagen an Präsidenten übergeben wurden und so weiter. Man genauso David Icke und so weiter. Wir haben auch Funde von, ja, was heißt Funde, von ja, Dinosauriern letztendlich, die aber auch bis heute teilweise halt noch existieren. Ja, nicht in Form von Dinosauriern, aber in Form von diesen Lebewesen. Ja, nehmen wir uns die Queen, die bis heute existiert. Ja, und so wie es aussieht, sind auch wir Menschen selber Außerirdische, indem wir halt auf Hyperborea als weiße Rasse auf Erden gelandet sind. Ja, und die Hyperboreaner, die haben halt auch andere Rassen auf die Erde gebracht, die auch von diesen dunklen Mächten erobert wurde, in Kriege verwickelt wurden. Ja, die Menschen in Afrika, halt die Schwarzen oder auch die Indianer und so weiter, ja, die also auch von anderen Planeten auf die Erde gebracht wurden. Also dort sollte man einfach seine Scheuklappen ablegen, denn ein Sklavensystem kann man dann insbesondere sehr, sehr gut am Laufen halten, wenn die Menschheit nichts davon weiß, dass es dort draußen irgendjemand geben könnte, der der Menschheit in diesem Kampf der Befreiung
helfen könnte und die Menschheit unterstützen könnte. Ja, wenn man das ausblendet, dann ist die Menschheit natürlich immer wunderbar in Angst und Schrecken zu versetzen. Ja, und man kann dieses ganze Sklavensystem perfekt aufrechterhalten. Ja, und deswegen macht es auch Sinn, wenn dieses Thema außerirdisch ausgeblendet wird oder halt nur einigen Insidern bekannt sein kann oder bekannt gegeben wird. Ja, wir haben ja viele Aussteiger, die auch darüber berichtet haben, das Internet ist voll und für mich ist das eine ganz logische, natürliche Geschichte. Ja, diese ganze Theorie, dass wir da alleine sind, keine Kontakte haben und so weiter, ja, passt von vorn bis hinten nicht. Im Gegenteil, die Außerirdischen sind sogar hier auf Erden. Wir schauen uns mal an die Militärbasis Dulce. Kann jeder im Internet recherchieren. Das ist eine Basis mit 12 oder 13 Stockwerken unter der Erde. Und nur die obersten sind zugänglich für Menschen. Ja, die obersten 6 oder 7 Etagen, die Etagen darunter, sind den Außerirdischen vorbehalten. Und die machen dort ihre genetischen Manipulationen, ihre Genexperimente. Das ist eine Technik, die sie seit tausenden Jahren besitzen, wo man halt Menschen mit tierischen Körpern kreuzt und genetische veränderte Wesen erschafft und so weiter. Also Wahnsinn. Ihr könnt euch auch gerne anschauen die Vorträge vom Traugott Ikeroth, der also auch solche Dinge erwähnt, oder auch der David Icke. Ja, immer mehr Leute, die also diese Themen ansprechen. Ja, da möchte ich nochmal die UFO-Akte auch in Deutschland ansprechen. Möchte man ja nicht öffnen. Ist vielleicht auch ein Grund, möglicherweise. Es gibt Menschen, also Area 51 ist ja auch ein Begriff für viele. Und ich frage mich immer nur, selbstbewusst habe ich das noch nicht erlebt, dass ich einen Außerirdischen vor mir habe. Aber vielleicht ist er doch neben mir schon gestanden und ich weiß es nicht. Seit Menschheit wird berichtet über unbekannte Flugobjekte, Malungen in Höhlen und so weiter, findet man auch. Das ist das eine. Wie gesagt, die UFO-Akte ist immer für mich ein Fragezeichen. Das sollte man mal hinterfragen dürfen, warum die UFO-Akte nicht geöffnet wird. Ich möchte mal den Roman fragen. Roman, du hast jetzt schon viel gehört und ich begrüße hier in diesem Raum auch noch den Jenner, der hier zugestoßen ist. Und möchte Roman mal das Wort geben. Roman, dein Mikrofon. Ja, sehr spannende Geschichte, was wir bis jetzt gehört haben. Für mich die Frage von Außerirdischen, wissen sich ja schon, ich habe selbst schon einige Erlebnisse gehabt, da ist dann unerheblich, da stellt sich die Frage, gibt es Außerirdische oder sie nicht, nie mehr wieder in sein Leben, ja. Aber auch einer, der was nie Erlebnisse gehabt hat mit Außerirdischen, braucht bloß die Drake-Gleichung einmal in Betracht ziehen oder die Panspermie beobachten, also nicht beobachten, aber das sind auch alles so nicht nur Theorien, sondern logische Grundsätze, wie sie auf unserer Erde Leben entwickeln, folglich auch in so einem riesengroßen Sternenreich, wo wir uns befinden. Eine Zivilisation mit 1 Million Jahre alter Technologiefortschritt, was bilden wir Steinzeitfuzis uns da bitte ein, uns anzumaßen, zu behaupten, was möglich ist und was nicht. Ja, Harald, mich interessiert vielleicht, weil du Marduk angesprochen hast, dieser Imperator, so will ich ihn ja mal einfach nennen, ja, der ist jetzt weg. Aber gibt's denn nicht noch zusätzlich viele andere Dunkelkräfte, die auch noch gleichzeitig auf die Weltmächte einwirken, noch immer wirken? Irgendwo sehe ich ja noch heute eben diese Kriege. Und wie ist es mit den vedischen Überlieferungen in Betracht zu ziehen? Laut Veden sind wir seit ungefähr 7000 Jahren ja jetzt ins Kali Yuga eingetreten und nach einem gewissen Zeitraum, eben jetzt, so sagt man auch, sollen wir uns in einer Kali-Yuga-Pausenphase dann zu bewegen, so 1000 Jahre Frieden, aber dann soll es wieder weitergehen mit dem Kali-Yuga. Wie siehst du das da mit diesen Dunkelmächten, die noch auf der Erde vielleicht einwirken könnten, außer Marduk, und mit dem Frieden, der uns da vertraglich jetzt anscheinend zugesichert werden soll? Also der Friedensvertrag ist für alle Beteiligten bindend. Der wurde von 39 Gruppen unterzeichnet. Das heißt von nichtmenschlichen Wesen, die auf der Erde leben, ja, von solchen halt in Dulce und ähnlichen Basen, verschiedene Rassen, die also da sind, von Menschen, die im Innern der Erde leben,
gibt es ja auch, ja, etliche verschiedene Gruppierungen und auch von indigenen Völkern und halt auch von Menschen oberhalb der Erdoberfläche, die noch über eigene Rechte verfügen und damit auch berechtigt sind, an so einem Friedensvertrag teilzunehmen. So, und durch diesen Friedensvertrag haben quasi die nichtmenschlichen Herrscher, die nichtmenschlichen Unterstützer der Kabale auf Erden keine Rechte mehr, die dunklen kabalen Kräfte auf Erden zu unterstützen. Das ist mit dem Friedensvertrag jetzt blockiert worden. Ja, und die Einhaltung dieses Friedensvertrages wird von der UPU, von der Universal Protection Unit, also von der militärischen Schutzeinheit des Universums, sichergestellt. Das heißt also, wenn irgendwelche nichtmenschlichen Wesen der Meinung sind, die können weitere Hochtechnologie dem Deep State Leuten zur Verfügung stellen oder denen irgendwelche Flugscheiben Techniken wiedergeben oder eigene Geräte weiterreichen und. Ja, außerirdische Hochtechnologie beispielsweise, dann verletzen sie den Friedensvertrag. Und das Ganze hat zur Folge, dass sie entweder vernichtet werden, ja, von dieser UPU, oder wie das jetzt geschehen ist am 4. Juni, dass nicht nur eine Vernichtung durchgeführt wurde, eine Vernichtungsaktion von zwei Basen, von zwei verschiedenen Rassen, sondern auch, dass denen die Frequenzen erhöht werden, sodass sie, wenn sie den Friedensvertrag nicht einhalten, durch diese Frequenzerhöhung irgendwann zugrunde gehen und das nicht mehr aushalten. Also dort wird konsequent durchgezogen und dort haben wir diese Unterstützung von diesen außerirdischen Gruppen, die also hier die Einhaltung des Friedensvertrages durchsetzen. So, was aber auf der Erde läuft, ist noch eine andere Geschichte. Ja, die Erde wurde beherrscht, das eine war die Gruppe der Anunnaki mit Anu, Enki, Marduk und so weiter, das oberste Herrscher, der Marduk. So, aber er hatte sich halt verschiedener Gruppen auf Erden bedient. Und als Marduk im September 2016 dann weg war, ja, offensichtlich existiert er auch nicht mehr, Anu ist auch weg, da haben sich auf der Erden dann diese fünf Gruppen quasi, die übrig blieben, waren sich selbst überlassen. Diese fünf Gruppen waren die Nazis, ja, aber nicht nur die, die jetzt von der Schwabenland irgendwie kamen oder irgendwelche positiven Kräfte, Deutsche, sondern halt hauptsächlich die, die hinter den Kulissen in den USA das geheime Weltraumprogramm aufbauen. Dann der Vatikan, eine andere Gruppe, dann die ganzen, die ganze Familie Rothschild, dann die ganzen Freimaurer und wer fehlt noch? Ja, ich glaube die Zuckerberg? Nee. Die Jesuiten. Die Jesuiten, genau. Ja, das waren fünf Gruppen und diese fünf Gruppen brauchten sozusagen einen neuen Boss und da brauchte man einen Menschen, ja, weil die Anunnaki weg waren. Auch die Parents Families, ja, kann ich auch gerne erwähnen oder erklären, die waren auch weg. Und dieser Boss, der dann eingesetzt wurde, hatte einen Titel und dieser Titel hieß Pindar. Und zu meinem ganz, ganz großen Erstaunen hatte 2012 diesen Titel Mr. Putin inne. Ja, das war für mich eine große Überraschung, weil ich immer der Meinung war, ein sehr positiver, netter Mensch, der endlich was Positives will, aber so wie es aussieht, halt komplett für die Kabale gearbeitet hat. So, und das offensichtlich sogar noch bis heute tut, was die letzten Berichte seitens Tommy Williams ergeben haben, ist das so, denn er hat den Kabalen, die kein Geld mehr hatten, in den letzten 5 Monaten Milliardenbeträge überwiesen vom russischen Geld, dass die einfach weitermachen können. Genau, so, und und die dunklen Kräfte haben halt über diese fünf Gruppen dann gearbeitet und damit die Menschheit weiter manipuliert, beherrscht, ganze Desinformation betrieben, die Massenmedien unter Kontrolle und so weiter. So, aber letztendlich läuft die gesamte Beherrschung der Menschheit übers Geldsystem. So, das Geldsystem war ja alles beim Trust, ja, angesiedelt, wo Marduk der Chef war. Als aber von Seiten der höheren Ebene festgelegt wurde, dass nach Auslaufen dieses Vertrages jetzt die Erde dem wahren Eigentümer, nämlich den Menschen, zurückzugeben ist, hat man von dort eine Person auf Erden gesucht, die in der Lage wäre, die Interessen der Menschen zu vertreten. So, diese Frau hat man gefunden. Das war eine Frau, die war erfolgreiche Geschäftsfrau in den USA,
hatte jeden Monat ein Einkommen von 1 Million erwirtschaftet. Also die verstand ihr Geschäft. Sie hat für die amerikanische Regierung gearbeitet, war in Russland mal tätig, um Goldgeschäfte abzuwickeln und wurde dort 2003 in Russland kontaktiert, ob sie einen ganz, ganz speziellen Job übernehmen möchte. Als sie fragte, warum gerade sie, wurde ihr geantwortet, weil ihre DNA zu 99,8% Übereinstimmung hat mit allen genetischen Strukturen aller Völker, die jemals auf Erden gelebt haben, ja, oder allen Rassen oder allen Ureinwohnern. Also die ganze Grund-DNA der Menschheit ist zu 99,8% in ihrem Körper verkörpert. Ja, und da sie außerdem eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau war und außerdem auch unerschrocken, keine Angst vor irgendwelchen nichtmenschlichen Wesen, hat man sie ausgewählt und sie hat diesen Job angenommen. Sie wurde daraufhin in diesem Mana World Holding Trust mit aufgenommen, ja, neben den 1500 Trustees, die es dort schon gab. Und auch im Galaktischen Rat ist sie also mit vertreten. Dort haben wir also seit ganz, ganz wenigen Jahren, ja, soweit ich weiß, 3, 4, 5, 6 Jahre irgendwo so ein Zeitraum, das erste Mal Menschen vertreten in unserer Galaxie, in der Regierung. So, und die Kim, ja, Kimberly Angogoen, so heißt die Frau, die vertritt die Interessen der Menschen und zieht das gnadenlos auch durch. Ja, die dunklen Kräfte hatten ja eine Frist gesetzt bekommen, innerhalb von so und so vielen Jahren, ganz wenige Jahre, die Erde der Menschheit zurückzugeben. Deswegen hat man dann irgendwelche, ja, angeblichen Wohltätigkeitsprogramme gestartet und solche Diskussionen wie kostenloses Grundeinkommen oder irgendwie so sozusagen den Menschen ein paar Brotkrumen zuwerfen, dass sie wieder zufrieden sind, sich damit vielleicht abfinden. Ja, das lief alles, aber die ganzen Grundsätze wurden nicht geändert. Und daraufhin hat die Kim diese Trustees dort im Trust peu à peu rausschmeißen können. Als immer weniger wurden, haben die Verbliebenen überlegt, was muss man tun, sonst stehen wir ja alle vor der Tür. Antwort, ja, wir müssen die Kim vernichten. So, aber dort oben in diesen höheren Ebenen haben beide Parteien Souveränitätsrechte. Und dort ist es tabu, dass ein Souverän den anderen einfach angreift oder vernichtet. So, als dieser Angriff aber gestartet wurde, haben sich damit die dunklen Kräfte selber als ausgestellt, ja, weil das eine Vertragsverletzung war und sie wurden komplett entfernt. Damit ist die Kimberly jetzt oberster Trustee in diesem Trust und vertritt die Interessen der Menschen. So, und ihr Ziel ist es, allen Völkern auf der Erde, allen sogenannten Staaten, wieder Staatlichkeit, Souveränitätsrechte zu verleihen, echte Souveränität, sodass dann diese Staaten, sobald sie Souveränität besitzen, ja, oder bekommen haben und die durchgesetzt haben, sich gegen Deep State halt auch durchsetzen konnten, dass sie dann diese Souveränitätsrechte weitergeben an ihre Menschen, an die Bürger dieses Staates. So, und wenn das der Fall ist, wenn das durch ist, dann wird die Kim das ganze Vermögen, was der Trust über 16.500 Jahre angesammelt hat, unvorstellbarer Reichtum der Menschheit zurückgeben. Und zwar Schritt für Schritt, ja, und zwar über diese souveränen dann Staaten und dann mit der Auflage, einen Großteil davon den Menschen zurückzugeben. Ja, das Problem, was wir halt jetzt haben, die dunklen Kräfte sitzen ja überall noch mit ihren 5 Fraktionen in allen möglichen Ämtern, in allen möglichen Entscheidungsgremien, in irgendwelchen Regierungen und sonst wo. Ja, aber das wird sich in nächster Zeit sicher auch ändern. Denn da dem Mana World Holding Trust, ja, so heißt dieser Trust jetzt, die Kim hat den Namen geändert, dem Trust gehören alle Zentralbanken der Welt. Ja, dem gehört die Bank der UNO, die Vatikanbank, selbst die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, alles gehört diesem Mana World Holding Trust, wo die Kimberly Angogoen die Chefin ist. Und sie ist die Einzige, die in der Lage ist, die Codes herauszugeben, um gewisse Transaktionen zu gestatten oder durchzuführen. So, und damit wurde mit dieser Möglichkeit, wurde den dunklen Kräften quasi, die ja die Menschheit über das Finanzsystem in Schach gehalten haben, jede Macht entzogen. Ja, das ist also das, was jetzt stattfand, wo sozusagen die dunklen Kräfte kaum noch eine Möglichkeit haben, ihre Dinge durchzusetzen. Darf ich? Ja, wenn ich das jetzt so höre, dann frage ich mich 2019. Wir haben viele Kriegswaffen, Kriegsgeroll, also von Panzern, Raketen, Abwehrschirme, Laser, Mikrowellenwaffen, etc. Ich schaue in die Welt hinein. Venezuela ist ein Angriffspunkt, Iran ist ein Angriffspunkt.
China-Kriege, die Situation Trump, welche Rolle er spielt. Wie siehst du denn momentan die Weltsituation und wie kann es denn sich durchsetzen? Die Waffen, die wir haben, können viel vernichten. Wie siehst du diese Einschätzung? Ja, das ist ein großes Thema, genau, weil die Kimberly verfügt ja quasi über die Macht oder über den Zugriff auf das gesamte Finanzsystem mithilfe des sogenannten Quantencomputersystems. Ein Computersystem, was dimensionsübergreifend arbeitet, von der Vergangenheit in die Gegenwart bis in die Zukunft reicht. Ja, ist also offensichtlich in der höheren Dimension angesiedelt, auch von einer außerirdischen Gruppe entwickelt worden, die bei Marduk als Sklaven arbeiten mussten, jetzt befreit wurden, für die Kim dann dieses System entwickelt haben. So, und die Kim hat also zum einen über die ganzen Geldströme die Kontrolle. Sie kann also damit den Militärs, die ja ihre Soldaten, ihre Offiziere und so weiter bezahlen müssen, den Geldhahn zudrehen. Ja, dann wird auch niemand mehr diese Waffen benutzen. Das ist die Möglichkeit eins. So, und die Möglichkeit zwei, die natürlich auch forciert angegangen wurde, besteht darin, dass man den Weltpolizisten USA quasi zuallererst dem dunklen System entzieht und auf die Seite der Lichtkräfte bringt. So, und genau für diesen Zweck wurde Mr. Trump ausgewählt. Ja, von Seiten dieser Lichtkräfte gab es eine Dreiergruppe in den USA, die nach einem geeigneten Präsidentschaftskandidaten gesucht hatte, ja, für diesen Zeitraum, als Trump dann gewählt wurde. Und zu dieser Dreiergruppe gehörte einer der obersten Richter am obersten Gericht, der Richter Antonin Scalia, den man dann im Jahr 2016 umgebracht hat, ja, als man wahrscheinlich rausbekommen hat, welche Rolle er dort gespielt hat. So, und einer von diesen drei Leuten, ja, wo der Richter dazugehörte, hat Mr. Trump kontaktiert, ihm diese Thematik vorgestellt und Trump hat zugestimmt, dort mitzumachen und die USA von diesen Dunkelkräften mitzubefreien. Ja, er war ja, sagen wir mal, in Bezug auf diese ganze Pädophilie und was da alles so für eine Welle jetzt in den USA hochschwappt, ja, sauber gewesen, also hat sich da nichts zu Schulden kommen lassen. Man hat ihm zwar alle möglichen Frauengeschichten angedichtet, ja, aber nichts Ernsthaftes. Und es gibt keinen einzelnen Bericht von irgendeinem Geheimdienst der Welt, der Trump also irgendeiner Pädophilie oder irgendeiner Geschichte da bezichtigt, was ja sonst in diesen ganzen elitären Kreisen in Gang und Gäbe irgendwo zu sein scheint. So, Trump wurde ausgewählt und die Kim arbeitet sehr eng mit dem Trump zusammen. Die Kim hat im September 2018 der Federal Reserve am 14. September die Lizenz entzogen. Damit darf die Fed kein Geld mehr drucken, keine Dollar mehr in Umlauf bringen, keine Dollar mehr ausgeben und so weiter. Alles vorbei. So, die Kim hat aber überlegt, wie können wir denn den Trump mit seiner Firma USA schuldenfrei machen? Ja, die Firma USA war ja bei der Fed verschuldet, die war bei China verschuldet. China soll ja der Sitz der neuen Weltordnung werden seitens der dunklen Kräfte, Rothschild und so weiter, die Red Dragon Society, alles in China. Also hat man überlegt, wie kann man den Trump befreien finanziell? Ja, weil die Firma war bis über alle Ohren verschuldet und damit überhaupt nicht frei. Also hat die Kimberly angefragt in China, wie viel Geld schuldet euch die USA? Antwort so und so viel, hat die Kim dieses Geld im Namen der USA dann überwiesen, Schulden bezahlt. Ja, gleichzeitig hat die Kim wahrscheinlich auch verschiedene Eigentumsrechte oder Staatsanleihen oder sonst was zurückgefordert, dass der Trump wieder Herr über sein eigenes Haus wird. Ja, denn die Firma USA hat ja mehrere Tochterfirmen, eine davon Kalifornien. Und diese Tochterfirma Kalifornien war beispielsweise mal in China verkauft worden. Ja, oder ist vielleicht sogar noch. So, das war also Schritt Nummer eins, die USA schuldenfrei bei China machen. Als das lief, hat sich die Federal Reserve gemeldet und meinte, wenn die Kim schon so spendabel ist mit Geld, dann könnte doch die Kim auch die Schulden, die die USA bei der Fed hat, alle wunderbar bezahlen. Also hat die Kim dort nachgefragt, wie viel schuldet euch die Firma USA? Antwort so und so viel. Die Kim hat dieses Geld überwiesen, Schulden ausgeglichen. Da aber die Kim gleichzeitig Eigentümer der Federal Reserve ist, ja, als Trust, die gehört ja dem Trust, hat sie die Möglichkeit gehabt, das Geld, was sie dorthin überwiesen hat, von dem Konto, wo es angekommen ist, auch wieder wegzunehmen und auf ein anderes Konto beim Manor World Holding Trust hinzulegen, wo die Fed keinen Zugriff mehr hat.
Fazit, Schulden waren bezahlt, trotzdem hat die Fed kein Geld bekommen. So, Trump war damit schuldenfrei. So, die Eliten, in Anführungszeichen immer die Eliten gemeint, haben ja versucht, die USA auch militärisch zu entmachten, ja, letztendlich auch zu vernichten, weil man war ja immer darauf aus, die Menschheit in Angst und Schrecken zu versetzen. Aber letztendlich wirkt das zweiseitig, wenn die Amerikaner bis an die Zähne bewahrt, alle hochbewaffnet sind. Und das ist in den USA der Fall. Ja, und da die Amerikaner auch Patrioten sind und sich nicht so ohne weiteres ihre Waffen wegnehmen lassen wollen, hat man also überlegt, dass man dort die neue Welt auch noch nicht so ordentlich aufziehen kann, sondern man muss das am besten in China machen. Also war die Überlegung, die amerikanische Wirtschaft den Bach untergehen zu lassen. Ja, man wollte den Global Currency Reset durchführen, ja, also eine globalen Währungsumbewertung, immer wieder angekündigt, hunderte Male, ja, um genau das zu tun, dass sozusagen die US-Wirtschaft einbricht, dass man da Notstandsgesetze verabschiedet, die Amerikaner entwaffnet. Wer sich nicht entwaffnet lässt, wird in FEMA-Camps gesteckt, wo man ja zig Millionen Leute unterbringen kann. Über diese hunderten Camps, die es landesweit gibt, mit 30.000 Guillotinen, die aus China schon importiert wurden und so weiter. Also da ist alles vorbereitet gewesen. So, das heißt, man wollte den Großteil der Amerikaner vernichten. Bis zum Jahr 2025, 26, 27 sollten von den über 300 Millionen Amerikanern nur noch irgendwo 60, 65 Millionen übrig bleiben. Ja, so, weil man halt Angst hatte vor den Amerikanern, weil sie zu bewaffnet waren. So, außerdem, um Amerika, sagen wir mal, waffenlos zu machen seitens der Eliten, haben die Eliten, die ja hinter den Kulissen die Strippen ziehen, ja, speziell die Drachengesellschaften der USA, China, ja, überall weltweit, die arbeiten alle zusammen. Auch in Russland gibt es eine Drachengesellschaft, in England die blaue Drachengesellschaft mit der Queen, Hillary Clinton war dort involviert und so weiter. Die kontrollieren also alles. Die Politiker sind ja nur Schauspieler quasi, die vorne an der Front für die Öffentlichkeit stehen. So, um also die USA waffenlos zu machen, was haben die Eliten gemacht? Die Drachengesellschaft Amerika, ja, die Black Dragon Society, hat an die Red Dragon Society in China einfach die gesamte militärische Hardware verkauft. Alle Panzer, alle Flugzeugträger, alle Raketen, alle Schiffe, ja, alles. Komplett jedes Waffensystem, alle Bomben, alles wurde verkauft. Ja, an dieses chinesische Konsortium, was der Red Dragon Society gehört. Damit aber die Amis das Ganze weiter nutzen können, was hat man gemacht? Man hat gleichzeitig einen Leasing-Vertrag abgeschlossen, dass die Amerikaner also das verkaufte Gut zurückleasen dürfen und weiter behalten können. Ja, das war also der ganze Deal. So, und damit wollte man die USA sozusagen waffenlos machen seitens der dunklen Kräfte. So, die Kim hat gefordert, dass dieser Vertrag aufgelöst wird, dass die USA also wieder ihre Rechte bekommen und ihren eigenen Waffen, wieder im Besitz ihrer eigenen Waffen sind, dass sie sich auch durchsetzen können, wenn sie irgendwo angegriffen werden von irgendwelchen anderen Deep State Elementen auf der Erde. So, das ist noch nicht durch. Dort sind also nach wie vor noch viele Dinge im Gange. Und die dunklen Kräfte verhindern das natürlich an vielen Stellen bis heute. So, auf der anderen Seite gibt es natürlich hinter den Kulissen der USA noch das geheime Weltraumprogramm SSP, wo man über Militärtechnik verfügt, die also jenseits unserer Vorstellungskraft ist, die also auch dem normalen Militär irgendwo vielleicht 50 oder gar 100 Jahre technisch voraus ist, ja, wo man mit freier Energie ganz normal arbeitet. Ja, diese Kräfte haben die unterirdischen Städte, die weltweit betrieben werden mit Hochgeschwindigkeitszügen, die mit doppelter Schallgeschwindigkeit fahren, versorgt werden oder sich zurückziehen können und so weiter. Also dort sind gigantische Dinge vorhanden, über die, ja, findet man im Internet einiges, über die Dumps, Deep Underground Military Bases zu finden, ja, ganze Städte. Der Phil Schneider wurde ja dafür umgebracht, dass er diese Dinge an die Öffentlichkeit getragen hat. Sein Vater war ja U-Boot-Kommandant im Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite und genau, ja, ihr könnt das alles finden. Phil Schneider war vom Jan van Helsing mal interviewt worden sogar, gibt's, soweit ich mich erinnere, auch ein Video. Genau. Ja, also dort sind die militärischen Dinge halt. Und die Kim wird jetzt eins machen, weil die USA immer noch nicht befreit sind und Trump, sagen wir mal, ringsrum von sehr, sehr vielen Deep State-Leuten umgeben ist, speziell sein Finanzminister, der also einer der obersten Bosse in dieser Hinsicht ist.
Deswegen klemmt es dort immer noch. Ja, Trump kriegt das noch nicht so ganz auf die Reihe. Auch die letzte Ansprache jetzt zum Befreiungstag, ja, am 4. Juli, ja, mit der großen Militärparade und so weiter, die war also nicht genau so, wie sie hätte sein können oder sollen. Ja, den Amerikanern wird immer noch die Illusion gegeben, sie seien unabhängig und frei und sonst was. Alles Schwindel. Die Amerikaner sind Eigentum der Crown bisher, also der Krone in England, also nichts von der Queen. Und das wird also nach wie vor vertuscht. Ja. Trump kommt dort nicht richtig voran. Deswegen greift die Kim jetzt, um diesen Wandel zu schaffen, zur Maßnahme, dass den dunklen Kräften immer mehr die Geldhahn zugedreht wird. Ja, wenn also die bösen Jungs ihre Mitglieder, ihre Soldaten, ihre Anhänger nicht mehr bezahlen können, ja, oder auch die Flüchtlingsströme nach Europa nicht mehr finanziert werden können, dann bricht deren System zusammen. So, und das Darf ich? Ja, wir haben fast eine Stunde vorbei. Einmal eine Musikpause steht an und mir kommen aber trotz allem noch vor der Musikpause, wie ich aus deinem Vortrag jetzt bald gesagt gehört habe, die USA seien schuldenfrei durch die Kim. Es wurde das Geld gewährleistet. Dann habe ich meine Beobachtung ist, die Amerikaner sind überall auf der Welt. Sie umzingeln alle Länder. Ich verstehe das nicht. Das eine mit dem anderen sind schuldenfrei. Gut, die Rolle von Donald Trump kann man zweideutig sehen. Für mich einmal, er ist der Gute, indem er auch viel aufgedeckt hat. Das auf jeden Fall ein Präsident. Ein bisschen schon vergleichbar wie John F. Kennedy. So habe ich schon damals gesagt, wo er gewählt worden ist. Zumindest er lebt gefährlich. Es wurden ja auch schon Anschläge verübt auf ihn. Das darf man hier ruhig sagen. Das sind so meine Beobachtungen. Und wenn jemand schuldenfrei ist, dann frage ich mich in dem Moment, und man hat überall seine Militärbasen. Man redet ja auch davon, die Amerikaner seien die Weltpolitik. Polizisten. Und du erzählst letztendlich ein Gegenteil, oder habe ich das falsch verstanden? Nee, eigentlich nicht. Alles richtig. Aber wir müssen unterscheiden zwischen den Kräften in den USA, auch mit Trump und seiner positiv wirkenden Umgebung, die eine positive Veränderung wollen, und den Kräften, die hinter den Kulissen die Stricken ziehen, und Deep State. Das geheime Weltraumprogramm wird von Trump nicht kontrolliert. Das sind andere Kräfte. Ja, da werden die Chemtrails zum Beispiel in Europa gemacht oder weltweit. Läuft alles über SSP. Ja, wo Trump keinerlei Einfluss hat. Er hat dort nichts zu sagen, keine Entscheidungsbefugnisse. Trump hat eine Security Clearance von der Stufe 26. Die Kim hat die höchste auf Erden, die es überhaupt gibt. Das ist die 64. Ja, so, der Finanzminister der USA hat allerdings die 62. Er steht sozusagen 36 Stufen über Trump. Ja, so, das heißt, Trump ist Geschäftsführer einer Firma USA. So, und wenn die Firma USA jemand Bestimmtes gehört, kann der Eigentümer sagen, ja, so und so und so. Und dem Finanzminister, dann hast du nichts zu sagen. Das ist mein Mann, den bestimme ich, wann der zu gehen hat, zu kommen hat und so weiter. Ja, das ist das, was läuft. Und dort sind also ganz andere Dinge. Ja, die Deep State-Kräfte, die halt die neue Weltordnung aufbauen wollen, das ist halt eine andere Gruppierung als das, was jetzt der Trump zusammen mit der Kim macht. Ja, der Trump versucht mit der Kim diese Dinge durchzuziehen. Die Kim finanziert ja den Trump, seine Regierung seit März letzten Jahres. Ja, die Fed darf kein Geld mehr rausgeben seit September. Ja, aber seit März letzten Jahres kriegt Trump sämtliche Gelder für den gesamten Staatshaushalt, alles, was dort läuft, nur noch vom Manavoltronic Trust von der Kim. Ja, das ist das, was läuft. Und auch die Militärbasen weltweit. Ja, das sind alles die Überbleibsel von Deep State, die bis heute wirken, ja, wo die neue Weltmacht, die neue Weltordnung ja kurz vor der Vollendung stand. Ja, und das muss natürlich immer rückabgewickelt werden. Aber um das zu machen, müssen erstmal andere Politiker ran, andere gesellschaftliche Verhältnisse geschaffen werden, das Geldsystem geändert werden und diesen jetzigen Herrschern der Teppich unter den Füßen weggezogen werden. Ja, Roman, bevor wir in die Musikpause gehen, natürlich nochmal das Mikrofon für dich, und dann würde ich sagen, starten wir bald in die Musikpause. Roman. Ja, vielen Dank. Ich begreife da auch noch etwas noch nicht so ganz. Weil ganz am Anfang war ja auch der Hauptkontext da dieser freie Wille, den wir Menschen uns gewährt ist und noch immer läuft und ewig laufen wird, unser freier Wille. Der ist unantastbar. Also, die Dunkelmächte haben wir auch angesprochen. Die sollen jetzt eigentlich entmachtet sein. Jetzt sind nur noch machthabende Menschen auf der Erde aktiv, was jetzt also alles so jetzt rausgehört habe. Und diese machthabenden Menschen sind teilweise
aber auch sehr, sehr dunkel eben in ihren Herzen. Das wissen wir, weil wir heute eben noch zu dieser Zeit viele Menschen an Drohnenkriegen sterben sehen und so weiter und Regenwälder abgeholzt werden, indigene Völker trotzdem in Amazonas verschwinden, Tierarten aussterben und so weiter und so fort, Umweltverschmutzung und so. Aber wie kann da eine Kim, da muss ja noch mehr da sein, außer nur eine Kim, weil es liegt an uns Menschen, ob wir jetzt aus diesem Vertrag etwas machen, weil ich denke mir mal, dass diese kosmischen Mächte ja auch nicht eingreifen dürfen, wenn wir Menschen jetzt sagen, na, wir machen trotzdem weiter so mit diesem ganzen Übel, ja. Also der Großteil der Menschheit, das sagt die, was die Macht noch haben. Und die Kim hat zwar die Macht über die Fett, kann das verteilen, hat dann einen tollen Quantencomputer, nur Computer hin oder her, der, was das Geld austeilt, ist immer nur ein Mensch. Und wenn dieser Mensch unter der Fuchtel dieses dunklen Machthabers von Wesen Mensch ist, ist die Kim trotzdem noch machtlos? Oder hat die auch eine Armee, die was dann sagt, ja, du am Scheiter gibt's jetzt nicht diesen Diktator das Geld, dass er weiter die Waffen zu den Saudis schicken kann und so weiter, oder? Ja, also du hast da schon richtige Betrachtungsweisen. Die Kim hat also in vieler Hinsicht noch keine Exekutivgewalt über die Rechte, dass sie die also die Rechte, die sie hat, durchsetzen kann. Ja, sie könnte ja auch zur FED hingehen, dort alle Mitarbeiter verhaften, wenn die weiter ihren Anweisungen nicht Folge leisten. Aber dazu bräuchte sie eine Armee. Ja, dazu wäre eigentlich die amerikanische Armee die richtige. Deswegen hat ja die Kim auch dem Trump dann immer mehr den Geldhahn zugedreht, weil er auch diese Veränderungen nicht konsequent durchziehen konnte, sodass dann das Militär der USA auch finanziell mit dem Rücken an der Wand stand. Und Trump sagte, ja, bitteschön, wenn ihr was wissen wollt, dann geht zur Kim, die kann euch das Geld geben. Ja, daraufhin ist der Mr. Shanahan, der Verteidigungsminister zur Kim, hat Beweise gefordert, dass sie überhaupt diejenige ist, die sie vorgibt zu sein. Ja, dass sie also entsprechende Vollmachten hat, Gelder freigeben kann, über diese Codes, die dazu notwendig sind, verfügt. Ja, dass die auch kein anderer hat, sondern dass sie diejenige ist, welche. Als das gesichert war, gab es einen Vertrag zwischen dem Pentagon der USA und der Kim. Ja, das ist alles gemacht worden. So, aber insofern geht es an und für sich nur Schritt für Schritt. Ja, die Kim kann also die ganzen Geldflüsse blockieren. Ja, wenn also irgendeine Bank nicht mehr mitspielt, dann kann sie der Bank das Konto löschen und fertig, dann muss die Bank zumachen. Ja, das geht alles. Sie hat also schon gewisse Macht, aber sie kann nicht eine Bank zwingen, ein Geld, was auf dem Konto liegt, auszugeben, dass der Mitarbeiter dann die und die Transaktion tätigt oder das und das tut und so weiter. Das sind also dann die Verpflichtungen der Banken. So, und deswegen fährt die Kim die Banken jetzt komplett gegen die Wand. Ja, aber was hindert die, Entschuldigung, wenn ich dazwischengrätsche, was hindert der amerikanischen Regierung daran, nicht ein eigenes Fiat-Money-System wieder aufzubauen? Die Kim verfügt über einen Quantencomputer, der kann alle Rechner der Welt durchleuchten, totstellen, abschalten, zerstören, komplett. Und das ist ja mehrfach geschehen. Die dunklen Kräfte haben ja immer wieder gemerkt, sie müssen versuchen, in das neue Quantencomputersystem einzudringen, weil denen das einfach überlegen war, allen bisherigen Systemen. Haben sie also versucht, die Hintertüren zu nutzen, und es gab über 30.000 Hintertüren, die die Dunklen nutzen konnten. Die Militärs, die standen 3 Stufen oberhalb der Banken. Die konnten also jederzeit Selbstbedienung bei den Banken betreiben und sich dort die Gelder wegholen. Ja, für eine Visa-Kartentransaktion einfach einen Dollar mehr abbuchen, ja, ohne dass der Kunde das merkt, ja, weil halt der ganze Transaktionsbetrag dann halt nicht 60 Cent war, sondern vielleicht 1,60 Dollar. Und wenn man das weltweit macht, hat man sich immer wieder die schwarzen Budgets zusammengeraubt, ohne dass man den Staatshaushalt anzapfen musste seitens Deep State. Das ist alles gelaufen. Und die Kim hat immer mehr diese Hintertüren zugemacht. Ja, diese Geldabzweigereien unterbrochen. Oder auch wenn Geld von Konto A auf Konto B von Berlin nach München mal überwiesen wird, ja, dann war das ja manchmal 2, 3 Tage unterwegs. Das geht dann in der Zeit über 12, 13, 14 Zwischenstationen mitunter. Ja, wo jedes Mal das Geld wieder neu sozusagen zu noch mehr Geld gemacht wird durch diese Hebelwirkung und so weiter. Das ist auch alles geblockt worden. Ja, die Kim hat also dort wahnsinnige Möglichkeiten über das Geldsystem.
Und über das Geldsystem wird der Zusammenbruch von Deep State erfolgen. Ja, weil die Banken müssen sich dann überlegen, ob sie jetzt nur alle Konkurs gehen, ja, sich die Bankenchefs, alle Mitarbeiter beim Arbeitsamt dann morgen melden, oder ob sie sagen am Ende, okay, Rothschild gibt uns kein Geld mehr, der hat nichts mehr, von dem kommt schon seit Jahren jetzt nichts, der verkauft ja selber seine Grundstücke, drei Rothschilds sind schon tot. So, das heißt, man muss also schauen, wie kommt man weiter. Wenn von Rothschild keine Bedrohung mehr ausgeht und Deep State seine Leute nicht mehr bezahlen, weil die auch kein Geld mehr haben, weil die Kim dann den Hahn zugedreht hat, dann wird das Bedrohungspotenzial gegenüber den Banken wegfallen. Und dann wird es Banken geben, die halt nicht bankrott gehen, sondern die sagen, okay, ab morgen arbeiten wir mit der Kim, mit dem Mana World Holding Trust. Dann folgen wir diesen neuen Richtlinien, diesen Vorgaben, also nichts mehr mit Fiat-Geld und Geld aus der Luft schaffen oder durch Eingabe von irgendwelchen Zahlen im Computer, sondern nur noch Gold gedeckt oder alles wertmäßig gedeckt. Ja, und das ist ja das, was die Lichtkräfte alles aufgebaut haben, was also alles komplett bereitsteht. Ja, und jetzt können sich die Banken aussuchen, entweder gehen sie komplett bergab, die sind bis an die Wand verschuldet mittlerweile, ja, mit über 400-600% im Durchschnitt weltweit, die ganzen großen Banken. Und die dürfen auch keine Kredite mehr ausgeben. Bisher haben die ja trotzdem noch, obwohl sie Schulden hatten und gar keine Werte mehr besaßen, Kredite weiter ausgegeben. Das hat die Kim also auch in den letzten Tagen nur blockiert. Nur wenn eine Bank wieder bei plus minus null Liquidität ist, hat sie das Recht, auch Kredite auszugeben. Und daraufhin gab es sogar ein Sondermeeting diese Woche, Anfang der Woche, Montag oder Dienstag war das, wo Putin sich getroffen hat mit dem Mike Pence, mit dem Vizepräsidenten der USA. Nicht etwa um das U-Boot-Unglück dort zu besprechen, wo 14 Russen tot kamen, also ums Leben kamen, ja, wo Amerikaner angegriffen haben, sondern es ging bei dem Meeting um diese ganze globale Geldknappheit, dass man nicht mehr ein- und ausweist. Ja, den Russen steht das Wasser auch bis zum Hals. Wie gesagt, Putin hat die Deep State-Leute unterstützt. Daraufhin hat die Kim ihm kein Geld mehr nach Russland überwiesen. So, Putin wusste nicht mehr, wie er seine Regierungsarbeit überhaupt fortsetzen soll, wie er irgendwas bezahlen kann, was auch dazu führt, dass am 4. Juni zum Beispiel die Mitarbeiter der russischen Botschaft in der Schweiz entlassen wurden. Ja, wo man denen gesagt hat, ja, wir können euch kein Geld mehr zahlen. Also solche Dinge. Das Laufen, dort steht den Russen tatsächlich das Wasser bis zum Hals. So, das war sicher auch der Grund. Diese Geldknappheit, ja, weil die Eliten selber merken, die kommen nicht mehr weiter, die kommen nicht mehr an dem Quantencomputersystem vorbei. Die können kein Schwindelgeldsystem mehr auflegen. Ja, das versuchen sie jetzt mit Libra über viel Facebook und über die Kryptowährung. Da wird noch einiges versucht, aber auch das wird seitens der Lichtkräfte gegen die Wand gefahren, weil auch das alles ohne wertmäßige Deckung ist und wieder über Geburtsurkunden und solche Dinge, also dass der Mensch als Wert dort gegengesetzt wird, läuft, was alles illegal, kriminell ist und was auch eine Verletzung von einem Friedensvertrag ist. Ja, und deswegen geht es nur übers Geldsystem. Wenn die Banken kippen, dann können Gelder fließen. Der Trust hat Unmengen Gelder und die Kim hat jetzt schon mehrere Billionen bereitgestellt, um Projekte anzuschieben, wo die Menschen, die willens sind, im Sinne der Menschheit tätig zu werden, Projekte einreichen können und dafür Geld bekommen können von der Kim. Ja, also das ist eine ganz, ganz entscheidende Sache. Und wenn das kommt, dann wird vieles seitens der Eliten wegbrechen. Dann wird man auch freie Energie nicht mehr unterdrücken können oder fantastische andere Patente, die halt irgendwo schlummern, wo die Leute alle kein Geld hatten, wird unterstützt werden, dass das alles in die Öffentlichkeit kommt. Und dann wird das ganze dunkle System mehr und mehr kippen. Ja, und die dunklen werden sowieso dann auch entmachtet werden, ja, weil die kontrollieren die ganze Menschheit ja ohnehin nur übers Geld. Ja, wenn es Fragen gibt zum ersten Teil hier der heutigen Sendung, ich wünsche mir ja jetzt einen Banker natürlich hierher, am liebsten einer der größten Banker, ne, und die Menschheit zu verändern, die Welt zu verändern, ist eindeutig sichtbar. Und wenn es eine Kim gibt, die wirklich so dieses die Bewegung herauskristallisiert, dass es wirklich so ist, sollte man das natürlich unterstützen. Da dürfte man sich von Okitalk sogar bewerben, weil wir wollen Bewusstsein schaffen, miteinander und Respekt vor den Menschen haben. Und das ist der Grundbaustein überhaupt auch für die neuen Medien. Das wäre eine wunderbare Sache. Ich denke, wir werden heute Abend wohl keinen Banker haben, aber vielleicht hört er ja gerade zu und kann ja auch ein wenig hier mal mitmischen. Und die Telefonhotline ist frei, 0043 für Österreich, das Festnetztelefon. 720 518 19 und die 7.
Und Harald, du hast heute Musik mitgebracht und die Pause haben wir uns, denke ich, alle verdient. Und da hast du ein Special und vielleicht magst du dieses Akkordeon, was du da mir geschickt hast, mal vorstellen und dann sage ich Musik ab. Ja, das ist ein ganz spezieller Titel, der für mich ganz, ganz bewegend ist, der mit meiner kürzlich verstorbenen Freundin zu tun hat. Auch ihr letzter Wunschtitel war und genau, und den wollte ich euch mal zukommen lassen. Wird gespielt von zwei ganz, ganz jungen Menschen, die Musik studieren und seit vielen Jahren Akkordeon spielen. Weltmeisterlich, es ist ein Hochgenuss, hört euch das gern an. Der Titel heißt Wandlung. Ja, und da sind wir wieder zurück auf OkiTalk. Ja, das der zweite Teil des heutigen Abends startet und möchte nochmal morgen hinweisen auf einen Sendhinweis ab 20 Uhr. Roland Hofer, Neue Wissenschaft, und da geht es um die Aliens, die wir ja heute auch schon ein wenig gehört haben. Gehe ich mal wieder ins Thema und tauche ein wenig ein. Und liebe Zuhörer, ihr dürft hier mitreden. Wie gesagt, Telefon habe ich gerade bekannt gegeben. Der Chat ist offen und ihr dürft hier auch in den Warteraum reinkommen, denn ihr gestaltet die Sendung genauso mit, wie wir heute, der Roman Reuter von CryptoTV und ich hier meine Fragen stelle. Mal zusammengefasst haben wir jetzt so einiges gehört, wie Strukturen vielleicht sind oder auch nicht sind. Jeder darf sich ja sein Bild machen. Jedoch, wenn ich in die Welt weiter hereinschaue und sehe ich immer mehr momentan, Harald Thiers ist ja bei uns zum Thema der Kampf hinter den Kulissen. Harald, meine Frage direkt, wir haben immer mehr Überwachung, wir haben immer mehr Zensur. Das sind ja dann die Mächte, die uns die freie Meinung nehmen möchten. Noviso-Kanal ist gesperrt worden, andere Kanäle auch. Und so vieles passiert hier momentan. Die Zensur steigt immer höher und höher. Wie siehst du denn das Thema der Überwachung, Zensierung und ja, die Sperrung kann man ja vergleichen mit Bücherverbrennung. Nur es werden Homepages oder Filme einfach weggradiert. So darf man das sagen. Es ist nichts anderes. Früher gab es die Bücher und die kennt jeder, die habe ich gelernt in meinem Geschichtsunterricht. Und das war ein großes Thema. Sowas darf nie wieder passieren. Heute passiert es halt mit Homepage wegschalten und Filme rausnehmen, Kanäle werden gelöscht. Das darf man ja wohl vergleichen in der Hinsicht. Was würdest du für ein anderes Wort sonst nutzen wie Bücherverbrennung, Webpage-Verbrennung oder Eliminierung, Beseitigung, etc. Ich gebe dir mal das Mikrofon, dein Thema, hoffe ich. Ja, klar, ich sehe das ganz genauso. Aber wir müssen das halt in dem großen Zusammenhang sehen. Ja, denn es geht ja genau diesen Kräften jetzt richtig an Kragen. Ja, sie haben keine Ausweichmöglichkeit mehr. Ja, sie stehen mit dem Rücken komplett an der Wand. Ja, selbst einen Atomkrieg können diese Deep State Kräfte nicht mehr durchführen, weil Atomwaffen auch mit Computern funktionieren. Ja, die Atomwaffencodes speziell geschützt sind, eine bestimmte Sicherheitsstufe erfordern, damit man die freigeben kann, und die Kim verfügt über die höchste. Das heißt, sie kann jeden Atombombeneinsatz unterbinden. Damit kann man also auch diesen dunklen Kräften quasi militärisch die Waffen aus der Hand nehmen. Das läuft alles. So, das heißt also, je mehr diese dunklen Kräfte in die Enge gedrängt werden, ja, und viele der Dunklen haben ja alle möglichen Leichen im Keller, die dann natürlich nicht so gerne entlarvt werden möchten oder die also gerne dafür sich einsetzen, das dunkle System weiter aufrechtzuerhalten, die müssen natürlich jetzt alles versuchen, um diese Dinge, die an die Öffentlichkeit kommen, immer mehr zu verhindern. Das ist also jetzt sozusagen das letzte Stadium. Der Tommy Williams, den ich ja schon kurz erwähnte, ist der Sprecher vom Mana World Holding Trust. Und wir müssen uns den Tommy Williams oder die Kim nicht als irgendwelche Einzelpersonen vorstellen, die da irgendwo in ihrem stillen Kämmerlein sich irgendwas zurechtgrübeln, sondern dort stehen Organisationen dahinter von vielen tausenden Mann. Ja, man muss sich vorstellen, das Quantencomputersystem hat kürzlich eine neue Codierungssprache bekommen. Ist vielleicht für die Banker interessant. Ja, man findet den Mana World Holding Trust über die entsprechenden Informationen, die also den entsprechenden Kreisen zugänglich sind, für die Öffentlichkeit eher weniger.
So, und dort bei diesem Quantencomputersystem wurde das Binär-Codesystem, ja, so wie heutzutage alle Rechner arbeiten, mit Plus und Minus, also mit 0 und 1, also Strom da oder Strom weg. Ja, so wird ja jede Rechenoperation am Rechner durchgeführt, indem man die normalen Zahlen, die wir alle kennen, halt umwandelt in Binärzahlen und damit dann rechnet. So, dieses Codierungssystem wurde umgewandelt kürzlich in ein Trinär-Codesystem. Ja, dass es also drei Schaltverstellungen sozusagen gibt. Nicht nur also Strom da oder nicht da, sondern noch eine dritte. Und damit müssen die dunklen Kräfte jetzt komplett passen. Es ist dort also restlos vorbei. So, die Lichtkräfte haben also die Möglichkeit, über jeden Computer zuzugreifen, jeden Fernsehsender zu blockieren, alles möglich. Aber die haben natürlich nicht diese ganzen Kapazitäten arbeitskräftemäßig, auch wenn dort sehr, sehr viele tausende Menschen mitwirken und im Hintergrund auch Außerirdische mitwirken und so weiter. So, also deswegen natürlich diese Aktion. Das ist also das letzte Mittel der dunklen Kräfte. Und Tommy Williams hat diese Situation eigentlich mal sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Dieser Krieg, der hier um die Erde geführt wurde, war ein richter militärischer Krieg. Ja, der läuft schon seit vielen Jahren auch, ja, wo man in den USA, gibt es ja Videos im Internet zu finden auf YouTube, wo manche Leute sich beschweren, was sind denn das für lauter Knalle und Explosionen, wo die ganze Häuser wackeln, wo die Bilder von der Wand fallen, Scheiben zu Bruch gehen und so weiter. Ja, weil dort halt unterirdische Basen vernichtet werden. Ja, riesengroße Militärbasen, die einfach platt gemacht werden mit Hilfe außerirdischer Technologie von den Lichtkräften, die uns also helfen und befreien. So, und wir sind dort militärisch an sich durch. Und als die dunklen Kräfte halt merken, sie haben keine Chance mehr, haben sie ja am 3. Juni diesen Jahres der Welt den Krieg erklärt. So, aber und zwar den ganzen Firmen der Welt sind mit 20.000 Mann in Pakistan einmarschiert, vor Sydney aufgetaucht, haben gedroht, Neuseeland zu besetzen. Alles die Deep State Armeen. Warum macht man das? Weil man offensichtlich keinerlei Geld mehr hatte und jetzt plötzlich die Flucht nach vorn antreten wollte, indem man gesagt hat, man bedroht alle Länder der Welt mit Krieg. Ja, entweder ihr rückt über Nacht, über 24 Stunden Zeitraum meinetwegen eine bestimmte Summe XY an Geld heraus, ja, vielleicht so und so viel Prozent vom Bruttosozialprodukt, was jedes Land, was man halt anspricht, sozusagen zu erbringen hat, um sozusagen die Kassen der Deep State-Leute wieder zu füllen. Ja, und das hat offensichtlich gewissermaßen auch funktioniert. Zumindest konnten sie wieder ein paar Wochen oder so weitermachen. Aber auch das hat irgendwo ein Ende. Ja, und deswegen halt diese ganzen Kampagnen halt. Man darf diese ganzen neuen Dinge, die über Tommy Williams und die Kim an die Öffentlichkeit geraten, einfach der Öffentlichkeit nicht zukommen lassen. Ja, weil wenn die Banken jetzt alle platt gehen, wird sich ja die Öffentlichkeit wundern, was ist denn jetzt los? So, und wenn dann plötzlich nur Wieso berichtet, ja hoppla, hier ist das genau im Gange, was der Harald erzählt oder was Tommy Williams erzählt oder die Kim seit Jahren erzählt, dann macht das natürlich die Runde wie ein Lauffeuer, weil plötzlich zu den auftauchenden Problemen alle Antworten da sind. Also muss man verhindern, dass diese Antworten in die Welt kommen und die entsprechenden Kanäle platt machen. Ja, man hat ja schon den Michael Vogt seinerzeit aus dem Verkehr gezogen, der ja nur ein ganz großes Flaggschiff war in Bezug auf diese ganzen alternativen Medien in Deutschland. Ja, und so zieht sich das halt weiter durch, dass man versucht, gute Leute mundtot zu machen oder wegzuschieben oder halt zu eliminieren. Fazit, Tommy Williams sagt, wir sind militärisch komplett durch. Ja, es gibt also im Prinzip keinerlei Chance mehr seitens der dunklen Kräfte, hier irgendwas noch zu gewinnen oder zurückzudrehen. Wir sind durch und wir sind jetzt auf der Zielgeraden, wo es nur noch darum geht, die Aufräumarbeiten durchzuführen. Ja, und das ist immer wieder eine Ermahnung an die Deep State-Leute auf Erden, an die Menschen auf Erden, die weiterhin für diese nichtmenschlichen Wesen arbeiten oder deren Agenda folgen. Tommy Williams sagt, ihr verfolgt Ziele, die auf das Vernichten des Lebens abzielen. Und wenn ihr das weitermacht, werdet ihr das so bitter bezahlen, dass ihr bis jetzt noch gar keine Vorstellung habt, was das für euch bedeuten würde. Ja, ich denke mal, es wird an die Seele dieser betreffenden Person vernichtet, sodass also nichts mehr mit Wiedergeburt oder solche Dinge dann möglich ist, dass also der endgültige Tod dieser Seele dann eintritt und nicht nur der physische Tod des physischen Körpers, der ja nicht unser wirklicher Tod ist. So, und deswegen sagt Tommy Williams, wir sind so weit durch, dass also die dunklen Kräfte jetzt keinerlei Chance mehr haben, außer
selber mit ihren letzten Mitteln und Möglichkeiten herauszukommen, alles in die Waagschale zu werfen, ihre letzten Reserven, ihre letzten Möglichkeiten bis zu guter Letzt auszukosten, auszunutzen, alles anzuwenden, um diesen diese vernichtende Niederlage, die ihnen jetzt blüht, sozusagen möglichst noch lange hinauszuzögern oder vielleicht doch noch mit irgendwelchen Tricks zu verhindern. So, das heißt, Tommy Wilms spricht davon, dass diese verdeckte Hand, die tausende Jahre das ganze Weltgeschehen bestimmt hat, hinter den Kulissen alles agiert hat, regiert hat. Ja, er nannte eine Liste von 6000 Namen, wo nur die letzten 200, 300 Namen uns bekannt sind in der Öffentlichkeit. Ja, irgendwelche Politiker. Alle anderen tausende Namen, die da drauf standen, über 5000, hat noch nie ein Mensch gehört. Ja, oder Normalverbraucher, niemals. So, das heißt, dort sind ganz, ganz andere Kräfte hinter den Kulissen aktiv gewesen. Diese sogenannte versteckte Hand, ja, im Englischen the hidden hand. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo Deep State, wo diese Kräfte so weit mit dem Rücken an der Wand stehen, dass sie diese bisher völlig unsichtbare Hand sichtbar werden lassen. Und das sind solche Aktionen, die wir jetzt zu Gesicht bekommen. Sei es nur wieso, mitten in der Sendung einfach auszuschalten, ja, oder irgendwelche Zwangsmaßnahmen oder Gesetze zu ignorieren und die Leute trotzdem zu verhaften wegen irgendeiner nicht bezahlten GEZ-Gebühr oder all diesen ganzen, diese ganzen Dinge, die da laufen. So, das sind so die letzten Aktionen. Ja. Ich habe gehört von dem Bericht in Mecklenburg, da hat man die Fahrradfahrer, die auf der falschen Bürgersteigseite gefahren sind, mit 20 Euro Strafe abkassiert, ja, weil offensichtlich die Behörden kein Geld mehr hatten und die Polizisten dann wegen solcher Dinge rausgeschickt haben. Also ziemlich katastrophale Sachen, die da laufen, und es wird mit einer brutalsten Gewalt seitens des Systems und der Helfershelfer halt durchgesetzt. Ja, aber das wird diesen Leuten allen auf die Füße fallen, denn es ist alles durch. Alle diese Schandtaten, Schweinereien, diese illegalen Dinge, alle, die da laufen, sind alle dokumentiert. Ja, weil über das Quantencomputersystem, über den Zugang zur Akasha-Chronik ist alles gespeichert. Alles. Jedes Verbrechen, jede Kleinigkeit, jeder Verrat, jede Lüge, jede Geheimdienstoperation, alles ist gespeichert und jeder wird für seine Schandtaten zur Verantwortung gezogen. Ja, dort stehen wir davor. Bisher konnten sich die Menschen, die das gemacht haben, immer dahinter verstecken. Auch es ging ja so lange gut, so viele Hunderte oder Tausend Jahre, können wir das ja weitermachen, aber damit ist jetzt Schluss. Ja, all diese Dinge werden entlarvt und auch die Schwingung der Erde wird jetzt immer weiter erhöht seitens der Lichtkräfte, sodass immer mehr dieser Schweinereien ans Tageslicht kommen und viele dieser Menschen, die solche dunklen Dinge tun, auch diese höheren Schwingungen dann nicht mehr aushalten, auch nichtmenschliche Wesen dadurch dann zugrunde gehen oder die Erde verlassen und damit eine ganz, ganz große Reinigungsaktion jetzt durchgesetzt wird. Ja, es geht also über das Geldsystem, über die Energie, über das Kippen der Banken, dann über das Kippen der Politik, ja, über das Freigeben geheim gehaltener Patente und sowas alles, über das Finanzieren von fortschrittlichen Projekten, die der Menschheit helfen, sodass man quasi dem ganzen System den Wind aus den Segeln nimmt und peu à peu, Schritt für Schritt eine neue Ordnung weltweit aufbaut. Und der Tommy Wilms, der ja dort seine Sendung seit vielen Jahren macht, jetzt, ruft halt die Menschen auf, sich einzubringen, denn wir als Menschheit haben auch einen ganz wichtigen Auftrag zu erfüllen, und zwar, dass wir halt diejenigen Menschen, die für die dunklen Kräfte arbeiten, sozusagen selber zur Rechenschaft ziehen, selber loswerden, aus ihren Posten verjagen und so weiter, dass das also nicht für uns die Außerirdischen machen. Die Außerirdischen helfen uns, wo es darum geht, dass andere negativ eingestellte außerirdische Rassen versuchen, weiter die Menschheit zu versklaven. Dort wird ein absoluter Riegel vorgeschoben, diese Basen werden vernichtet und so weiter. Das ist alles gelaufen. Ja, wird auch weiterlaufen mit den Resten. Aber das, was die innermenschlichen Themen betrifft, das ist der Job der Menschen, den wir zu machen haben. Und wenn die Menschen nicht aufstehen und weiter nur Fußball gucken oder ihr Bier trinken am Abend und sonst nichts tun und sich weiter einlullen, ablenken lassen, dann wird es noch ewig dauern, bis es richtig vorwärts geht. Oder es dauert dann viele Jahre länger. Es wird auf gar keinen Fall aufzuhalten sein. Ja, das ist vorbei. Es ist nicht mehr aufhaltbar. Aber jetzt kommt es darauf an, ob wir halt diese schöne neue Zeit vielleicht schon in 2, 3, 4 Jahren erleben wollen oder erst in 20, 30 Jahren.
Ja, das ist jetzt an uns alle, an die ganze Adresse der Menschen gerichtet, dass wir also dort diese Information auch erstens aufnehmen sollten, uns damit befassen sollten. Tommy Williams, ja, Tommy, Williams mit Doppel-L und Siegfried am Ende. Tommy Williams hat einen YouTube-Kanal mit dem gleichen Namen. Oder auch ihr findet ihn unter www.spreaker.com. Ja, Spreaker schreibt sich Siegfried, Paula, Richard, Emil, Anton, Kaufhaus, Emil, Richard.com, Schrägstrich, also forward slash user, Englisch der Nutzer, also USER. Nochmal forward slash und dann die Ziffernfolge 8955881. Dort könnt ihr die ganze Sendung von Tommy Williams hören. Über 3 Jahre, jede Woche eine 3-stündige Sendung in Englisch. Es gibt noch Tommy Williams auf Patreon. Dort könnt ihr auch die Transkripte runterladen, die Transkripte der Sendung. Ja, kann man auch alle bekommen, wenn man eine kleine Gebühr bezahlt. Die kann man sich mit dem Translator übersetzen lassen, sich einlesen. Ja, ich kann also neue Leute auffordern, befasst euch damit, hört euch das an. Ich selber reise rum, mache viele Vorträge darüber. In München ist der nächste Vortrag am 3. August. Ja, am Freitag dieser Woche bin ich oben in Pinow bei Schwerin. Und am Samstag in Köln, ja, wo es also nochmal ganz ausführlich um all diese Dinge geht und noch viel weiter die ganzen Zusammenhänge dann erklärt werden. Ja, ich frage mich manchmal, wann hört das auf mit Harp, mit Chemtrails, so wie gerade jetzt kommend das 5G-Netz. Das können ja nur die schwarzen Mächte, die dunkle Seite sein. Ich möchte Roman mal hören. Roman, du bist am Mikrofon, denke ich, und du hast bestimmt auch ein paar Eindrücke von deiner Seite aus. Ja, ganz genau dieselben Fragen stelle ich mir auch. Und obwohl andererseits zuerst wie gefragt habe, wegen wie sie das ihre Exekutive durchsetzen kann, wie du dann erklärt hast, dass dieser Quantencomputer ja auch gewisse andere neue Konten von den Banken, die kreiert werden würden, gelöscht werden, doch eine gewisse Exekutivkraft hat. Und das bringt Hoffnung für mich. Vor allem war sehr wichtig, wie du erwähnt hast, dass letztendlich trotzdem auf uns selbst drauf ankommt, was wir machen, ob wir die Freiheit selbst wollen oder nicht. Da kriegen wir sicher keine Hilfe von unseren kosmischen Geschwistern. Da müssen wir uns beweisen, ob wir überhaupt auf das All losgelassen werden können. Ja. Und Da frage ich mich dann auch, wenn ich da dieser Quantencomputer wäre, oder also, dass ich ihn bedienen würde, dann würde ich doch, weil da braucht sie uns. Wir sind dann ihre pazifistischen Soldaten, kann man ja sagen, ja. Und gerade wie ein Medienwesen. Und dann sollte sie schon auch achten darauf, dass so Kanäle wie Nuviso nicht einfach gelöscht werden können. Genauso wie sie darauf achten würde, dass neue Banken kreiert werden könnten, wo sie ihr Fiat Money machen würden, ja. Darum hoffe ich dann schon, dass der Kanal wie Nuviso TV dann auch wieder online gestellt wird, weil die Macht müsste sie dann schon haben. Ich würde sie jedenfalls anraten, dass sie es machen würde. Weil ansonsten sind wir echt machtlos, weil was sollen wir einfache Menschen gegen Chemtrails machen? Ich kann mir keine Bazooka kaufen und würde die Flugzeuge abschießen. Selbst wenn ich eine hätte, würde ich das nicht machen. Ich möchte es friedlich lösen. Ich will den Bürgerkrieg verhindern, einen Weltkrieg verhindern. Ja? Dafür sind wir Medienmenschen da. Und vorhin hat man aber auch der Gedanke, dass sie auch auf dieser Seite sind, dass die Kryptowährungen schlecht sind für uns. Ich war von Anfang an schon immer der Meinung, dass es ein trojanisches Pferd ist, um uns Menschen schließlich zu versklaven unter der Fuchtel Kryptowährung, Bitcoin-Blödsinn, ja. Wie schaut die Zukunft aus? Was können wir machen, um ihr zu helfen? Und wie schaut die Zukunft aus mit dem Währungssystem? Was stellen Sie sich vor, wie so eine Gesellschaft ausschauen sollte? Damit ich ja weiß, ist es wert, da mitzumachen? Ja, tolle Gedanken. Vielleicht kurz zu den Chemtrails und Harp und solchen Dingen.
All diese Dinge, was Hubanlage betrifft, werden ja auch nur von Computern gesteuert. Mit anderen Worten, jederzeit können die Lichtkräfte alles ausschalten. Ja, die können auch jede Gefährdung drosseln, minimieren. Man hat ja auch CERN schachmatt gesetzt, wo es ja darum ging, ein Portal zu einer anderen Dimension zu öffnen, wo sich dann nicht menschliche Wesen hier rein beamen können und die Erde komplett übernehmen können. Ja, auch das wurde alles torpediert. So, und die Lichtkräfte haben all diese Sachen mit Sicherheit komplett unter Kontrolle, auch 5G. 5G arbeitet ja genau in dem Bereich, wie unsere Zellen miteinander kommunizieren, irgendwo zwischen 30 GHz und 120 GHz. Ja, die menschlichen Zellen noch bis 163 GHz hoch. Aber immerhin kann man dort direkt in die Zellkommunikation eingreifen und damit alles stören, den Menschen komplett übernehmen, zum Zombie machen, ihm alle Gedanken schicken, alle Organe komplett übernehmen, ihn manipulieren und sonst was, ihn umbringen. So, aber wenn die Lichtkräfte, sagen wir mal, über die gesamten Computersysteme Zugriff haben, ja, auf alle Systeme mit dem Quantencomputersystem, dann können sie eines Tages, wenn man versucht, mit 5G die Menschen zu eliminieren oder zu schaden, dann können die Lichtkräfte den Schalter umdrehen und dann ist Schluss mit lustig für die Dunklen, denn dann wirkt 5G als das gesündeste Heilenergienetz der Welt, was man sich noch vorstellen kann. Weil ja dann genau die richtigen Informationen zu jeder Zelle ankommen. Ja, das ist also eine zweischneidige Sache, wo die Dunklen immer denken, die können uns massiv schaden und die Lichtkräfte reiben sich die Hände und werden sich am Ende freuen, dass die Dunklen das aufbauen, damit am Ende die Menschheit kerngesund gemacht werden kann damit. So, also 5G ist momentan ein Angstprogramm der dunklen Kräfte. Ja, weil diese ganze Strahlung, ja, ich meine, wir haben auch Mobilfunkstrahlung, Handystrahlung bisher gehabt, die hat uns online umgebracht, obwohl es zu vielen Krankheiten und so weiter führt. Viele Dinge müssen seitens der Lichtkräfte noch zugelassen werden, denn die Menschen müssen endlich aus ihrem Tiefschlaf aufwachen. Es reicht also nicht, wenn da irgendwo ein Sender Okitok und Noviso aktiv ist und die anderen Millionen Menschen, die kümmern sich um gar nichts und nur irgendwo das nächste Essen und die nächste Party und die nächste Disco oder sonst was. Ja, was für die Leute das Leben halt irgendwie ausmacht und ist das Schicksal der Menschheit egal. Ja, es müssen Menschen weiter aufwachen und deswegen werden bestimmte Dinge zugelassen, weiter zugelassen, auch weiter da sein, dass die Menschen langsam mal sich immer mehr fragen, warum fallen immer mehr gute Vögel vom Himmel, wenn 5G aktiviert wird und so weiter, bis immer mehr Menschen aufwachen, bis das System dadurch auch immer mehr Probleme bekommt und bis sich immer mehr eine Massenbewegung entfaltet. So, und momentan sind zwar schon viele Menschen aufgewacht und unterwegs, aber halt noch nicht alle. Und Otto Normalverbraucher zeigt den aufgeklärten Menschen oftmals noch einen Vogel, wie blöd man ist und was man für einen Blödsinn erzählen würde und hat selber überhaupt den Durchblick. Ja, und das muss sich ändern eigentlich. Dort muss also noch weiter gedreht werden. Deswegen werden Dinge noch weiter zugelassen. Ja, aber auch so kontrolliert, dass kein übergroßer Schaden dadurch entstehen kann. Deswegen sollte man sich dort also nicht verrückt machen lassen. Wir haben es ja auch gesehen mit den Zwangsimpfungen. Alles Mögliche hat man ja probiert. Immer wieder ist es schiefgegangen und jetzt, wo die Lichtkräfte komplett die Kontrolle über die wesentlichsten Dinge übernommen haben, ja, da wird noch weniger von den dunklen Kräften funktionieren und noch mehr schiefgehen im Sinne halt der Lichtkräfte. So, und das, was man vorhat, sieht so aus, dass man quasi das gesamte Vermögen der Menschheit zurückgeben wird, dass man die ganze Armut, die ganze Lebensmittelknappheit für viele Menschen auf Erden, ja, dieses ganze Elend, in dem ein ganz großer Teil der Menschheit lebt, ja, wir dürfen ja nicht bloß unsere westliche Welt sehen, das will man alles beseitigen, ja, den Menschen also die hohen Technologien auch geben, die zur Verfügung stehen, dass ein wunderbarer Wohlstand erreicht werden kann. Und das Geld wird sicher nur eine Weile da sein, weil es ist ja Mittel zum Zweck gewesen bisher. Viele Menschen sind halt damit groß geworden. Das wird man also nicht von heute auf morgen abschalten können. Und man will ja auch bestimmte Dinge noch aufbauen. Man will ja nicht nur alles wegstürzen lassen und alles beseitigen, die Großkonzerne, dass die in den Bach runtergehen, nichts mehr da ist und keiner mehr was kaufen kann. Ja, es muss also ein ganz, ganz sanfter Übergang vonstatten gehen. Das ist also das, was die Kim als Ziel hat und auch macht und durchzieht. Ja, auch dieser ganze Bankencrash und so weiter, der jetzt angestrebt wird, der soll also nicht so aussehen, dass wir dann einen Wirtschafts- und Währungszusammenbruch haben und nichts mehr geht und alles nur noch Mord und Totschlag, sich die Leute die Köpfe einschlagen wegen der letzten Lebensmittel im Supermarkt, die man dann erbeuten kann.
Das ist nicht gewünscht. Das ist ja das, was die dunklen Kräfte wollten, ja, die neue Weltordnung aus dem Chaos entstehen zu lassen, mithilfe Weltkrieg und abstürzender Währung der Börsen und alles bricht zusammen, um daraus dann die neue Weltordnung aufzubauen. Ja, das war ja der Plan. Und die Lichtkräfte wollen genau das Gegenteil, harmonischer Übergang, aber unter der Bedingung, dass die Banken komplett gegen die Wand gefahren werden. Deswegen wird auch von Kim und von Tommy Williams immer wieder betont, holt euer Bargeld, was verfügbar ist, alles von der Bank. Ja, nichts mehr dort lassen, nur das Nötigste, dass man halt seine derzeit laufenden Rechnungen bezahlen kann. Ja, die Banken sind jetzt restlos schon im Keller und es kann jeden Tag losgehen. Es kann morgen, übermorgen sein. Tommy Williams hat einige Banken genannt an ganz vorderster Stelle. Das ist zum Beispiel halt die Citibank in den USA, die Deutsche Bank, dann die Barclays Bank, dann die Irland, dann die Northwest Bank, dann HSBC in England. Dann Santander, das ist ja auch in Deutschland mit vielen Filialen vertreten, wurde genannt. Also das sind Banken, die direkt schon so einen halben Meter über dem Abgrund stehen. So muss man das sehen. Deswegen jedes verfügbare Bargeld irgendwie abholen, zu Hause haben. Ja, auch der Wert von Gold ist teilweise günstig erhöht. Gold wird in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr diesen Wert haben, denn es gibt unzählige Goldvorräte und Gold kann man nicht essen. Ja, aber alles, was neu kommt, wird goldgedeckt sein. Ja, wird also alles mit Werten gedeckt sein, jede Währung. So, und ich denke, früher oder später wird man das Geld natürlich ganz abschaffen, weil man wird ja eine völlig neue Gesellschaft aufbauen, die ja Richtung höhere Schwingungsebene geht, vierte oder fünfte Dimension. Und wie das dann dort aussieht, das kann man ja beispielsweise auch in den Büchern lesen über die Budget-Gebirge vom Radu Cinema. Ja, der hat ja wunderbare Bücher geschrieben. Eines ist da besonders zu nennen. Inside the Earth, the Second Tunnel. Also im Innern der Erde, der zweite Tunnel auf Deutsch. Ja, das gibt's aber nur in Englisch, das Buch. Radu, ja, Vorname Radu, vier Buchstaben. Nachname Cinema. Ja, also ganz, ganz spannende Geschichte. Dort erfährt man wirklich, wie die neue Gesellschaft aussieht. Und mit Sicherheit wird es in diese Richtung auch gehen. Und die Kim wird ihren Job niederlegen. Ja, sie ist ja über 70 schon. Wenn diese Arbeit erledigt ist, wenn die Menschheit ihr Geld zurück hat, quasi der Job erledigt ist und wenn wir eine neue Zeit hier haben, wo also nicht mehr jeder dem Geld und seinem Ego und so weiter hinterher sind, sondern wo die Menschen über alles verfügen. Wir müssen uns ja jetzt vor Augen halten, die Menschheit ist ja in dieser misslichen Lage, weil irgendwo 80-90% der geschaffenen Werte den Menschen komplett entzogen wurden. Ja, das Wissen der Menschheit hat sich schon vor ein paar Jahren, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren schon alle 18 Monate verdoppelt. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wir können alle 18 Monate doppelt so viel verdienen oder nur halb so viel noch arbeiten brauchen und so weiter. Warum ist das nicht eingetreten? Weil all diese Dinge den Menschen entzogen wurden, immer wieder entzogen. Und wenn dieses Entziehen jetzt wegfällt und plötzlich ein ganz, ganz anderer Reichtum, eine ganz andere Möglichkeit auf die Menschheit zukommt, dass wir über das Erwirtschaftete selber alles verfügen können, na, dann haben wir keine Not mehr. Dann haben wir ganz andere Verhältnisse. Dann auch die Technologien, die kommen, wenn wir halt auch Roboterfabriken haben, dann brauchen wir auch nicht mehr unsere 8 Stunden arbeiten gehen und sowas, sondern wir können dann das Leben mit ganz anderen Voraussetzungen genießen. Ja, aber wichtig ist, um diese neue Zeit zu erleben, die innere Arbeit, ja, das ist auch das, was der Tommy Williams immer wieder betont, die innere Arbeit, das heißt das Arbeiten an seinen eigenen Fehlern, Macken, Unzulänglichkeiten, egohaften Verhalten, an seinen Schatten. Ja, auch Dinge, die aus anderen Leben halt mitgenommen wurden, die wir im jetzigen Leben noch abarbeiten müssen. Ja, nur wenn wir diese Dinge bewältigen, werden wir es schaffen, diese neue Zeit überhaupt durchzustehen. Ja, also Schwingung entsprechend hoch zu bekommen. Ja, wir müssen einfach unsere Hausaufgaben machen. Wir sollten also nicht diese Betonung, die es bisher gab, immer weiter im Außen sehen. Also wo kann ich noch ein schöneres Haus, ein noch größeres Auto, noch mehr Geld und noch mehr Werte oder sonst was mir an Land ziehen oder besorgen? Ja, sondern wie komme ich mit meinen inneren Werten voran? Ja, was ist für mich überhaupt noch wert? Ja, was bedeutet für mich Geld? Was bedeutet Reichtum? Ja, welche Prioritäten habe ich im Leben? Habe ich das Ziel, nur mich selber glücklich zu machen und das Leben in vollen Zügen zu genießen?
auf Kosten anderer oder habe ich vielleicht das Ziel, im Sinne der Menschheit, für die Menschheit zu arbeiten, um anderen zu helfen und dadurch einen großen Dienst für die ganze Menschheit zu tun. Ja, und das sind alles Dinge, die jetzt vor uns stehen und das ist das, was hier vorangetrieben wird. Und der Tommy Williams erzählt diese Dinge in seinen ganzen Sendungen. Also derjenige, der Englisch von euch kann, dem kann ich wärmstens empfehlen, hört euch diese Sendung an. Ja, ich selber habe auch eine Gruppe aufgebaut auf Mewe, ja, wo wir also auch verschiedene Informationen hochladen werden. Ich habe auch auf einer Telegram-Gruppe Zoom-Konferenzen, wo ich mal wöchentlich Zusammenfassung mache, wo also auch diese Dinge vorgestellt werden, die dort also laufen, dass man also auf dem aktuellen Stand ist und immer wieder eine neuesten Informationen auch erfahren kann und sich halt das selber persönlich oder mit seiner Familie, mit seiner Umgebung, mit Menschen darauf einstellen kann. Und Fazit ist eigentlich, es soll eine Massenbewegung aufgebaut werden, weil das Problem, was halt hier steht, wir sehen das ja überall, zum Beispiel im deutschsprachigen Raum mit den ganzen Reichsbürgerbewegungen und so weiter, da gibt es über 100 Stück. Ja, die eine Bewegung will von der anderen nichts wissen, der eine bekriegt den anderen, die sind sich untereinander nicht grün, alles nach dem Motto teile und herrsche. Ja, da gibt es eine Gruppe, die kämpft dafür, dass die Bienen überleben, die nächste ist 5 gegen 5G, die nächste sind nur die Impfgegner. Also alles ist immer grüppchenweise untergliedert. Und damit keine Bedrohung für diese dunklen Eliten, die nach wie vor in vielen Positionen halt sitzen, in Regierungen und so weiter. Tommy Williams sagt, wir müssen uns als Menschheit klar werden, es geht um das Überleben der Spezies Mensch, ja, und um die Befreiung der Menschheit von diesen nichtmenschlichen Wesen. Und deswegen steht die Frage, mit jedem, den wir als Menschen treffen, bist du ein Mensch? Ja. Dann solltest du auf der Seite der Menschen stehen und agieren und die Menschheit nicht befreien, egal ob du für den Geheimdienst, fürs Militär, als Offizier, als General oder sonst wo arbeitest oder als Bankchef und so weiter. Bist du ein Mensch, dann hast du eigentlich deinen Platz an dieser Seite. Bist du ein nichtmenschliches Wesen, ja, oder bist du ein Mensch und hilfst den anderen, den nichtmenschlichen Wesen, dann wird es dir erst noch schlechter gehen und dann stehst du auf der falschen Seite. Ja, und das ist die Botschaft, dass wir alle Menschen vereinen, egal mit welchen Interessen, mit welchen Besonderheiten, mit welchen Macken oder Unzulänglichkeiten. Ja, wir stehen vor einer Entscheidungswahl zwischen nichtmenschlich und menschlich. Ja, und dort haben wir alle Menschen zusammenzubringen und nicht mit irgendwelchen oberflächlichen anderen Themen in 100.000 verschiedene Richtungen zu lenken. Ja, sondern es gibt nur noch diese eine oberste Priorität, die es jetzt zu erledigen gilt. Ja, denn nur vereint können wir halt diese ganzen dunklen Kräfte im Nu hinwegfegen, weil sie haben keine Rückendeckung mehr von oben. Ja, und wenn wir Menschen aktiv werden, dann haben sie auch keine Chance mehr, in diesen Positionen zu überleben. Roman, magst du nur nachhaken? Sonst hätte ich gesagt, bevor ich das nächste Kapitel noch eröffne, ja, ein kleiner Song von knapp 2 Minuten hätten wir noch auf dem Plattenteller. Ja, prima. Machen wir mal ein bisschen Musik. So können wir diese Botschaften von Roland mit musikalischer Untermalung einmal sacken lassen. Und das vielleicht auch diesen fröhlichen Botschaften, die er uns ja gegeben hat, von einer schönen Zukunft, die eigentlich auch geplant wäre, uns da vielleicht auch, ja, so dass wir es da schön einfühlen können. Toll. Machen wir Musik. Ja, Oliver Denks hast du auf dem Plattenteller. Harald, ist 1:08, kurze Pause, einverstanden? Jawohl, prima. Oliver Denks heißt er, der stammt aus Erlangen. Ja, und da sind wir schon wieder zurück hier auf OkiTalk. Liebe Zuhörer, ihr dürft hier mitreden. Im Zuhörerraum ist die Elfi, der Jenne, der Marc, der Roy ist bei uns, 5G, Wolfsair. Ein Doppelklick in den Warteraum. Sonst eröffnen wir den Talk so ab 22.30 Uhr. Wir werden sicher überziehen. Und dann holen wir euch mal da rein, wenn ihr euch jetzt noch nicht mit einmischen wollt. Auch das ist kein Problem. Ich sage nochmal die Telefonnummer hier auf OkiTalk 0043, das Festnetztelefon aus Österreich. Dann geht es weiter 720518819 und die 7. Und aus dem Außenchat, da kommt noch keine Meldung, aber es haben sich da schon einige eingefunden und auch schön, dass ihr dabei seid. Und wollen wir mal gucken, was heute Abend noch passiert. Ja, ich stelle mir immer die Frage,
die ganze Menschheit wurde ja letztendlich hinters Licht geführt. Wenn man mal so die ganzen archäologischen Funde sieht, ich denke an Klaus Donau und so weiter. Geschichte, das Thema Geschichte. Ich habe einen Schulunterricht gehabt, wie jeder andere auch, und wir haben gewisse Dinge gelehrt bekommen. Ich stelle aber dabei fest, dass das alles gar nicht mehr so richtig ist, wie wir es gelernt haben. Man sagt ja auch, die Kriegsgewinner schreiben die Geschichte. Ich möchte es einfach mal in den Raum setzen. Es ist traurig, dass wir nicht die Wahrheit lernen oder hören dürfen, die letztendlich eh immer wieder herauskommt. Die Geschichte. Ich möchte dir das Mikrofon geben. Harald Thiers, ja, heute zu Gast zum Thema der Kampf hinter den Kulissen. Wie siehst du das Thema Geschichte? Ja, Geschichte, hochinteressant, denn man erklärt uns ja in der Schule, wir stammen vom Jäger und Sammler ab. Wir sind noch vor kurzem mit Lendenschutz durch die Gegend gerannt, mit der Keule in der Hand, um irgendein Tier zu erbeuten oder irgendwelche Bären im Wald dann zu pflücken und so weiter. Ja, aus meiner Sicht erstunken und erlogen, denn die Menschheit war involviert in interstellare Kriege. Ja, wir finden das ja in den indischen Veden, Mahabharata oder so, so heißt ja dieses ganze Epos, wo also ganz detailliert über diese Fascia-Waffen, wo ganze Planeten zerstört wurden, berichtet wurde. Wir haben ja diesen Asteroidengürtel auch zwischen, ja, was ist es, Merkur, Venus, also beim Saturn, genau. Genau, wo der Phaeton ja zerstört wurde. Diese ganzen Kriege sind alle real gewesen. Wir sehen es am Bau der Pyramiden, wo heutzutage Bauingenieure sagen, heutzutage wäre man als riesengroße Baufirma nicht in der Lage, solche Bauwerke zu bauen. Dort sind Hochtechnologien angewandt worden. Man hat dort schon Plasmastrahlen gehabt. Hans Nieper hat ja 2 Tage vor seinem Tod einen interessanten Vortrag gehalten über diese ganze Geschichte, Pyramidenbau, was man dort gemacht hat. Ja, 2 Tage später ist er leider, na, soweit ich weiß, beim Verkehrsunfall dann ums Leben gekommen, weil er wahrscheinlich ein wenig zu viel berichtet hat. Wir sehen das genauso bei den Bocegi-Bergen in Rumänien, ja, das, wo ich sogar das Buch erwähnt hatte. Dort ist eine Anlage, die ist 55.000 Jahre alt und war hochenergetisch gesichert. Als die Amerikaner sie vom Weltraum aus entdeckt haben, hat man dann den Zugang freigebaggert, 60 Meter unter der Erde, hat dort versucht zu berühren, reinzukommen. 3 rumänische Soldaten sind tot umgefallen, weil dort ein energetisches Schutzfeld bestanden hat. Und jeder Mensch, der eine zu niedrige Schwingung hat, wird also dieses Feld nicht überleben, wird einfach zugrunde gehen, ohnmächtig werden oder ganz halt sofort sterben. So, und dort in dieser Anlage finden wir, ja, es ist dann im hochspirituellen Mann, dem Cäsar Bratt, Mitarbeiter im rumänischen Geheimdienst, mit bester Ausbildung durch einen tibetischen Lama gelungen, dann diese Energiebarriere zu durchschreiten, die Anlage dann zu eröffnen. Die Amerikaner haben versucht, alles sich unter den Nagel zu reißen. Es gab dann Geheimverträge mit der rumänischen Regierung. Rumänien war daraufhin innerhalb von einem halben Jahr 2004 in die NATO aufgenommen worden, damit man diese Anlage militärisch schützen kann, der Öffentlichkeit, vor der Öffentlichkeit geheim halten kann, tarnen kann, Zugang verwehren kann. Und dort in dieser Anlage findet man eine Hochtechnologie, 55.000 Jahre alt. Man konnte dort auf Tischen, die 2 Meter hoch sind, weil die Wesen, die dort agiert haben, waren von der Körpergröße 3,50 Meter bis 4 Meter, die sogenannten Riesen, die waren dort tätig. Und man konnte dort auf diese Tische auf bestimmte Flächen seine Hand legen und konnte sich ein Bild von seiner eigenen DNA zeigen lassen. Man hat die genetischen Schäden gesehen, man konnte die mit einer anderen Funktion an diesen Tischen dann wieder reparieren. Man konnte nichtmenschliche Wesen aus unserer Galaxie aufrufen. Was gibt es dort für welche? Wie sehen die aus? Man konnte sogar Wesenheit A mit B kreuzen, dort quasi an diesen Computertischen, ja, und als Hologramm vor sich in realer Größe erscheinen lassen. Dass man also genau sah, wenn man die und die Genetik kreuzt, was dann hinterher rauskommt, was dieses Wissen für eine Eigenschaft hat, wie es aussieht und so weiter. Das war also richtig
Hochtechnologie in Sachen Gentechnik vom Feinsten. Und damit war es wahrscheinlich auch möglich, diesen nichtmenschlichen Wesen durch Kreuzung mit menschlichen Genen dann heutzutage menschliches Aussehen zu geben, sodass halt die Queen nach außen hin wie ein Mensch aussieht und im Hintergrund halt ein reptiloides Wesen ist. So diese ganzen Technologien gibt es. So, und das wurde alles vertuscht. Ja, das Geheimnis der Riesen wurde vertuscht. Die Smithsonian Society hat ja die ganzen Riesenskelette alle beschlagnahmt, verschwinden lassen. Zu Tausenden, ja, ist ja alles Mögliche empfunden. Auch im Internet verschiedenes dokumentiert, aber natürlich auch viel Fake-Informationen, um das Ganze lächerlich zu machen. So, warum macht man das? Ganz einfach, weil die Menschheit will davon nichts wissen, dass wir also früher Hochzivilisation auf Erden hatten. Ja, man will uns in dem Glauben belassen, alles sei irgendwie ganz, ganz fortschrittlich und wir sind von Jäger und Sammler und wir können froh sein, dass wir jetzt so weit sind und dass wir schon Handys haben und alle möglichen Laptops. Ja, die armen Urmenschen, die waren in der Höhle und mussten sich mit dem Fell zudecken und so weiter. Ja, das ist alles eine lächerliche Geschichte, denn die Handys gab es sogar schon in Atlantis. Ja, das ist alles eine uralte Technik. Und Tommy Williams sagt halt, dass die dunklen Kräfte immer wieder gewisse Zeitschleifen fahren. Es gibt also ein System der künstlichen Intelligenz, was also die ganzen Abläufe auf der Erde gespeist hat. So eine, also AI, Artificial Intelligence. Und diese Maschinen quasi haben über unterirdische Stationen das ganze Energiefeld der Erde bestimmt. Und sie haben immer Zyklen laufen lassen von 13.000 Jahren etwa, wo also irgendwo eine Zivilisation erst zusammengebrochen ist und dann quasi wieder, so bildlich gesprochen, vom Jäger und Sammler losging, wieder sich hochgearbeitet hat. Die dunklen Kräfte haben immer wieder mal ein Stück weit neue Technologie reingegeben und da gab es dann mal den Strom, ja, zuerst das Feuer, dann kam irgendwann der Strom, dann kamen halt irgendwann mal die Computer, dann kamen mal die Handys, ja, dann kamen mal irgendwelche Flugscheiben und solche Dinge. Ja, es kam also immer mehr und mehr und mehr dazu und am Ende hat man wieder alles vernichtet. Ja, so konnte man immer wieder die Menschheit abzocken, immer wieder die Menschheit im Glauben lassen, es geht da voran, geht da voran, geht da voran. Und in Wirklichkeit wurde alles nur genutzt, um die Menschheit immer tiefer in die Versklavung zu bringen und den Zugang der Menschen zur höheren Ebene komplett zu blocken. Ja, wir haben ja nur noch einen Zugang mit unserem Gehirn von vielleicht 3-4% nach oben. Früher gab es halt Menschen, die bis zur 512. Oktave Zugang zu den höheren Ebenen haben und damit zu 100% angebunden waren. Ja, die konnten sich teleportieren, ohne Worte sprechen, also mental unterhalten, brauchten keine Sprache, die konnten mit Gedankenkraft Schöpfung betreiben, mit Gedankenkraft Dinge erschaffen, ja, also ohne handwerkliche Arbeit. Ja, die konnten also ohne Raumfahrzeuge sich auf der Erde bewegen, ohne Flugzeuge und so weiter. So, und das musste alles verschwinden. Ja, dieses Wissen musste verschwinden. Wenn sich also herumspricht oder der Menschheit bewusst wird, dass wir so hochspirituelle Vorfahren hatten, die quasi gottesgleich in Anführungszeichen waren und wir jetzt auf so einem niedrigen Niveau angekommen sind, dann würde das natürlich bei den Menschen einen großen Widerstandswillen entfachen. Ja, sie würden ja merken, hoppla, wer hat uns hier in diese Sklaverei gedrängt und so weit bergab gewirtschaftet. Vielleicht sollten wir jetzt langsam mal anfangen, uns zu befreien. Ja, und diesen Befreiungsimpuls, den muss man im Keim ersticken. Und deswegen hat man die gesamte Geschichte der Menschheit komplett gefälscht. Ja, sehr lesenswert sind da die Bücher von Wilhelm Kammerer. Ja, der Wilhelm Kammerer, ein deutscher Forscher, der irgendwo von 1870 oder 80 irgend sowas gelebt hat bis 1950. In tiefster Armut in der DDR dann gestorben ist, weil man ihn halt auch dann ja, mehr oder weniger bekämpft hat oder ins Abseits gestellt hat. Er hat nachgewiesen, dass man im Mittelalter seitens der Kirchen quasi die gesamte Geschichte gefälscht hat. Die ganzen Urkunden, die es also alle gab, gefälscht, gefälscht und nochmals gefälscht, da ja, in den Klöstern und so weiter. Da wurden also Fälscherwerkstätten betrieben vom Feinsten. Also seine Bücher sind lesenswert. Eines der Standardbücher heißt Die Fälschung der deutschen Geschichte. So, und wenn man seine Logik dort nachvollzieht, die ist unbestechlich. Ja, Kammerer ist also ein Genius in Bezug auf Logik und auf Dokumentieren dieser ganzen Zusammenhänge, wie man das gemacht hat, was dort Sinn ergibt, warum es nur so gewesen sein konnte und so weiter. Also eine bestechende Logik, ein Hochgenuss, das zu lesen, jedem zu empfehlen. So, aber Wilhelm Kammerer sagt halt,
nicht, warum ist das alles passiert? Ja, warum hat man zum Beispiel die ganzen Unterlagen der Germanen oder der deutschen Königshäuser, die es früher gab vor der Kirche, warum hat man die alle verschwinden lassen? Warum gibt es da überhaupt nichts? Ja, und bei der Gegenseite, also katholische Kirche und so weiter, findet man quasi selbst einen Einkaufszettel der Hausfrau von irgendeinem Beamten in Rom oder so. Ja, so muss man sich das vorstellen. Dort ist alles bis ins letzte Detail dokumentiert. Ja, und bei den Germanen überhaupt nichts. Es ist nichts vorhanden. Alles weg. So, und dann wird das damit begründet seitens der Deep State-Leute oder der heutigen Historiker. Die Germanen, die waren halt des Lesens und Schreiben unkundig. Ja, also muss man ein großer Lacher. Ja, so wie hat man dann Verträge geschlossen und so weiter, wenn die eine Seite alles angeblich konnte und die andere Seite gar nichts. Also absoluter Schwachsinn. So, ich habe mich also gefragt, warum ist das vernichtet worden? Ganz einfach, ja, warum hat man das Wissen der Katharer vernichtet? Ja, beziehungsweise man hat das Wissen studiert, hochstudiert, alles übernommen, man hat es in die Bibel eingetragen, aber auf den Kopf gestellt. Ja, man hat es in der Bibel als das göttliche Wissen dargestellt, aber gesagt, ja, ihr lieben Menschen, ihr seid ja so primitiv und so klein und so unterentwickelt, so halbe Urmenschen noch, ja, ihr habt ja nur diesen geringen Zugang zur geistigen Ebene und zu Gott. Ihr müsst also dort hochkommen, das ist das hohe Ziel, ja, wo man also die Lehren der Katharer halt genutzt hat und auch in der Bibel halt mit integriert hat. Aber damit ihr dorthin kommen könnt, dort hoch zu Gott, da müsst ihr nicht ins Innere bei euch gehen, was der richtige Weg wäre, im Inneren den Gott zu suchen, ja, mit Gott eins zu werden, mit allem eins zu werden, sondern ihr müsst im Außen bleiben und bitteschön an einer Zwischenstation vorbeikommen. Und diese Zwischenstation, das sind wir, das sind die Kirchen. Ja, ihr müsst also eure Beichte ablegen und in die Kollekte euer Geld abgeben und ja, ihr müsst das und das tun und eure Sünden büßen und dafür Geld bezahlen und so weiter. Ja, also das ist der ganze Betrug, der dort mit der Bibel gemacht wurde. So, und das ist halt auch als ein Instrument gewesen, die ganzen Religionen der dunklen Kräfte, um die Menschheit halt auf die falsche Fährte zu bringen, die Energie der Menschen abzusaugen, ja, und deshalb diesen nichtmenschlichen Wesen zukommen zu lassen. So, und diese ganzen Geschichtsfälschungen wurden ja immer weitergetrieben. Und sehr schön halt, wie gesagt, ging das los mit Wilhelm Kammerer. Man findet eine sehr wunderbare Geschichtsschreibung, allerdings auch nur in Englisch beim Anatoly Fomenko. Ja, der hat ja eine siebenbändige Ausgabe geschrieben, History, Fiction or Science. Ja, also Geschichte, Fiktion oder Wissenschaft. Und diese Bücher sind also auch gigantisch zu lesen, denn er hat nachgewiesen, wie die Herrscher, die man uns also vorgaukelt, ja, in dem Jahr von dann bis dann hat der und der gelebt, sein Sohn dann so und so viele Jahre und so weiter. Das hat er spiegelbildlich genau dargestellt und hinterlegt mit den richtigen Namen, wie die Leute wirklich hießen, wo sie gelebt haben, wie man die 1000 Jahre Geschichte dazu gefälscht hat, wie man einzelne Perioden 3, 4, 5 Mal wiederholt hat und wieder dazwischen gebaut hat, um diese leeren Jahre zu füllen, um sozusagen in der Bibel Dinge niederzuschreiben, die eigentlich schon in der Vergangenheit passiert sind und dass man dann die Bibel zurückdatiert, ja, 2000 Jahre alt, sodass die Bibel so ganz tolle Voraussagen für die Zukunft gemacht hat. Ja, das ist also auch noch ein Trick gewesen, deswegen also auch dort das Zeitalter gefälscht und auch wenn die Bibel halt dann rausgegeben wird und man das Ganze als zeitgenössisches Buch hätte veröffentlichen wollen, dann wäre das ja auch jedem Menschen damals aufgefallen, hier ist doch irgendwas faul, denn was da drin steht, das ist doch gar nicht gestern erst geschehen und so weiter. Deswegen musste man also dort auch diese Kalenderreform machen und alles irgendwo verdrehen und anders formulieren. Ganz wichtig auch in dem Zusammenhang neben Wilhelm Kammerer und Anatoly Fomenko ist noch der ein Russe, und zwar der hat diese Geräte entwickelt, die Svetl-Generatoren, der Nikolai Levashov, genau. Ja, Nikolai Levashov war auch ein spiritueller Heiler mit gigantischen Fähigkeiten. Er hat viele, viele Bücher geschrieben, wie Materie entsteht aus 7 Formen von Energie. Er war in der Lage, einen amerikanischen Raumleiter, der 2010 ganz Moskau in einen riesendichten Giftnebel verwandelt hat, durch tausende Waldbrände mit Gedankenkraft diesen Raumleiter abdutzen zu lassen. Daraufhin hat man seine Frau eliminiert in Frankreich, die Svetlana, der Rohan Levashova, 2010. Und Levashov selber war 2008 russischer Präsidentschaftskandidat.
hatte den Status eines Fürsten. Ja, und als man seine Frau dann erledigt hatte, eliminiert hatte, war er dann energetisch schwach und konnte dadurch durch die dunklen Kräfte 2012 dann ebenfalls umgebracht werden. Ja, und er berichtet aber auch über diese ganze Geschichtsfälschung. Seine Frau, die Svetlana, war mit den geistigen Ebenen verbunden, auch mit Katharern, hat darüber Bücher geschrieben, das Buch des Lichts und solche Dinge, wo diese ganzen Zusammenhänge erläutert sind, was denen dort passiert ist, Montsegur und so weiter, was es mit Jesus auf sich hat, dass das also auch alles nur ein Schwindel ist. Ja, denn derjenige, dem man den Namen Jesus verpasst hat, der hieß Radomir und das war der Anführer der Katharer und der liegt heutzutage in Istanbul begraben, ja, auf der asiatischen Seite, auf dem Berg in Beykoz oben. Und dort ist eine Gedenkstätte für ihn und das Grab, was man dort findet, ist 17 Meter lang. Und man findet auch die Inschriften, wo auch dann Jesu dasteht oder halt dann auch noch jüdisch verdreht, Jeschua und so weiter, wo man das Ganze also entgegengesetzt darstellt. Und als ich dann die Türken dort fragte, als ich dort am Grab war, wer denn dort begraben sei, haben die mir dann geantwortet, ein ganz, ganz großer Anhänger von Mohammed. So, und dann fragt man sich natürlich, wenn die Türken dort einen ganz, ganz großen Anhänger von Mohammed haben und ein 17 Meter langes Grab, warum steht das nicht in jedem Reiseführer? Warum schickt man dort nicht jeden Moslem fünfmal in Leben hin, um da seine Gebete zu machen? Warum fahren die lieber nach Mekka und rennen da um den schwarzen Stein? Ja, anstelle dort irgendwie diesen großen Propheten zu ehren. Und warum baut man da eine Kapelle, die irgendwo kleiner wie klein ist und nicht mal nennenswert, weil der überhaupt eine Größe hat, wo ganz wenige Leute reinpassen? Das sind vielleicht 20 Meter lang und 10 Meter breit oder sowas. Mehr ist da nicht. Das auf der höchsten Stelle von Istanbul. Ja, warum macht man das? Ja, ganz einfach, weil dort jemand ganz, ganz anders begraben liegt als den, dem man uns erzählt. Und dem hat man halt dann auch türkisch den Namen YESA verpasst. Ja, Y spricht dann ja bei Yedi wie J. Ja, das E und S lässt man stehen und A, E, I, O, U kann man ersetzen. Also hat man aus dem Radomir einfach Jesu gemacht. Ja, dann hat man die Gesellschaft der Jesuiten gegründet. Ja, der Chef der Jesuiten ist der General, der schwarze Papst. Und der nennt sich Christus quasi Präsens, der gegenwärtig auf Erden präsente Christus. Und wenn er Chef der Gesellschaft Jesu ist, ne, dann heißt der Typ mit Sicherheit Jesus Christus. Ja, wenn wir Jesus Christus dann unsere Energien schicken, dann muss man sich fragen, wo die ankommen. Ob die dann beim Radio, bei unserem, sagen wir mal, ja, Verkörperer Gottes in Anführungszeichen ankommen oder ob die dann bei dem Chef der dunklen Seite ankommen. Ja, also dort sind viel, viel tiefere Hintergründe und deswegen muss halt das ganze Wissen verschwinden, dass die Menschheit halt weiter schläft, kein Kampfeswillen in den Menschen erwacht, dass also niemand mitkriegt, was da eigentlich in der Vergangenheit gelaufen ist. Ja, und deswegen musste das alles verschwinden, die Bücherei von Alexandria und alles Mögliche. Vieles hat man abbrennen lassen oder ausgeräumt, in Sicherheit gebracht. Ja, die Bücherei von Alexandria zum Beispiel in Malta unter dem Wohnhaus der Queen. Ja, die hat dort von 1949 bis 1951 gewohnt und unter deren Wohnhaus, was jetzt zum Verkauf steht für 6 Millionen Dollar, dort hat man, 6 Millionen Euro, dort hat man ein Bunkersystem, wo die ganze Bücherei von Alexandria gelagert war. Ja, auf Geheimbücherei, Vatikan und so weiter. Alles dieses Wissen muss verschwinden, damit die Menschheit nichts von der wahren Geschichte erfährt und weiter in dem Glauben belassen wird, ja, wir sind ja die fortschrittlichste Zivilisation, die man sich mal vorstellen kann. Es geht ja nur bergauf und ganz prima und alles ist super, ja, um diese Versklavung möglichst lange weiter aufrechtzuerhalten. Ja, da fällt mir nur ein, Klaus Donat, wo du die Riesen angesprochen hast. Ja, dann die schwarzen Bibliothek aus dem Vatikan, an dem ja keiner herankommen darf. Roman, was fällt dir noch ein? Ausgrabungen haben wir genügend. Die Geschichte ist nicht ganz erloschen oder verschwommen. Die Erde hat viele Schätze, wo man festhalten kann, dass da was nicht stimmig ist. Auf der anderen Seite sieht man ja auch die Kreuzzüge, wie ein Glauben erzwungen worden ist. Darf man auch sagen, Hexenverbrennung, etc. Das spielt ja auch alles eine Rolle, das zumindest, was heute auch öffentlich mehr behandelt wird. Zu der Zeit waren die Frauen oder die Hexen sehr, sehr, sehr im Bedrängnis und viele sind leider verstorben. Roman, hast du ein paar Worte zu diesem Kapitel Geschichte?
Oh ja, die Geschichte ist ja ist für mich persönlich das Interessanteste, was ich mich beschäftigen kann. Vor allem die Paleo-Seite, ja. Weil nirgends wird wo am meisten gelogen wie in unserer vergangenen Geschichte. Du hast es ja gesagt, Klaus. Der Gewinner der Kriege schreibt ja immer die Geschichte. Wenn ich so Menschen, mein größtes Hobby, die Paleo-Seite, beschrieben habe, habe ich am Schluss immer angemerkt, dass man, wenn man sich mit diesen Forschungen befasst, man sich doch mal die Frage stellen sollte als Mensch, wann hören wir auf, uns ewig immer wieder von einer futuristischen Gesellschaft ausgehend in die Steinzeit zurück zu bombardieren. Also die Paleoseti-Forschung sagt ja doch, dass es so 4-5 Mal mindestens passiert ist. Das hast du halt gesagt, dass da, sagen wir mal, also ein Computerprogramm dafür zuständig war, uns da immer wieder zurückzuschicken in die Steinzeit. Und jetzt aber ist es doch ja wahrscheinlich doch anders. Da haben wir das jetzt selbst in Griff, ob wir wieder in die Steinzeit uns zurückbombardieren. Und dann hätte ich eine zweite Frage, vielleicht, wenn ich die anhängen dürfte. Die Geschichtsfälschung im Mittelalter, was wir angesprochen haben, da gehen wir mal vielleicht auch auf ein paar gewisse Persönlichkeiten ein. Wer hat da eigentlich nie wirklich existiert oder wenn existiert, was anders gemacht. Ich habe mir immer früher so gedacht, der Karl der Große hat viel aus der Geschichte ausradiert, auch eben so eine Art Bücherverbrennungen schon praktiziert, indem er die ganzen alten Dörfer, die was heidnisch waren, niedergebrannt hatte. Jetzt habe ich aber oft gehört, dass dieser Kaiser Karl auch nie wirklich existiert haben sollte und dazu benutzt wurde, um die Kirche zu legitimieren, über heidnische Völker herrschen zu können. Was für Persönlichkeiten kann man sich da eigentlich wirklich nur festhalten, welche nicht? Warte, wie war nochmal die erste Frage? Ja, wie die Menschheit ja schon mindestens jetzt da schon 4-5 Mal in die Steinzeit zurückbombardiert hatte. Wir waren alle schon mal in einer futuristischen Zeitalter. Ich bin überzeugt davon, dass wir schon Kontakte mit außerirdischen Handel mit ihnen betrieben hatten, interstellaren Handel betrieben hatten. Aber das hat immer wieder dann kaputt gemacht worden ist. Und haben wir das jetzt selbst in der Hand, jetzt da, dass wir uns entweder in die Steinzeit zurückbombardieren oder im futuristischen Zeitalter uns entwickeln können? Und dann bleiben oder ist da dieses Programm dann nur immer drin in diesem Vertrag oder ist es außerhalb des Vertrages? Also, das ist komplett alles ausgeschalten. Dieses System der Dunklen, dieses Computersystem, was die dort hatten. Und zwar waren dort Zyklen gelaufen von 6 mal 13.000 Jahren. Ja, 6 mal 13.000 Jahre, immer wieder dieselbe Leier. Und das Ganze erklärt der Tommy Williams auch in Bezug auf diese ganzen Propheten, die Seher und so weiter. Ja, oder Jakob Lorbeer, wer hat denn ihm dort die Dinge in die Feder diktiert? Was war denn da gelaufen? Was ist denn da gekommen? Oder Edgar Cayce und so weiter. So, die Frage ist, wie war das vonstatten gegangen? Und zwar hat einfach diese künstliche Intelligenz sozusagen eine Botschaft in die Welt ausgestrahlt, ja, oder sogar vielleicht zu einzelnen bestimmten Personen, die vielleicht, sagen wir mal, geistig irgendwo weiterentwickelt waren, dass sie die empfangen konnten und hat die gebeten, diese Dinge niederzuschreiben. So, und das war aber nicht jetzt eine Vorhersage, irgendwie ein Blick in die Zukunft, sondern das war sozusagen ins Ohr flüstern dieser Person, was das künstliche Intelligenzsystem der dunklen Kräfte jetzt mit der Menschheit vorhat. Was als nächstes kommt, als übernächstes, wann die und die Veröffentlichung kommt, was es dann für eine Hochtechnologie geben wird, in welcher Reihenfolge man welche Dinge freigeben wird und so weiter. Ja, das war dort gelaufen. Ja, das war also nicht so irgendwie von höheren Ebenen, sondern alles von diesem künstlichen Computersystem gesteuert. Dort ist die Hauptzentrale wohl auf dem Planeten Saturn. Ja, eine Zwischenstation auf dem Mond und dann halt die irdischen Stationen. Die dunklen Kräfte haben ja dieses ganze Energiesystem der Erde auch übernommen. Damit der Mensch überhaupt auf der Erde leben kann, brauchen wir elektrischen Strom. Der elektrische Strom, wie gesagt, entsteht nur aus Wasser und das Wasser nur dann kann nur dann Strom erzeugen, wenn es hexagonal strukturiert ist. Also
müssen wir eine bestimmte Frequenz haben. Und diese Frequenz ist offensichtlich die Schumann-Frequenz, die also das Wasser hexagonal strukturiert. Also muss der Planet so hergerichtet werden, dass diese hexagonalen Wasserstrukturen entstehen. So, und dafür hat man also seitens der Lichtkräfte, als die Erde sozusagen geformt, gebildet wurde, zum Leben vorbereitet wurde, unterirdische Energiestationen in Kilometertiefen aufgebaut, Generatoren, die dieses positive Energiefeld aufgebaut haben. Und das war immer ein Dodekaederfeld für die Erde, ja, und auch hexagonale Felder für das Wasser. So, und diese Dodekaederfelder haben den Menschen halt einen ganz hohen spirituellen Zugang zu höheren Ebenen ermöglicht. Ja, heutzutage schwingen wir ja nur irgendwo zwischen ein paar 30. Oktave und 54. Ja, früher ging das, wie gesagt, bis zur 512. Ja, aber die dunklen, die nichtmenschlichen Wesen, die haben halt eine höhere Schwingung, die kommen deutlich höher, weil sie die Menschen so weit runtergefahren haben, aber sich ihre eigene Schwingung noch erhalten. Ja, die kommen also irgendwo bis zur 70. oder 80. Oktave. Dadurch können sie sich halt auch unsichtbar teilweise bewegen oder Gestaltswandel, haben diese verschiedenen Fähigkeiten, von denen die Menschen nur träumen können oder das auch nicht für möglich so richtig halten. Ja, die besitzen diese halt. So, und das, dieses Energiefeld der positiven Kräfte haben wir die Dunklen auch erobert und die haben das verändert. Ja, dort wurden also diese positiven Felder abgeschalten, diese Dodekaederfelder sind weg und es wurde ein kubisches Feld, also ein würfelförmiges Feld mit Pyramiden und sowas aufgebaut. Ja, die Dunklen haben über 42.000 Pyramiden auf der Erde gebaut, die man heutzutage teilweise noch unter Meeresgrund findet, ja, weil die Erdgeschichte, ja, die war halt alles auch ein bisschen anders als das, was uns erzählt wird. Und damit hat man diese Energiefelder immer weiter und weiter getrieben und die Menschheit immer mehr gedrosselt mit ihrem Zugang zu den höheren Ebenen, dass wir immer besser versklavt werden können und nicht mitkriegen, was um uns herum eigentlich abläuft. So, aber auch das ist inzwischen ausgeschaltet worden von den Lichtkräften und der Nikola Levashov, über den ich ja schon sprach, ist zwar umgebracht worden, aber ist Seele in der höheren Ebene noch aktiv und er ist ganz aktiv dabei, diese irdischen Energiefelder wieder neu in Betrieb zu nehmen, wieder positiv umzudrehen. Seit 2014 ist das dunkle System komplett abgeschalten und damit gibt es auch keine Wiederholung mehr dieser Programmierungen. Ja, diese Weltkriege oder das Vernichten war ja dadurch gekommen, dass immer wieder die Programmierung stattfand. Ja, gewisse Dinge, Abläufe in der Gesellschaft gezielt gesteuert wurden oder irgendwelchen Leuten gewisse Impulse oder Aufträge gegeben wurden oder den Leitern von Geheimgesellschaften Anweisungen erteilt wurden, so und so geht es jetzt weiter. Ja, das ist ja das, die sind ja alle nur letztendlich Befehlsempfänger, ja, in einer gewissen hierarchischen Struktur, wo halt der Boss der Marduk war und dadurch mit Hilfe dieser künstlichen Intelligenz und seiner Mannschaften als Bodenpersonal diese Dinge halt wunderbar alle durchsetzen konnte. So, und das ist jetzt vorbei. Ja, diese positiven Energiefelder werden immer stärker, immer weiter aufgebaut. Wir waren ja voriges Jahr in Frankreich gewesen, bin ich ja selber mit dabei gewesen. Und diese Reise nach Frankreich im Juni 2018, die sollte ja verhindert werden, denn dort ging es ja um die Katarer, um diese Energiefelder. Ja, und der Michael Vogt, der war 2017 in Russland gewesen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch. Da gab es ja ein Interview mit dem Schirinowski, wo er sagte, Schirinowski, wenn die Deutschen Hilfe brauchen, sind die Russen da und kommen zur Hilfe. Ja, das war ja ein ziemlicher ja, Kraftspruch da, ja, Kraftausdruck vom Schirinowski, so als hätte er was zu sagen. Fazit, Michael Vogt hat damals auch den Andriy Selnikov interviewt und dieser Andriy Selnikov war Spezialist für Maria Magdalena, für die Katharer, für die Templer, Freimaurerorganisation und so weiter und er sollte diese Reise nach Frankreich leiten. Ja, er war der absolute Profi, der Kenner der Materie. Maria Magdalena hat in Frankreich gewohnt. Ich war in ihrem Grundstück gewesen, kenne die ganzen Zusammenhänge auch ein ganzes Stück weit. Und Selnikov, wie gesagt, sollte die Reise leiten. Aber nach diesem Interview, zwei Monate später, hat man ihn in Russland ermordet. Und die Elena Martin, die dann die Reise weiter organisiert hat, wurde dann genauso bedroht von den dunklen Kräften, weil diese Reise halt nicht stattfinden sollte. Ja, und daraufhin hat man zwischen Weihnachten und Neujahr 2017 dann den Ehemann von Elena Martin ermordet.
auch mit Strahlenwaffen und so weiter. Also dort wird richtig mit harten Bandagen gearbeitet. Ja, die Reise hat trotzdem stattgefunden. Wir haben die Energiefelder weiter aktiviert. Damit ist also in Frankreich auch wieder ein großer Schritt nach vorn gemacht worden. Und so geht es weiter und weiter, Schritt für Schritt. Ja, und insofern dürfen sich halt die Menschen auch nicht mehr weiter Angst machen lassen von irgendwelchen dunklen Kräften, sondern müssen einfach ihren Plan durchziehen. Ja, und wir haben eine göttliche Führung. Wir können auch dort auf Rückendeckung bauen. Ja, das große Problem oder das große Machtinstrument der dunklen Kräfte ist ja das Thema Angst. Ja, die Menschheit ist nur so passiv, weil alle Angst haben, ja, dass sie keiner mehr traut, irgendwas zu erzählen oder irgendwas zu unternehmen oder abgehört wird oder sonst was. Ja, und dadurch sind alle Menschen so passiv. Ja, und das ist ja das Mittel der dunklen Kräfte, um die Menschheit weiter zu versklaven. Und wenn wir einfach mal über diesen Schatten springen würden, uns außerdem noch zusammen vereinen, an einem Strang ziehen, ja, dann ist halt Schluss mit diesen dunklen Zeiten und dann können wir richtig was verändern und das über Nacht quasi im Allzugtempo. Und darum geht es eigentlich jetzt. Ich bin der Meinung, wir machen jetzt die vorletzte Musikpause und dann machen wir einen offenen Talkraum. Einverstanden? Gerne. Ja, und als dritten Song, du darfst ihn ankündigen, das ist der Ray Wilson. Erzähl mal was dazu. Ja, Ray Wilson ist der ehemalige Chefsänger von Genesis, hat ja eine eigene Band gegründet, Genesis Classic, tourt da sehr viel durch die Gegend. Ich habe ihn in Österreich live erlebt vor einigen Jahren, gigantisch. Er macht ja, super interessante Lieder, hört sich sehr, sehr schön an und ja, wird euch wahrscheinlich gefallen. Ja, und wir sind wieder zurück hier mit Harald Diers heute, der Kampf hinter den Kulissen und heute mit Roman Reuter von CryptoTV. Ich werde mal die Zuhörer mal hier in den Sprechmodus reinziehen. Das ist als erstes ist bei uns der Wolfsair. Roy ist ganz neu bei uns und vielleicht mag er heute auch was sagen. Der Jenne ist bei uns, die Elfi ist bei uns und der Thomas ist auch bei uns und ich sage einen wunderschönen guten Abend. Ist denn von euch wer am Mikrofon? Und dann mal kurz flackern mit dem Mikrofon und da sehe ich den Jenne schon. Noch wer hier in diesem Raum? Wer hier nicht sein möchte, kann sich natürlich wieder in den Zuhörraum reinklicken. Und dann sage ich mal guten Abend, Jenne. Du hast heute den Abend verfolgt. Was ist denn so bei dir hängen geblieben oder offenes, was du noch ansprechen magst? Dein Mikrofon, guten Abend zu dir. Ja, schönen guten Abend zusammen und den Zuhörern da draußen und hallo Harald. Ja, sehr spannender Abend bis jetzt und ich bin froh, dass ich mich vorhin, ich wollte schon am Anfang gerne mit machen und ich bin dann doch wieder nach oben gegangen und habe lieber dann noch zugehört und ich muss mich erstmal bedanken für diese ja, Geschichte, die du uns offenbart hast und ja, es gibt da noch viel zu sagen und aber ich setze einfach bei dem Punkt da jetzt mal drauf an, dass ein jeder jetzt selber damit konfrontiert ist mit dieser Geschichte, mit das, was da passiert ist, mit diesem Märchen und unser Leben. Und ne, wir können diese, ich habe es extra gerade nochmal auch gepostet, die abenteuerlichste Reise zu beginnen, ist die Reise zu sich selbst. Das Aufregendste zu entdecken ist, wer du wirklich bist. Und das dürfen wir jetzt gerade erfahren und müssen das alles begreifen. Das ist ein langer, holpriger Weg gewesen. Aber ja, ich sehe das so, wie du das auch schon gesagt hast, der Neuanfang ist da und ja, wir können das Neue beginnen. Und das von Anfang an und das dann einfach auch auf Ehrlichkeit, ohne Lug und Trug. Und ja, das ist, glaube ich, das, ne, die Liebe, die aus allen uns kommt und in uns sitzt. Und ja, freue mich das auf das, was kommt. Ja, super. Vielen Dank. Ich kann das nur unterstreichen. Wir sind ja in Wirklichkeit göttliche Wesen mit unvorstellbaren göttlichen Gaben. Und damit wir die nicht zur Entfaltung bringen können, speist man uns von früh bis abends mit Ablenkung auf hunderten Fernsehkanälen, 24 Stunden rund um die Uhr mit irgendwelchen nebensächlichen Sachen. Schaut mal an, auf welchen der hunderten Fernsehsender, die es weltweit gibt, läuft irgendwo ein Kanal, wo mal die Regierungsformen der Welt erklärt sind, ja, oder die alternative Gesundheit 24-Stunden-Kanal besitzt oder solche Dinge.
Ja, das sind alles Sachen, die totgeschwiegen werden oder die freie Energie oder was es alles gibt. Ja, die Menschen werden nur abgelenkt. So, und diese Ablenkung hindert uns daran, eigentlich zu uns selbst zu finden. Wir sind dauernd nur im Außen beschäftigt, im Hamsterrad und kommen nicht in unsere eigene Mitte an, können uns dadurch unsere übersinnlichen Gaben nicht richtig entwickeln, zur Entfaltung bringen. Und damit sind wir immer diesen ganzen dunklen Mächten unterlegen. Ja, und das gilt es eigentlich jetzt zu ändern. Und genau dafür werden jetzt diese Voraussetzungen geschaffen. Ja, dadurch, dass halt die Erde von diesen Dunkelmächten jetzt befreit wird mit außerirdischer Hilfe, ja, weil die halt auch selber versklavt wurden, oder auch mit irdischer Hilfe, weil es halt menschliche Zivilisationen auf Erden gibt, die den dunklen Kräften überlegen sind und dort sicher auch damit beigetragen haben, dass halt diese Veränderungen jetzt überhaupt eingeleitet werden konnten. Ursprünglich war nämlich geplant, weil diese Galaxie ja zu 87% in Händen der dunklen Kräfte war, dass man diese Galaxie vernichtet. Ja, die Schöpfung sieht eigentlich so aus, dass das ganze Universum komplett bewohnt ist, überall, alle Galaxien und so weiter, und dass überall die hochentwickelten Menschen die Oberhand haben und die unterentwickelten nichtmenschlichen Wesen darunter stehen. Niemals ist es oder fast niemals umgekehrt. Ja, aber hier ist es umgekehrt bei uns, ja, indem also beide Gruppen immer da waren und die jeder an seinem richtigen Platz steht, hatte ja alles seine ordentliche Ordnung, ja, konnte man auch Entwicklung vorantreiben und so weiter, aber die Lichtkräfte waren immer in der Oberhand, hatten also immer mindestens einen Anteil von 55 gegenüber 45% der Dunklen. Ja, damit war also immer das Voranschreiten in positive Richtung gesichert. So, aber hier in dieser Galaxie war alles schiefgegangen. So, und daraufhin war die Situation ganz, ganz aussichtslos. Ja, Tommy Williams betont das immer wieder auch in seinen Sendungen, ist da mehrfach drauf eingegangen und sagt halt, dass also in diesen höheren Ebenen beim Universum sogar beschlossen wurde, diese Galaxie hier komplett zu vernichten, beziehungsweise alles Leben in dieser Galaxie komplett zu vernichten und die Galaxie dann neu zu besiedeln. Ja, bis dann aber einige sehr hochintelligente und sehr spirituell entwickelte menschliche Wesen hier in dieser Galaxie gesagt haben, lasst uns bitte erst noch mal irgendwas anderes probieren, und zwar so und so und so, und dann könnte es funktionieren. Und dieser Plan wurde durchgesetzt und durchgezogen. Ja, und dort sind wir jetzt, wie gesagt, kurz vor dem Ziel angekommen. Es sind die letzten Hausaufgaben noch zu machen. Ja, und dort müssen sich jetzt wirklich die Menschen selber aufrappeln. Und ich kann jedem nur empfehlen, hört euch die Sendung an von Tommy Williams, holt euch dort die Videos runter. Es gibt auch den Kanal Lucid Dreamer, also zwei Worte, L-U-C-I-D, und dann Dreamer, der Träumer auf Englisch, also Dora, Richard, Emil, Anton, Martha, Emil, Richard, Lucid Dreamer. Und dieser Kanal, der hat unter anderem auch die Sendung von Tommy Williams verwendet, aber auch andere Informationen, sehr interessante. Und die Tommy-Williams-Sendung aber nicht als dreistündigen Blog, ja, seine wöchentlichen Sendungen, sondern er hat diese 3 Stunden immer wieder runtergestrippt auf die einzelnen Themen. Wenn Tommy-Williams halt 20 Themen angesprochen hat, dann erscheinen auf Lucid Dreamer dann 20 verschiedene Videos, ja, wo dann immer in Kurzfassung diese Themen sind. Ja, da ist vielleicht zwischen 3 und 10 Minuten lang die Videos nur noch, die entsprechende Bildunterschrift zu dem Video dann genau auch sagt, welches Thema da angesprochen wurde. Ja, und dort kann man also auch zielgerichtet noch anschauen. Man findet über 2.500 Videos auf dem Kanal Lucid Dreamer. Klar, hoffen wir mal, dass das ihm nicht so geht wie nur Wieso. Aber ich denke mal, dass die Lichtkräfte auch dort ein gewisses Eigeninteresse haben, diese Dinge zu schützen. Und vielleicht auch nochmal zu dem Thema, den ihr vorhin angesprochen hattet, du jetzt, Klaus oder der Roman, dass man, dass die Kim ja vielleicht dort wieder einschalten sollte und so weiter, nur Wieso. Ich denke, der Weg sollte ein anderer sein, dass die Leute, die was tun wollen, bei der Kim oder beim Tank, T-A-N-K, bei Go Camelot, www, dann Gustav, Otto, Cäsar, Anton, Martha, Emil, Ludwig, Otto, Theodor, Punkt, ich glaube, kommen oder Org. Dort kann man Gelder beantragen und zwar Projekte einreichen. Ja, wenn nur Wieso ein Projekt einreichen würde, meinetwegen eine neue alternative Medienplattform aufzubauen und das mit einem ganz neuen Niveau, mit ganz anderer technischer Ausstattung, vielleicht noch mit Fernsehen und so weiter rund um die Uhr.
Dann kann man dort das entsprechende Geld beantragen, das Projekt einreichen. Ja, und sobald das geprüft ist und für in Ordnung befunden wird, ja, weil man ja sieht, was Nuovisa in der Vergangenheit gemacht hat und was dort für ein Geist in dieser Truppe weht, dann wird man auch diese Gelder freigeben, sobald nämlich die Banken jetzt kippen, was in den nächsten wenigen Wochen sein wird. Ja, ich gehe davon aus, im nächsten Monat schon, also oder diesen Monat oder im nächsten Monat, dürfte das alles durch sein. Ja, dieses große Kippen, dass also dann entweder alles im Bach runtergeht bei diesen Banken, oder dass sie die Seiten wechseln. Eins von beiden muss passieren oder wird passieren, anders geht es nicht mehr, es gibt keine dritte Variante. So, dann werden auch Gelder ausgezahlt. Ja, wir stehen also kurz davor, dass diese Gelder ausgezahlt werden und dann kann auch Nuovisa mit genügend Geld sich eigene Sendeanlagen, eigene Server, eigene sonst was kaufen. Ja, das wird also nicht am Geld fehlen. So, und das sollte der Weg sein, dass die Menschen selber aktiv werden. Und die Kim, die hat mit ihrer Mannschaft genügend zu tun, ja, als jetzt nur wie so irgendwie da persönlich irgendwo einzugreifen oder was zu machen. Ja, die kümmern sich um ganz andere Dinge. Es geht um die Befreiung der Menschheit, um die Befreiung der Galaxie, um die Vernichtung der Deep State-Armeen, die es noch gibt, und die Übernahme des Bankensystems und der Militärs und solche Dinge. Das ist erstmal Priorität, dass die Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen geschaffen werden, dass sich auf der Erde hinterher alles ändert und nicht jetzt irgendwie nur ein Einzelteil für die Firma. Morgen ist es eine andere, übermorgen wieder eine ganz, ganz andere. Ja, man muss die Grundlagen in Ordnung bringen und das ist das, was hier derzeit läuft. Ja, dann dürfen wir ja von Okitalk vielleicht auch mal eine Bewerbung schicken. Das wäre doch mal eine ganz gute Sache. Wir machen 10 Jahre ja auch Dienst. Das wäre eine Möglichkeit, auch Okitalk breitförmiger zu streuen. Auch ganz wichtig. Wie siehst du die Zukunft der Medien? Momentan haben wir ja den Lobbyismus ganz stark verankert in, sage ich jetzt mal, in deutschsprachigen, auch in anderen Ländern. Und wie wird sich das kippen? Ja, ich hoffe, keine Rufmord und Kampagnen. Das ist ja auch ein Wechsel, wo man dann schnell mit dem Finger zeigt, weil wir ja noch nicht alle in dem Bewusstsein halt sind. Der Lobbyismus hat viel kaputt gemacht. Das kann man sagen. Hat wenig gefördert, sage ich, aber viel mehr zerstört. Und wie siehst du die deutschsprachigen Medien in den nächsten Monaten, vielleicht ein Jahr? Ja, also ich denke, auf die Medien kommt eine ganz, ganz große Verantwortung zu. Denn wir haben ja wirklich diese gigantischen Umwälzungen von unvorstellbarer Tragweite hier, die ja, wie gesagt, schon durch sind letztendlich und jetzt in der Endphase sich befinden und die natürlich auch der Öffentlichkeit Schritt für Schritt verkleckert werden müssen. Und dort kommt natürlich dann alternativen Medien die entsprechende Rolle zu. Die Massenmedien werden das natürlich nicht machen. Tommy Williams ist ja in den USA sehr, sehr aktiv und ich merke halt in den USA, da gibt es also hunderte Kanäle, wo man also wirklich gigantische Informationen erfährt, wo viele der Wahrheiten unvoreingenommen publiziert werden. Dort ist also richtig, richtig viel in Bewegung. Es gibt natürlich auch viele Sachen, die Geheimdienst gesteuert sind. Wir sehen das ja bei Alex Jones, den also Tommy Williams als Mossad-Agenten bezeichnet oder Simon Parks oder ja, wenn haben wir noch den Mr. Skeller, der von den Blutschicken-Menschen spricht, auch alles Desinformation oder auch dieses ganze Disclosure-Programm, Stephen Greer und so weiter, alles eine Ablenkung. Ja, aber es geht darum, die richtige Wahrheit in die Welt zu bringen. So, und dort baut ja Tommy Williams diese THI, Truth, Honor, Integrity, Bewegung auf. Ja, seine Shows tragen auch diesen Namen. So, und dort können sich die Menschen mit einbringen. Ja, dort wollen wir auch eine deutsche Gruppe aufbauen. Dort könntet ihr in Österreich genauso eine Gruppe aufbauen. Das wäre ganz, ganz wichtig, dass man also gleichgesinnte Menschen mit ins Boot holt und eine Massenbewegung ins Leben ruft, die immer größer und größer und größer wird. Dafür können wir auch Projekte einreichen, Geld bekommen. Und auch die alternativen Medien sollten eigentlich jetzt diese Möglichkeit ergreifen, entsprechende Gelder beantragen, entsprechende Projekte einreichen und dann mit einer ganz anderen Qualität agieren. Ja, weil ich denke, die Kim, die wird peu à peu auch den dunklen Mächten, die den Geldhahn weiter zudrehen. Die werden also keine Projekte bekommen, dass sie halt weiter ihre Schwindelmedien, die nur Desinformation verbreiten, weiter betreiben können. Das wird vorbei sein. Ja, und das kippt alles, sobald das neue Geldsystem jetzt kommt, kann man also diese Dinge dann von der negativen Seite alle schachmatt setzen und die positiven Dinge unterstützen. Aber da müssen sich halt Menschen finden, die mitmachen, die das mit unterstützen, die mitziehen, die vielleicht jetzt ehrenamtlich gearbeitet haben, aber dann auch dafür halt bezahlt werden können oder das organisieren, dass das immer größer und größer und größer wird. Und ich sehe da eine riesen, riesengroße Zukunft. Ja, weil die bisherigen Massenmedien, die werden immer mehr abstürzen. Bei CNN war es so, dass denen
wenn innerhalb von einem Jahr 40% der Zuhörer verloren gegangen sind. Ja, so weit ist das, weil die Leute langsam aufwachen, die merken, dass das nur alles Schwindel ist, was erzählt wird. Und wenn jetzt über das Bankensystem sogar harte Fakten und Tatsachen an die Öffentlichkeit kommen, die Realitäten, ja, und das immer mehr öffentlich wird, dass das ganze dunkle System schon entmachtet wurde und die Menschen jetzt ganz andere Möglichkeiten haben, dann wird das sich rasant verbreiten und dann wird es umso wichtiger sein, dass die alternativen Medien aktiv sind, sich dann nie einschüchtern lassen oder vielleicht aufhalten lassen, weil sie dann irgendwo diskreditiert werden oder irgendwo bei Psiram erscheinen oder durch den Dreck gezogen werden oder andere irgendwelche Machenschaften, ja, oder bedroht werden. Ja, dort muss man einfach manns genug sein, die Dinge durchzuziehen, durchzustehen. Ja, wir leben quasi in einem Krieg. Ja, das muss man sich bewusst sein. Hier helfen uns andere Zivilisationen, setzen ihr Leben ein, sterben dort auch. Ja, dort werden also Schlachten auch im Weltraum geführt und alles mögliche unterirdische Basen. Dort geht es um Leben und Tod. Dort sind viele von Verbündeten der Menschheit auch sicher ums Leben gekommen, haben ihr Leben gelassen. Ja, und wir drehen uns hier irgendwo im Angstmodus und werden nicht ordentlich aktiv und damit muss Schluss sein. Ja, und das ist also wichtig, dass die Leute die Initiative ergreifen, sich mit einbringen und hier was machen und die Information weitergeben, sich selber schlau machen und dass das überall mehr zur Tagesordnung kommt und auch in den alternativen Medien halt diese ganzen Tralala-Themen, die es da gibt, mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten, dass die ja mal vom Tisch sind und dass mal Thema Nummer eins dieses Thema ist, ja, was hier mit der Menschheit geschieht, was hier gerade läuft, was hier gerade schon erreicht wurde, wo wir stehen, wie es weitergeht und so weiter. Das muss ein Thema sein. Ganz, ganz wichtig. Gibt es hier Fragen? Die Sendung geht bald zu Ende. Die letzten 15 Minuten läuten hier ein. Und Elfi ist da. Jennek haben wir gerade gehört. Roy, noch unbekannt. Du hast dein Mikrofon auf stumm, falls du reden möchtest. Dich entstummen. Mal gucken, ob er das tut. Wolfser schreibt sehr viel. Wolfser, bist du denn am Mikrofon? Und gibt es da was? Schreiben tut er ganz viel. Ja, da kommt so nichts. Ja, Roman, was fällt dir noch zu dem heutigen Abend ein? Wenn ich so reflektiere, ja, hört sich einerseits spooky an, weil kaum jemand einen Außerirdischen gesehen hat. Jedoch die Argumente von Harald glaubwürdig, zumindest zum Nachdenken in einer Ecke an Gedanken hervorruft, wo man sagen kann, so ganz falsch kann das doch gar nicht sein. Und der ganze Verlauf der Sendung mit diesen vielen Informationen ja, ist sicherlich wieder hörenswert, nachzuhören und vor allem, Harald, dich wieder neu einzuladen zu gewissen Themen wieder. Roman, hast du noch ein paar Worte zu dem heutigen Abend? Ja, was ich da für mich so heute fundamental mitnehmen kann, ist einfach, wenn so große Macht für uns da ist, liegt es an uns, diese Macht anzunehmen und teilzunehmen, dass wir diese Gesellschaft formen, die wir uns ja wünschen. Ja. Wir als Medien, Harald hat gesagt, wir sollen uns in Gruppen zusammentun, wir sollen uns vernetzen, wir sollen Kooperativen eingehen, ob das jetzt darüber hinaus, über die Medien hinaus. Ja. Wir alternativen Medien untereinander haben leider Gottes, das muss ich echt offen so sagen, auch sehr schwierige Kooperationsfähigkeiten, wenn ich es mal so nett ausdrücke. Ja. In Salzburg habe ich versucht, viele Friedensbewegungen zu vernetzen. Aber es hat immer nur einer gereicht, der was an der anderen Gruppe was zum Aussetzen gehabt hat. Und so hat sie keine einzige Gruppe aufeinander sich zusammentun können. Manchmal waren es auch Gründe, weil einer einfach unbedingt eine Galionsfigur sein wollte. Wo wir auch mal als Menschen lernen müssen, von so einem zu hoffen, dass ein Messias kommt und obendrein von einem Messias-Gehabe auch runterkommen zu können. Weil wir haben es an Gandhi gesehen. Er hat viel erreicht, aber das Kastensystem hat er nicht auflösen können, weil sie ihn ermordet haben. Und nach seinem Mord hat es keinen Kopf mehr gegeben, der weitermacht. Wir müssen erkennen, dass wir alle zusammen diese Köpfe sind. Das hätte ich fast gesagt, wir müssen ein Hydra sein. Nein, aber das ist so wichtig, die Vernetzung. Ja, da hat der Harald vollkommen recht. Da müssen wir endlich mal schauen, dass wir was schaffen. Wenn ich so an mich denke, medial, gibt's ja in Österreich schon was, die freien Fernsehmedien. Da habe ich ja wirken dürfen, 3-4 Jahre lang, über Kabel-Satellitenfernsehen. Ich habe
ich will jetzt echt keinen Namen nennen, das tut man einfach nicht, aber ich habe sehr, sehr viele alternative Medienplattformen angeschrieben, dass ich ihnen anbieten kann, über das Kabelsatellitenfernsehen ihre Werke auszustrahlen. Ich habe keine einzige Meldung zurückbekommen, keine einzige. Der einzige ist war der Klaus. Und das hat mich sehr traurig gestimmt. Wie ich dann rausgeschmissen worden bin, da sieht man dann auch, dass noch große Macht dahinter ist, die die Medien zerstören. Nicht nur Wieso TV ist abgeschaltet worden bei YouTube, sondern ich bin auch gefeuert worden dann von Kabelsatellitensender FS1. Weil es die nicht wollten, die Geschäftsführung, weil sie genötigt wurden von einer höheren Macht. Ich gebe nicht FS1 die Schuld daran. Und da muss man dann schon schauen, wir haben YouTube, das möchte ich auch noch erwähnen, das ist die wichtigste Medienplattform, wo wir uns präsentieren können, wo wir Menschen erreichen, die mit dem Thema sich nicht befassen, die uns vielleicht mal durch ein Suchwort zufällig finden können. Das passiert so ansonsten bei uns nicht. Und wenn dann auch KNFM weg ist, Bewusst-TV weg ist, Querdenken-TV, Okidok, Krypto-TV, wo sollen die Leute sich dann noch an die vierte Säule der Gesellschaft stützen können? Und das ist das, was ich jetzt fundamental ausdrücken will. Fundamental, genau. Die vierte Säule ist fundamental. Ohne die vierte Säule kann die Menschheit gar nichts mehr erreichen, sich dieser Macht zu stellen. Und diese Gelder, was wir vielleicht beantragen könnten, ja, ist alles gut und schön. Das sind tolle Ideen. Aber wir brauchen eigentlich mal Entgegenkommen von der Seite auf uns, dass bei uns wer anklopft. Und das ist ein Ruf nach draußen, nicht nur an die Kim, an vielen anderen. Bitte klopft einmal an unserer Tür, wir klopfen eher an. Ja, Harald, bitte. Alles richtig. Vielleicht noch mal ein paar Worte, was Tommy Williams macht. Er ist ja nur Sprecher von dem Trust. Er hat alle Hintergrundinformationen, verfügt über internste Geheimdienstinformationen. Ja, auch die Geheimdienste sind immer Gast in seiner Sendung, damit sie mal die aktuellsten Sachen erfahren. Dem wurden ja die 7 Schneewittchen-Satelliten schachmatt gesetzt, das obere, das professionellere Echelon-System zerstört. Ja, die sind mittlerweile taub und blind, die Geheimdienste. Ja, Tommy Williams nennt das lieb und klar beim Namen. Immer wenn die Angriffe aus Quantencomputersystemen gemacht haben, ja, die immer gescheitert sind, haben sie die Rückschläge einstecken müssen und die haben denen 10-mal mehr Schaden zugefügt, als das, was sie jemals hätten dem System, Quantencomputersystem an Schaden hätten zufügen können. Ja, die haben sich also jedes Mal ins eigene Fleisch geschnitten. So, und jetzt sagt Tommy Williams, wir müssen eine weltweite Bewegung aufbauen, wo quasi diese neuen Werte, diese neuen Informationen quasi aus der Hauptzentrale immer mehr in die ganzen unteren Gruppen auf der ganzen Welt verbreitet werden. Er hat das ja bisher über seine Shows gemacht. Ja, hat er Amerika oder auch im englischsprachigen Raum sehr, sehr viele Leute erreicht, hat eine eigene Mediengruppe mit 1.000 Mitgliedern und so weiter. So, aber jetzt ist die nächste Stufe dran, dass quasi er die Amerikaner aufgefordert hat, in den USA, in den 50 Bundesstaaten der USA, jeweils eine eigene Gruppe aufzubauen, in jedem der Bundesstaaten nur eine. So, und dass diese Gruppe nach den gleichen Grundsätzen arbeitet, auch bei MEWE, die Plattform nutzt, die Informationen weitergibt und auch dann landesspezifisch arbeitet und dort halt gute Leute mit einbindet, immer mehr und mehr und mehr, dass man am Ende auch Leute hat, die in der Lage sind, ein neues System aufzubauen, zu bilden, als Politiker mal aktiv zu werden oder in irgendeiner anderen Fähigkeit, diese halt mit sich bringen, dann später zu agieren für diese neue Zeit. Ja, dass man nicht wieder auf die alten Systemlinge und Emporkömmlinge und sowas zurückgreifen muss, sondern auf Leute, die halt wirklich selbstlos für die Menschheit was tun wollen, das Herz am rechten Fleck haben und die Dinge richtig weltweit voranbringen möchten. Dass man die sammelt, dass dort eine ganz, ganz große neue Familie entsteht. Ja, und das hat er nicht nur vor mit den 50 Bundesstaaten in den USA, sondern weltweit. Er möchte also für jeden dieser derzeit 209 Staaten auf der Welt eine solche Gruppe aufbauen. So, und das ist eigentlich die Aufgabe, die vor uns steht. Ja, wenn wir wirklich was tun wollen, da bringt es jetzt ja nichts, wenn der eine Fernsehsender A zum anderen geht B und sagt, hier, wir müssen zusammenarbeiten, in dem und dem Sinne, sondern es geht eigentlich darum, diese Gruppe aufzubauen für Deutschland, für Österreich, für die Schweiz oder auch für andere Staaten weltweit, dass man dort die Menschen vereint, dort Gleichgesinnte,
findet und dass dann nicht mehr jedes Land und jede Gruppe oder jede Interessengruppe wieder für sich arbeitet. Ja, und wenn man dort so eine Gruppe TAI Österreich beispielsweise aufgebaut hat, dann kann man dort eine Untergruppe bilden, alternative Medien. Und diese Untergruppe, die kümmert sich, dass es eine Alternative meinetwegen zu YouTube dann gibt, dass da entsprechende Rechentechnik angefahren wird, Computerspezialisten geholt werden, beauftragt werden, dass man was Eigenes aufbaut. Ja, in diese Richtung sollte es gehen. Und dass das fokussiert wird. Ja, und nicht die Grüppchen, wie sie bestehen, weiter bestehen jetzt, dass jeder Einzelne als alternativer Sender sein kleines Süppchen kocht, sondern es muss alles zusammenfließen unter einem Dach. Und dieses Dach sollte halt diese Gruppe DHI sein, ja, weil von dort kommen die ganzen Unterstützungen, von dort haben wir die ganzen Informationen, dort dreht sich alles drum, von dort werden die Entscheidungen getroffen, dort werden auch Gelder freigegeben und diese Gruppen werden dann auch mit Finanzen entsprechend ausgestattet. Ja, und dann kann man dort was bewegen und in diese Richtung sollte es gehen. So, und ich bin halt aktiv und versuche das halt im deutschsprachigen Raum zu machen. Deswegen hatte ich auch in Salzburg schon damals meinen ersten Vortrag gehalten, vor ein paar Monaten, als ich das schon mal kurz angesprochen hatte. Ja, es geht einfach darum, die Information muss raus und es muss auch bei den alternativen Medien ankommen. Ja, ich habe das ja an unzählige Leute geschickt, an Oliver Jannich oder an auch nur Wieso, an ja, Querdenken, an die Niki Vogt oder wie sie alle heißen, ja, Robert Stein, habe ich alle angeschrieben, an Peter Denk und so weiter, die ganzen Informationen rübergegeben, kurz erläutert, ja, null Reaktion. Ja, die Leute haben entweder keine Zeit oder nicht das Gespür, wo sind die wichtigen Sachen, ja, oder sind zu sehr mit ihrer eigenen Arbeit irgendwo eingedeckt oder sind da doch wieder Befindlichkeiten und Ego. Ja, und das, was uns am meisten stört, sind halt diese Ego-Nummern, ja, und auch die Unterwanderung durch die Dienste. So, aber ich denke mal, auch das wird sich ja alles entlarven, denn durch die Schwingungserhöhung wird all das immer mehr sichtbar werden. Und jeder, der irgendwo für die Gegenseite arbeitet, der wird sich irgendwann diese Rechnung präsentieren lassen müssen, aber nicht irgendwo in 100 Jahren, sondern das kann vielleicht schon in 1, 2, 3 Monaten passieren. Ja, weil diese ganzen Dinge auch über das Quantencomputersystem alle nachvollziehbar sind. Dort ist alles durchleuchtbar und es gibt dann kein Verstecken mehr für solche Leute. Ja, und auch das wird sich ändern. Und wir müssen einfach den Mut haben und die Initiative ergreifen und vorwärts gehen. Ja, und wie gesagt, so eine Gruppe aufbauen und dort können wir alle mitziehen und mit einen und auch die ganzen alternativen Medienlandschaften mit reinbringen und dann machen wir halt dort eine Mediengruppe auf und so weiter. Und das kann man im ganzen deutschsprachigen Raum machen. Und dann können diese Informationen auch richtig rauskommen. Dann weiß man auch, wo sind die Prioritäten. Und Tommy Williams Sendung sind nicht nur über irgendwelche Kriege, die jetzt hier stattgefunden haben, richtige reale Kriege und das Ganze drumherum, sondern über die gesamte Themenbandbreite, spirituelle Entwicklung, Gesundheit, Fälschung der Geschichte, über die ganze Bewegung in Russland, Hyperborea, also alles, die ganze Bandbreite, hunderte Themen, tausende Themen. Ja, die ja alle anspricht, so, und die kann man alle aufgreifen und dort auch publizieren und weiter nach außen tragen, weil das, was bisher publiziert wurde, alles ja vielfach Fake-Nummern sind und auch die alternativen Medien ja quasi nicht den Zugriff haben auf die wahren Informationen in vielen Hinsichten. Ja, weil dort ja auch nur die offizielle Geschichtsschreibung überall existiert, so nach außen hin, und man muss da schon die Nadel im Heuhaufen suchen, um die Wahrheit zu finden. Und beim Tommy Williams und bei der Gruppe, die halt dahinter steht, haben wir sie in gesammelter Form. So, und wenn wir diesen Schatz nicht aufgreifen, ja, dann sind wir eigentlich nur zu bedauern. Ja, und das muss einfach erkannt werden, was wir hier für ein Potenzial haben, für Möglichkeiten, diese Dinge richtig massiv voranzubringen. Harald, ich denke jetzt gerade mal wieder an OkiTalk. Wenn ich so sehe, was würde unsere Vernetzung jetzt in dieser Situation schnell weiterbringen? OkiTalk ist enorm gut vernetzt, das darf ich erst mal sagen. Wir haben unsere Netzwerke mittlerweile international und vor allem ganz stark in Österreich. Würde man da eine Finanzspritze bekommen und das möglichst schnell, dann könnte man diese ganzen Plattformen, die wir kennen, die mit uns schon lange arbeiten, so positionieren in Österreich alleine schon, dass dementsprechend eine absolute Wirkkraft da ist. Und die Hilfe müsste jetzt kommen. Und da muss auch was Schnelleres passieren. Natürlich, wenn man eine Bewerbung macht, das ist die Grundhausaufgaben, zum Beispiel ein Projekt einzureichen. Wie viele Projekte hat OkiTalk schon eingereicht? Ja, wie viel? Und es wurde nicht dementsprechend unterstützt. Wir haben
war eine Plattform in Wien, ich nenne sie namentlich jetzt nicht. Da waren wir kurz vor der Investition. Und was wurde gemacht? Wir wurden nicht ein bisschen gefördert, weil wenn man den Betrag nicht erreicht, der dementsprechend gefördert ist, fällt man raus aus dem Muster. Und das nennt sich dann Crowdfunding. Da lachen die Hühner obendrauf. WU in Wien hat uns eingeladen. Wir sind nicht mal nominiert worden, aber gewonnen hat jemand, der Kekse bemalt. Wie unglaublich. Wie unglaublich. Man wollte wissen, was OKTalk für Soziales für die Gesellschaft tun kann. Ich habe das enorm gut ausgearbeitet. Und was hat das Kekse malen mit dem Sozialen in der Struktur zu tun, frage ich mich, wenn man die Anfrage so gestartet hat. Ich möchte damit sagen, die Gruppen aufzubauen ist sicherlich ein guter Lösungsweg, wie du ihn gesagt hast. Jedoch würden diese Gruppen viel stärker so schnell wie möglich pariert da stehen, so sage ich, wenn man eine gewisse Geldfinanzspritze bekommt, die Leute finden sich und wir haben es schon geschafft, interaktives TV, OkiTube, OkiMeet und das war eine Technologie, die hat sich mächtig gewaschen, Browser bezogen und das war's. Ja, ich sag's raus, wir haben noch vieles in den Schubladen, was wir tun könnten. Die Zeit ist reif und wenn jetzt ein Investor zuhört, oh, ich hoffe, wir haben euch ein wenig neugierig gemacht, OkiTalk steht für Lösungen. Das ist ganz wichtig, Roman, oder? Oh ja, Klaus, du hast das jetzt echt richtig auf den Punkt gebracht, weil ich möchte einfach nur sagen, was ich möchte. Damit kann ich es auch ganz toll erklären. Ich möchte eine Gesellschaft haben, da wo wertebasiert gehandelt und gelebt wird. Wenn ich einen Rasenmäher brauche, gehe in ein Lagerhaus, entleihen da und bringe ihn zurück. Und der Rasenmäher, der soll so gut gebaut sein, dass mein Enkelsohn ihn noch entleihen kann, weil er so toll zu reparieren ist und so gut haltbar ist, ja. Ich möchte eine Gesellschaft haben, wo man nicht verdummte Arbeit hat, sondern sich nur noch der wissenschaftlichen Fortschritt widmet, ja. Und da gibt's viele Philanthropen, große Philanthropen. Und hast du nicht gesehen, wie du sie in den großen Medien und Fernsehen so hörst, wie sie sich für die Gesellschaft einsetzen, dort die Finanzspritze reinschmeißen, dort und da und drüben, ja. Ich meine, das ist echt nicht vorwurfsvoll. Der Klaus und ich machen so viel und wir wissen schon gar nicht mehr, wo uns der Kopf steht. Wir müssen Medien machen. Wir sind ein Ein-Mann-Betrieb, kann man fast sagen. Ja? Der Klaus hat schon ein paar tolle Mehrhelfer. Aber gerade wenn ich noch an Krypto-TV denke, mir platzt der Kopf. Ich bin eine Ein-Mann-Firma und mache medial komplett alles. Und wenn man dann keine Antworten kriegt an die Schreiben, wo man ansucht und so, das zieht dann echt runter. Drum der Aufruf wirklich an alle, die was uns hören und auch wirklich sich's leisten können, weil wir wollen da auch keinen ausziehen oder was, aber wir brauchen wirklich einmal ein paar Leute, die was uns bei diesen Ideen zum uns helfen, mit Finanzen auch helfen. Und ansonsten wird es uns wirklich nicht mehr lang geben. Das müssen wir an jeden prognostizieren. Schon alleinig aus dem Grund, weil solche Menschen, wir können irgendwann mal ins Irrenhaus auch landen, durch diese Überarbeitung, wo nichts dabei rauskommt. Es kommt viel raus. Wir laden was bei YouTube hoch und die Leute sehen es. Das ist unser Lohn. Deswegen machen da Klaus und ich das. Umso mehr Aufrufe ein Video hat, umso mehr sind wir entlohnt. Nicht, weil wir damit Geld verdienen, das tun wir eben nicht bei YouTube, sondern weil die Aufrufezahlen uns zeigen, dass wir Menschen bereichern. Aber wenn der YouTube-Kanal abgestellt wird, was nutzt uns dann ein anderer Server? Ein anderer Server, da geht kein fremder Mensch drauf. Oder? Der schaut da nicht rein. Oder es wird parallel aufgebaut, Roman, ne? Gerade sowas in der jetzigen Zeit. Ja klar, das ist sowieso wichtig. Aber wenn es nur noch, ich meine das, wenn nur noch eine Schiene existiert, dann haben wir verloren. Das meine ich ja eben. Drum bitte, ihr Philanthropen und ihr, die was die Welt verändern wollt, klopft endlich mal bei unserer Tür an, weil unsere Finger sind schon taub vor lauter Klopfen. Und unsere Netzwerke sind eure Netzwerke und das bedeutet auch, dass wir viel in den Schubladen haben, wo wir viel machen können. Für unsere Netzwerke stehen für Nahversorgung, sie stehen für guten biologischen Anbau, sie wollen wieder ein natürliches Leben haben, von Freilernen ab an, sie wollen gesund wirtschaften, sie wollen eine Familie haben.
das sind unsere Netzwerke und noch einiges mehr. Das haben wir bei uns alles da. Und da sollte man mal neugierig werden. Heute Abend ist Harald Thiers bei uns und er hat was Gutes uns mitgeteilt. Zwischen den Zeilen dürfen wir lesen und heute der Kampf hinter den Kulissen. Und Harald, dir das Mikrofon. Genau, nochmal zu dem, was ihr gerade angesprochen habt. Solange man Projekte einreicht beim System, werde genau immer wieder diesen Schiffbruch erleiden, denn das System wird ja alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass solche Gruppen oder solche Alternativmedien gerade nicht hochkommen. Ja, letztendlich hängt alles am Geld. Die Massenmedien, die werden von vorn bis hinten mit Geld unterstützt. Da gibt es keinen Geldmangel. Da kann man jede modernste Technik, Studiotechnik, Satelliten, sich alles leisten. Ja, die Alternativmedien, die werden ausgeblutet, schachmatt gesetzt, behindert, irgendwo sogar vielleicht Einfluss genommen, dass Geräte zerstört werden und so weiter, dass die Kosten ins Unermessliche steigen und dann nicht mehr durchgehalten werden kann, dieser Sender. So, jetzt haben wir aber eine völlig andere Situation. Und das ist ja das, was ich eigentlich versucht habe, heute Abend rüberzubringen. Wir haben die Möglichkeit, von der positiven Seite unermessliches Geld zu bekommen. Wenn wir 100 Millionen brauchen, um ein Satellitennetzwerk aufzubauen, 5 Fernsehstationen mit großer Studiotechnik, mit so 24 Stunden rund um die Uhr, Personal, was so bezahlt werden kann und so weiter, dann können wir das Projekt einreichen. Und dann wird das auch durchgehen, weil die Kim und Tommy Williams und die ganze Mannschaft dort haben die Möglichkeit, jemand, der so ein Projekt einreicht, durch einen Quantencomputer zu schicken, ja, den Namen einzugeben und zu prüfen. Was ist das für eine Person? Was hat er in der Vergangenheit gemacht? Hat er nur seine eigenen Ego-Dinge gepflegt und seine eigenen Interessen verfolgt oder hat er was für die Menschheit getan, sich selbstlos eingesetzt und vielleicht noch ganz, ganz viel ehrenamtlich ohne Bezahlung gemacht, um auf der Welt wirklich was zu ändern und seinen Beitrag zu leisten? Ja, und dann kann man ja über das Quantencomputersystem sehen, was macht er jetzt und was wird er sogar zukünftig machen, wenn wir dem jetzt Geld geben. Und wenn dort ein grünes Licht kommt, dass also solche Leute wie ihr sofort positiv herausragend auffallen, dann wird man euch auch dieses Geld quasi hinterher schmeißen, ja, und sagen, also dem geben wir lieber noch einmal 10 Millionen mehr, dass das auch wirklich läuft und da hat er sich vielleicht ein bisschen zu niedrig kalkuliert hier, da haut man nochmal richtig was drauf, damit das Ding zum Erfolg wird. Und das ist das. Und das ist auch nie eine Projektgeschichte, die irgendwo ewig dauern wird oder noch ein halbes Jahr Beantragungszeit oder sowas, sondern wir können ja jetzt diese Projekte einreichen und zwar bei gocamelot.com, was ich vorhin genannt hatte, ja, zum Beispiel, oder bei Tommy Williams kann man wohl selber auch noch einreichen. Ja, aber GoCamelot, das ist schon ein installiertes System und so weiter, nachzuvollziehen, wie das Ganze funktioniert. Da wird auch ein Trust dann für die Person aufgebaut, dass also Merkel und Co. an diese Gelder, die dort kommen, nicht mehr rankommen und so weiter. Also eine ganz andere Rechtsgrundlage auch geschaffen. So, und dann wird das Projekt eingereicht, muss ein kleiner Businessplan dazu. Ja, wird alles erklärt, was man vorhat. Dann gibt's noch ein telefonisches Interview, ja, weil dann der Tank da anruft und so weiter, führt man mit dem halt ein Gespräch, erklärt das alles so. Und wenn das dann durch ist, wird da ein Haken dran gemacht und dann kommt das auf den großen Stapel von den Projekten, die alle schon gestattet und genehmigt sind. Und wenn vielleicht nächste Woche die Banken kippen und die Kim jetzt mehrere Banken hat, die sagt, jawohl, die sagen, wir machen mit der Kim zusammen die Sache, wie in den USA, 3 Banken haben das jetzt gesagt. Ja, das Pentagon war bei 5 Banken, 3 davon haben zugesagt, mit der Kim zusammenzuarbeiten. Das heißt, dort sind diese ganzen Umbrüche im Gang. Und sobald dieses Domino-System anfängt zu kippen, und das kann morgen, übermorgen sein, dann rollt das Ding, dann ist das durch, dann ist das in wenigen Tagen durch. Und dann kann die Kim oder der Tank sofort anfangen, diese Gelder auszuzahlen. Das kann nächste Woche schon sein, wenn man jetzt ein Projekt einreicht, ja, das ein bisschen untersetzt, das muss nachvollziehbar sein, da können auch hohe Beträge beantragt werden, aber es muss halt ein schlüssiges Projekt sein, in sich rund, ja, und diese Gelder, die man dort beantragt, braucht man nicht mal mehr zurückzahlen, man braucht auch keine Zinsen zahlen, ja, alles, was der Menschheit dient und diese neue positive Zeit aufbaut, die richtigen Dinge vermittelt und ermöglicht, das wird unterstützt, maßlos unterstützt, ja, die Kim hat ja Unsummen Geld verfügbar und will mit diesen Geldern dieses Vorankommen der Menschheit endlich erreichen. Und die dunklen Kräfte stehen immer auf dem Schlauch und verhindern die Weitergabe der Gelder an die Menschen.
Ja, und das müssen wir publizieren. Da ist halt in den USA der Mr. Mnuchin, dort der Finanzminister, ein ganz, ganz großer Störenfried. Aber auch die deutschen Politiker, ja, wir haben ja da auch schon verschiedene Aktionen durch, wo es Leute gab, die also über bestimmte andere Möglichkeiten verfügt haben und Gelder freigegeben bekamen, auch in Milliardengrößenordnung, was alles immer wieder von Politikern, die zuvor sogar mit 3 Millionen pro Mann bestochen wurden, alles wieder torpediert wurde. Ja, und dort müssen wir durch und hier haben wir eine ganz andere Möglichkeit. Jetzt, sobald das Bankensystem kippt, müssen wir fertig sein, weil wenn das gekippt ist und die Leute merken, weltweit merken, na hoppla, jetzt kriegen wir ja bei der Kim das Geld, da reichen die dort zu Hunderttausenden oder Millionen die Projekte ein. So, wenn wir dann anfangen, Projekte einzureichen, und dann sind wir in der Warteschlange ganz hinten. Wenn wir es aber diese Woche machen, dann sind wir halt noch vielleicht durch, bevor der Wandel da ist, dass die Banken kippen und dann können wir auch vielleicht in 1-2 Wochen das Geld schon haben. Ja, das ist alles real möglich und nicht Spinnerei und nicht futuristisch, sondern völlig real und richtig umsetzbar. In größten Größen. Und wir müssen bloß groß genug denken, ja, die richtigen Leute mit ins Boot ziehen, ein vernünftiges Konzept haben und dann können wir das durchziehen. Ja, das waren schon gute Abschlussworte, Harald, und auch für OKTalk eine Aufgabe, da am Ball zu bleiben. Und ich versuche alles Mögliche, das umzusetzen. Wir werden auch sicherlich berichten, beziehungsweise ihr werdet es sehen, wie schnell es dann geht. Wer weiß, wohin der Zug führt. Und ich denke immer an das Gute, denn so geht man am besten raus. OKTalk steht für Lösungen. Harald hat heute uns eine Lösung präsentiert und viel Inhalt. Und Roman, ich habe mich wohlgefühlt. Ich hoffe, du hast dich auch wohlgefühlt. Ein ganz kurzes Tschüss sagen wir nochmal von Elfi, wenn sie am Mikrofon ist. Ein Tschüss, vielleicht hören wir eins. Hört, geht nicht ans Mikrofon, aber sie ist sicher da, sonst wäre sie nicht hier. Jenne, ein kurzes Tschüsschen zum Harald. Ja, auf jeden Fall. Tschüss. Und ein letztes Wort würde ich noch gerne mitgeben. Was heißt letztes Wort? Aber das klingt immer so. Wie gesagt, der Moment ist jetzt auch bei jedem selbst angekommen. Und wenn man das so sieht, die Menschheit hat das Lügen und Belogen werden satt. Und so ist diese Spanne halt von hier und jetzt bis zum Ursprung, vom Ursprung. Und alles, was dazwischen war, ist egal und Vergangenheit. Und wir fangen ab jetzt mit dem neuen Zeit, mit dem neuen Programm an, mit Wahrheit aufgebaut. Das ist das Fundament für das richtige Miteinander. Und dann kann alles andere gar nicht, also kann alles andere endlich gut werden. Und ja, das sind meine letzten Worte dazu. Und ich möchte mich nochmal sehr bedanken für diesen spannenden Abend. Ja, das waren Blumen für dich, Harald. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, freut mich. Ich mache die Arbeit gerne. Und ja, ich denke, es ist notwendig. Ja, ich bin auch geführt, 20 Jahre erst selber geforscht. Und dann trifft man auf jemanden, der haargenau dieselben Erkenntnisse hat, dasselbe berichtet. Da wird man stutzig, neugierig. Ja, also da steckt eine Führung dahinter. Und ich denke, mit diesem Hintergrundwissen, was ich habe, kann ich auch die Tragweite dieser Dinge hier ermessen und sehe mich damit irgendwie auch in der moralischen Pflicht oder göttlich geführten Pflicht, eigentlich diese Dinge in die Welt zu bringen und den Menschen mitzuteilen, den Menschen aufzufordern, sich da selber schlau zu machen, mit einzubringen, dran zu bleiben, weil hier wird die Post abgehen. Ja, und das wird in wenigen Tagen, nächsten Wochen alles öffentlich werden, Schritt für Schritt. Ja, aber nicht so, dass die ganze Menschheit dann schockiert ist und irgendwo dann doch der Bürgerkrieg ausbricht und so weiter, sondern mit einem sanften Übergang. Aber wir brauchen Akteure, die mitmachen, die das verstehen, sich mit einbringen und am richtigen Strang mitziehen, ihr Ego zurücknehmen und damit die Dinge gemeinschaftlich voranbringen können. Ja, danke. Jenne? Ja, danke. Und das können wir machen. Die Hände reichen und helfen, die dies verstanden haben. Und sehr spannend, was du uns dafür aufgezeigt hast. Und da wird man jetzt ja ein bisschen intensiver jetzt erstmal hingucken. Und ja, danke für die ganzen Informationen. Ja, dann gehe ich nochmal rüber zum Roman. Du kommst gleich, wenn du nochmal Roy und Wolfs erfragen, ob sie am Mikrofon sind, ob sie noch was sagen wollen. Dann mal kurz flackern. Roy, dein Mikrofon entstummen. Du bist neu. Ich weiß nicht, wie weit du dich auskennst. Da kommt nichts. Und dann, Roman, unser Abend geht zu Ende hier, ne? Mit den Zuhörern, mit den Mitrednern. Und ich möchte mich bedanken und freue mich natürlich auf eine zweite, dritte, weitere Sendung vom Harald Thiers hier auf OKTalk hören zu dürfen. Roman,
Ja, Abend, deine letzten Worte für den Abend und dann geben wir Harald das Abschlusswort und den letzten Song, so würde ich sagen. Einen Spruch möchte ich noch sagen. Unsere Medien, die dürft ihr glauben, ihr könnt sie glauben, sie braucht sie aber nicht glauben. Recherchieren können wir doch alle selber. Unsere Medien sind gänzlich ohne Gewähr. Das ist ganz wichtig zu verstehen, damit auch die anderen Medien, das sollten alle Medien immer wieder sagen, dann fängt man vielleicht doch mal ein bisschen an, anders zu sehen in die Welt. Roman, dein Mikrofon. Dankeschön, Harald Thiers. Also Harald, du, mich bitte echt bedanken, du hast dein Versprechen vollkommen eingelöst. Du hast mir wirklich sehr viele neue Informationen gegeben über geschichtliche Beiträge, über diese Hidden Hand Involvierungen. Und auch die Lösungen sind nicht zu kurz gekommen. Das ist bei mir immer das Allerwichtigste bei einem Redner, dass er mit Lösungen auch aufkommt bei solchen schweren Themen. Und da hast du auch eine sehr, sehr, sehr gute Lösung präsentiert. Wenn man sich dort mal meldet, dann, also ich habe mir jetzt was zur Aufgabe gemacht. Ich werde mich dort melden, ich werde da ansuchen und Förderbeiträge jetzt mir ansuchen, weil wir in den Medien uns jetzt wirklich schon mehr als bewiesen haben, ja. Und es ist wichtig, dass das jetzt wirklich richtig gefördert gehört, so wie das freie Fernsehkonzept in Österreich ja schon läuft. So könnten die das dann für uns machen. Ich werde das dokumentieren, videomäßig, dieses Ansuchen dorthin, damit, wenn das dann auch wirklich schön angenommen wird, die anderen Menschen auch sehen können, dass da was dran ist. Die Sendung hat mir heute sehr gut gefallen, Harald. Die werde ich unbedingt übermorgen schon in YouTube online stellen, weil sie wirklich sehr wertvoll ist. Darum bitte die vielleicht noch an, vielleicht die Kontaktdaten vielleicht nochmal uns schriftlich bekannt zu geben, über dass wir da auch an diesem Vorteil haben können, sodass wir unser Wirken einbringen können dann für die Gesellschaft. Die kann die dann vielleicht eventuell eben auch in der Videobeschreibung dann einfügen in diesem Gespräch, das wir jetzt gerade führen. Und dann können die Menschen bei YouTube nicht nur das tolle Gespräch heute nachhören, sondern ja auch etwas Wichtiges vielleicht leisten, wenn sie da an den Vorzug greifen können. Danke, Harald, und danke an alle, die zugehört und mitgesprochen haben und sie da so schön eingebracht haben. Und danke an Klaus, dass du uns das überhaupt ermöglicht hast. Ja, Harald, der Abend geht zu Ende. Das heißt, du kommst wieder. Das ist zumindest, glaube ich, hier sehr gewollt. Und wie war für dich der Abend und deine letzten Worte? Und dann sage ich danke. Ich denke, du hast vom Gefühl her hier einen schönen Abend gehabt, aber deine Worte, dein Resümee, ich freue mich. Danke. Ja, ich möchte mich auch bedanken. Ja, war toll mit euch. Interessante Thematik. Ist ja auch nicht so einfach, das immer an alles zu denken. Aber ihr habt ja gute, auch kritische Fragen gestellt, die dann natürlich, sagen wir mal, diese anderen Informationen hervorgebracht haben, die ich euch dann übermitteln konnte. Ganz, ganz wichtig, dass das ganze Ding auch rund wird, dass das auch ein anderes Verständnis mit sich bringt. Vielleicht, wer Interesse hat, an diesen Dingen mehr zu erfahren, kann mir gerne eine E-Mail schicken. Ja, der Klaus hat es am Anfang genannt, harald.thiers, thiers@gmail.com. Und dann können wir also auch da kommunizieren. Ansonsten, wer Interesse hat, eine Mail-Gruppe aufzubauen, ja, kontaktiert mich. Dann können wir so eine THI-Gruppe aufbauen oder wer sich in Deutschland mit einbringen will oder in Österreich selber was mit aufbauen will. Das wäre aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass man da selber was auf die Beine stellen, in die Hand nehmen. Tommy Williams sagte nämlich zu der Hidden Hand noch, das ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ganz zum Schluss. Wir haben das erste Mal in der Geschichte der Menschheit die Möglichkeit, diese versteckte Hand zu sehen. Sie zeigt sich. Ja, sie ist jetzt offenkundig geworden. Ja, wir sehen es ja, was mit Nuvisu passiert ist, wäre vor ein paar Jahren undenkbar. Da musste man ja immer den Schein der Demokratie und freien Meinungsäußerung alles aufrechterhalten. Aber jetzt,
wo es diesem finsteren System an Kragen geht. Dort müssen sie den letzten Strohhalm ergreifen, um die Veröffentlichung der wichtigen Informationen nach allen Möglichkeiten zu behindern. So, das heißt also, wir sehen jetzt die wahren Gesichter dieser Hintergrundmächte, was hier wirklich läuft, was hier ehrlich und was hier gelogen ist. Ja, und Tommy Wilhelm sagt, jetzt, wo wir diese versteckte Hand sehen, haben wir als Menschen die Pflicht, sie ein für alle Mal abzuschlagen, sie ein für alle Mal uns dieser Hand zu entledigen. Das ist unsere Aufgabe, vor der wir stehen. Ja, und das ist das, was jetzt ansteht. Und dort sollte jeder in den Spiegel schauen und überlegen, wie kann er sich dort einbringen. Ja, wie gesagt, versucht euch in die Mewe-Gruppen mit einzubringen, in die THI-Gruppen vom Tommy Wilhelms, die wir aufbauen, weil dann entsteht eine weltweite Bewegung. Ja, wir sehen es ja jetzt, in Frankreich haben wir eine Gelbwestenbewegung. Ja, habt ihr da in Deutschland irgendwas gemerkt? Gibt es da Verbindungen? Eigentlich nichts. Alles ist losgelöst. Frankreich separat oder Venezuela separat oder Italien separat oder jedes Land kämpft seinen eigenen Kampf. Und hier geht es darum, eine globale Bewegung ins Leben zu rufen und dort möglichst viele Leute mit reinzubringen, mit all ihren Fähigkeiten, Möglichkeiten. Ja, weil dann können wir in kürzester Zeit die allergrößten Veränderungen schaffen. Ja, wir haben die Voraussetzungen, wir haben das Geld, wir haben die Möglichkeiten, wir haben den militärischen Schutz von ganz, ganz oben, was diese nichtmenschlichen Wesen betrifft. Es ist diese einmalige Chance, die Menschheit hat, und die sollten wir einfach ergreifen. Ja, und das ist für alle, die ein bisschen im Kopf noch zum Denken haben und ein bisschen durchsehen, was hier in der Welt läuft, die Aufforderung, wirklich, Leute, bringt euch ein, macht was, reicht Projekte ein, wenn ihr tolle Erfindungen habt, die bisher nicht finanziert werden konnten oder unterdrückt wurden. Ja, bewegt euch, wir haben hier gigantische Möglichkeiten und es muss gemeinsam vorwärts gehen. Ja, damit möchte ich mich bei euch allen bedanken und ja, hat mich sehr gefreut. Bin gern auch wieder mal in der Sendung dabei. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal zu meinen Vorträgen kommen. Ja, ich halte ja über diese Themen Vorträge oder auch über das Thema Gesundheit. Ja, da ist ja genau dasselbe System am Schwindel hoch 10 aktiv. Und ja, auch wenn man dort durchschaut, weiß man, wie einfach Gesundheit ist, banal einfach, dass man die schlimmsten Krankheiten ganz, ganz locker in den Griff kriegen kann mit wenigen Maßnahmen. Auch das wäre sicher mal ein interessantes Thema. Können wir auch mal eine Sendung machen. Ansonsten möchte ich mich erstmal für heute bei euch allen ganz, ganz herzlich bedanken. Wünsche euch einen schönen Abend noch und möchte auch gleichzeitig noch das letzte Lied ankündigen. Das ist der James Blunt, der also auch ein wunderschönes Lied gemacht hat, was melodisch ja so richtig ins Ohr geht und euch ja vielleicht noch einen schönen guten Nachtgruß senden soll. Alles Gute und bis demnächst. Tschüss. Ja, James Blunt spielen wir gleich auch ab. Dankeschön und alle Informationen und Quellen, die wir vom Harald dann bekommen und die wir aus der Sendung dann entnehmen können, werden wir natürlich bei uns unter die Artikel runtersetzen und dort könnt ihr auch, wenn ihr Lust habt, aktiv schreiben. Morgen ist Roland Hofer da zum Thema Aliens ab 20 Uhr hier auf OkiTalk und nun kommt James Blunt und Harald, vielleicht hast du ja gleich noch Nachtdoc-Zeit für die Leute, die nicht reden wollten. Und vielleicht haben die doch noch einiges so zu sagen. Wer weiß. So, und jetzt sage ich Musik ab. James Blunt, euch einen schönen Abend, guten Morgen, guten Mittag. Ihr seid im Archiv und bitte verteilt dieses Band einfach. Einfach rechte Maustaste auf den Link gehen. Ziel speichern heißt für euch privat. Und wenn ihr das als Link kopiert und verteilt, dann freut sich jeder, denn wichtige Informationen sollten auch die Menschen erreichen dürfen. Und jeder soll nachdenken. In dem Sinne sage ich jetzt James Blunt, gutes Nächtle, ciao, ciao.